Two Point Campus. Das wird eine Spieleserie sein, die wahrscheinlich viele von euch interessieren wird. Wenn ihr sie nämlich nicht kennt, aber schon ein bisschen älter seid, dann kennt ihr vielleicht Theme Hospital. Ne? Diese lustige Krankenhaus-Simulation, die es vor Ewigkeiten mal gab. Two Point versucht genau diese alte Tycoon-Attitüde, würde ich sie mal nennen, wieder zurückzubringen. Das erste Spiel, Two Point Hospital, das sich genau am Theme Hospital orientiert, war ein richtiger Kassenschlager, war ein richtig großer Erfolg. Heute gucken wir aber mal in den zweiten Teil rein, der ein bisschen unterm Radar läuft, nämlich Two Point Campus. Trotzdem ist das hier nicht das Format unterm Radar, nur damit ihr es wisst, das ist hier unser Aufbausonntag. Und hier drin werden wir kein Krankenhaus bauen, sondern wir werden eine Universität bauen. Allerdings eine Universität, nicht so mit den Studiengängen, die ihr vielleicht kennt, wie Pädagogik, Psychologie, naturwissenschaftlichen Sachen wie Maschinenbau oder sonst was, sondern mit ein bisschen abgedrehten Sachen. Zum Beispiel reale Realitätssimulation oder irgendwas Wissenschaftsmäßiges. Also das Ganze hier ist vor allem ein lustiger Tycoon. Alles, was wir hier drin bauen, ist an Humor ausgerichtet. Zum Beispiel eher, dass wir hier drin einen typischen 90er-Jahre-Teenager-Film vielleicht eher nachspielen, als dass wir hier wirklich richtige Campus-Sachen machen. Ja, das Ganze hier soll einfach lustig sein und die Animationen, die kleinen Animationen, die es hier bei den jeweiligen Universitäten gibt, die sind einfach, einfach als Parodie gemeint. Sagen wir es vielleicht einfach mal so. Ihr könnt euch hier drin euer eigenes Hogwarts bauen, wenn ihr möchtet, oder ihr könnt euch hier drin auch einfach euer eigenes, Harvard bauen. Ja, aber vielleicht ein bisschen schwieriger. Wir werden jetzt gleich den Sandbox-Modus einmal anschauen. In dem ganzen Spiel hier einfach eine Aufbausimulation, bei dem ihr bestimmte Sachen auch nachgehen müsst, zum Beispiel Zufriedenheitswertungen nachgehen müsst, bei dem ihr euch bestimmte Sachen angucken müsst. Das hier wird auf jeden Fall der Schwerpunkt des Ganzen sein. Wir werden den Sandbox-Modus spielen, das hat der Chat so entschieden. Also gehen wir auch auf den Sandbox-Modus. Ich spiele mit allen DLCs, die wir zur Verfügung haben. Es gibt hier drin auch eine Kampagne, da werdet ihr ins Tutorial eingeführt, nach und nach durch das Spiel durchgeführt. Können wir vielleicht auch einmal ganz kurz darauf eingehen. Es gibt aber auch einen Herausforderungsmodus für euch, wenn ihr es ein bisschen härter haben wollt. Karrieremodus wäre dann hier in diesem Falle das, was ihr seht. Das sind einfach schon Spielstände, die ich mal angefangen habe. Ihr seht, 2022 gab es hier sogar was, wo ich mal reingeguckt habe. Das ist ewig her, da ist das Spiel Release 2022, gibt aber immer mal wieder neues DLC. Hier haben wir den Herausforderungsmodus. Dass das hier so pink ist mit den Herzen und ähnliches, liegt einfach daran, dass momentan das Valentins-Update da drauf ist. Das sieht sonst anders aus, falls ihr sagt, pink ist nicht eure Farbe, aus welchem Grund auch immer. Und ihr mögt keine Herzen, ihr seid lieber diejenigen, die Flammen haben möchten. Irgendwann wird das hier wieder zurückgeschustert werden. Wir gehen auf den Sandbox, gucken uns das Ganze mal an. Der hier jagt einen Käse, auch sehr interessant. Es gibt nämlich sehr viele interessante Sporteigenschaften dabei. Ja. Hier im Sandbox-Modus könnt ihr alle Karten spielen, die das Spiel zur Verfügung hat. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Karten. 13, die hier gibt es auch standardmäßig mit drin. 14, 15. 15 Karten gibt es im Basisspiel. Wenn ihr die DLCs habt, gibt es einmal ein Galactic DLC, da gibt es so ein paar Raumfahrt-Studiengänge noch dazu. Dann habt ihr Universe City, Cape Sharpnel und Cheesy Heap Delta Row, bei dem ihr auf dem Mond seid. Und wenn ihr noch das andere DLC, das Horror-DLC habt, dann gibt es Lifeless Estate. Ich habe gehört, es gibt es auf Steam im Sale. Ich habe mir die DLCs da auch geholt. Ich glaube, bei 66% liegen die da. Also wenn euch das Spiel gefällt, habt ihr jetzt im Moment die Möglichkeit, euch das über Steam zu holen. Ist keine Werbung, ich bekomme dafür nichts, aber kann ja gut sein, dass vielleicht der ein oder anderen Person das dann doch zusagt. Die Grundstücke, die ihr unten seht, sind die Grundstücke, die ihr hinterher bebauen könnt. Die müsst ihr euch nach und nach freischalten, nach und nach kaufen. Beispielsweise, indem ihr, beispielsweise wie in Foundation vielleicht, ja. Das kann man als guten Vergleich bringen, weil wir uns das schon mal angeschaut haben, vor gar nicht allzu langer Zeit. Jetzt ist die Frage, die aller wichtigste Frage, die wir hier angehen. Welche Karte wollen wir spielen? Wollt ihr die DLC-Karte sehen, zum Beispiel die auf dem Mond, oder wollt ihr eine Standardkarte sehen? Vielleicht frage ich da mal kurz den Chat einfach. Eins in den Chat, wenn ihr eine Standardkarte sehen wollt, zwei in den Chat, wenn ihr das hier mit dem Mond sehen wollt. Einfach, dass wir da schon mal so ein bisschen das geklärt haben. Ah, jetzt ist das ist jetzt ausgeglichen. Ich glaube aber, es gibt mehr Zweien. Ah, das wäre so ein Ding für eine Umfrage. Oder wir teilen das auf. Wir könnten ja auch in Cape Sharpnel deutlich mehr Zweien.
Weltraum wäre eine Vorbereitung auf X4. Ja, das kommt demnächst für euch auf YouTube auf jeden Fall. Pointy Peak wäre nice. Oh, die ist auch gut, die Karte, aber da ist wenig Bauplatz, glaube ich, ne? Pointy Peak, wirf einen letzten Blick in den Seespiegel, steig in die Seilbahn und mach dich bereit, einen medizinischen Campus in den Wolken aufzubauen. Wenn Ton asynchron ist, dann einfach mal kurz F5 drücken. Das kann dann an Twitch liegen. Ne? Lifeless ist ein bisschen horrormäßiger angehaucht. Rottmar, moin. Grüß dich. Während wir die anderen, hier haben wir natürlich so eine typische Uni-Campus, ne? Also wir nehmen auf jeden Fall eins. Ich glaube, es sind mehr Zweien gewesen. Deswegen gehen wir einfach mal da rein. Nicht Sharp, sondern... Ah, Shrapnel! Ah! Pointy Peak wäre auch cool. Ja, komm, dann setze ich mich mit der gelenkten Demokratie einfach mal wieder über euch hinweg und ich werde Pointy Peak spielen, weil ich weiß nämlich, dass die Karte sehr cool aussieht. Deswegen gehen wir mal auf diese dann hinterher drauf. Wobei, also da sieht das Bild cool aus. Ich habe die nie selber gespielt. Aber wenn ihr sagt, wir sollen Pointy Peak sonst angucken... Es gibt eine Umfrage. Ja, die haben wir natürlich mitbekommen. DLC oder nicht? Ja, also es konnten nicht alle abstimmen, definitiv nicht. Aber wir haben DLC noch dazu. Deswegen werden wir einfach mal Folgendes machen. Wir gehen einfach auf Cape Shrapnel. Ja. Wir werden uns das hier nehmen. Übernehmen die kürzlich gegründete Weltraumakademie von Two Point und bereite den Kontakt zur außerirdischen Lebensform vor. Ja, also warum nicht? Ne? Wir nehmen uns das mal und können im nächsten Modus im nächsten Schritt den Modus auswählen. Zum Beispiel hier in dem Falle Standard, Kreativ, bei dem wir alles bauen können, der Herausforderung oder auch angepasst, bei dem wir uns das einfach selber zusammenpacken können. Wir werden standardmäßig spielen, wählen uns das Ganze aus und starten dann rein und schon geht es los. Ranger-Kratie, das ist aber auch DLC-Inhalt, ne? Also das ist DLC-Inhalt, das kriegt ihr auch als eine der Karten. Plötzlich alle verreisen ins All. Meine Sache ist das ja nicht. Ich weiß gerne, wo ich bin, wisst ihr? Und im All, da gibt's kein Oben und kein Unten, kein Süden und kein Norden. Und alle Sterne sehen gleich aus. Ihr hört Ricky Hawthorne, verwirrt und orientierungslos, bei Radio Two Point. Radio Two Points. Ah, und schon sind wir im Spiel, liebe Leute. Verheddert euch nicht in meinen Worten. Sturzgefahr. Ich verhedder mich nicht in den Worten. Ihr seht, jede Karte hat so ein bisschen Thema. Das hier ist leicht futuristisch angehaucht, weil das hier Teil von dem galaktischen DLC ist. Hier drin werden wir unsere Uni aufbauen. Jetzt aber nicht wundern wegen der Gebäude, die hier schon überall sind. Den Bauplatz könnt ihr hinterher aufkaufen, indem ihr unten zum Beispiel draufdrückt und dann einfach Geld dafür ausgibt und euch dann nach und nach diesen Bereich hier, diesen Campusbereich aufkaufen könnt. Wir starten standardmäßig hier unten mit unseren beiden Gebäuden, die wir hier haben, die wir dann für uns umbauen können. Was gibt es hier im Menü zu sehen? Erstmal Studiengänge verwalten. Da können wir uns anschauen, was wir für das Studienjahr für Kurse anbieten wollen. Da werden ganz verschiedene dann hinterher sein. Für diejenigen auf YouTube, ich bin ausgebildeter Studienberater. Kein Scherz, ist wirklich so. Das heißt, ihr seid hier heute in perfekten Händen, um ein perfektes Aufbauerlebnis zu haben. Wir können hiermit das Folgejahr starten. Wir legen also immer selber fest, ob wir das Jahr starten wollen oder nicht. Wir sehen hier oben die Campus-Anforderungen, also so ein paar Aufgaben, die wir nebenbei reingewürfelt bekommen. Hier unten einfach die Zeitsteuerung. Wir haben das Geld, wir haben die Kudos. Damit können wir uns bestimmte Sachen freischalten durch Erfolge. Das ist normalerweise, wenn ihr eine Kampagne vorrückt, bekommt ihr hier Geld, damit schaltet ihr euch einzigartige Objekte dann einfach frei. Dann haben wir hier unten zum Beispiel akademische Ergebnisse, wie gut ist unsere Universität, wie zufrieden sind die hier alle und vor allem, welche Campusstufe haben wir, die natürlich einen großen Einfluss darauf hat. Profi Ranger am Start, Bäckerbub, ich grüße dich. So, dann haben wir hier drüben unser Baumenü. Einmal die Management-Ansicht, bei der ihr die Geländearten kaufen könnt. Unser Menü, das wir hier drüber einfach starten. Dann haben wir die Möglichkeit, Zimmer zu bauen, Räume zu bauen. Kennt ihr vielleicht noch aus Prison Architect, wie wir das gemacht haben. Wir haben die Objekte und Möbel, die wir da reinpacken können. Wir haben Objekte einfach so, bei denen wir auch zum Beispiel ein bisschen das draußen schöner machen können, indem wir Bäume hier hinsetzen. Und wir haben eine Personalverwaltung. Das, was hier am Anfang ist, das wird alles noch nach und nach freigeschaltet. Also keine Sorge, dass ihr denkt, oh Gott, da ist ja überhaupt nichts. Da ist ja alles weg. Das kommt noch.
Dann haben wir hier unsere Studiengangverwaltung, nochmal hier unten separat, bei der wir uns das alles ansehen können, machen wir gleich. Wir haben die Personalverwaltung und können hier drüber ein paar verschiedene Statistiken angucken und auch ein paar verschiedene Filter auf der Karte anschauen. So, Lodders, moin, grüß dich. Das ist es, das ist es. Das war das Spiel, wir sind durch. Bis zum nächsten Stream, schalten wir dann wieder ein. Wir fangen mal an. Keule, wunderschönen guten Morgen, hallo. Erstmal mit ein bisschen akademischen Sachen. Zum Beispiel können wir jetzt hier alle unsere Studiengänge holen, die so standardmäßig sind. Wissenschaftslabor für Wissenschaftler, Computerraum, VR-Labor gibt es hier zum Beispiel auch. Aber wir gucken am Anfang mal, welche Studiengänge wir denn überhaupt bei uns an der Uni anbieten wollen. Wir können jetzt am Anfang einen Studiengang auswählen. Und hier seht ihr alle Studiengänge, die zur Verfügung stehen. Von Allgemeinwissen über Internetgeschichte und virtuelle Normalität bis hin zu Schulgeister, höhere Ritterschule, Humanwissenschaften oder Astrologonomie. Astrologonomie. So, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Das hier, Schulgeister, Astrologonomie, Mondschmolkerei, das sind Sachen aus dem DLC. Kosmische Expansion ist ebenfalls aus dem DLC. Da, nur damit ihr das wisst, das ist nicht. Nigel Bickleberg. Cheers, cheers. What the fuck? Okay, also es gibt auch. Willkommen. Kann ich den irgendwie ausstellen im Hintergrund? Das habe ich mich im Vorfeld schon gefragt. Ich mache den mal ein bisschen leiser, damit er mir nicht die ganze Zeit reinredet. Wir können also die verschiedenen paranormale Ermittlungen, wir können die verschiedensten Sachen hier zupacken. Spionageschule. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal Gegenkulturwissenschaften. Schule des Denkens. Wir fangen mal mit Allgemeinwissen an. Wir gucken uns das mal an. Dieser ausgewogene Lehrplan macht Studenten älter, weiser und besser im Pubquiz. Hier wird fast alles abgedeckt, aber vertieft wird eigentlich nichts. Dauerneutral, Klassenclown, Goth, Rebell, Streber, Schnösel und was weiß ich nicht was alles. Das sind die Leute, die diese Sachen annehmen. Ja, okay. Ich finde, dunkle Kunst ist unser Ding. Warte mal, wo war die dunkle Kunst? Zauberei? Gibt's hier dunkle Kunst? Nee. Gibt Zauberei. Könnten natürlich auch die Zauberei nehmen. Finanzjonglage. Nee, wir fangen mit was Standardmäßigen an. So. Wir können jetzt auch noch die anderen Studiengänge hinzupacken. Reporter Kepit, grüß dich. Unter Spionage war das. Dunkle Kunst. Ja, wir machen hinterher nochmal eine Zauberschule auf. Und wir werden virtuelle Normalität ebenfalls mit reinnehmen. Streber, Neutral, Klassenclown, Schnösel, Goth, Rebell. Wir müssen nicht alles am Anfang, wir können das nach und nach freischalten. Eine neue technologische Ära ist angebrochen und sie wird deinen Blick auf und durch Brillen völlig auf den Kopf stellen. Studierende können auf ganz neue Art erleben, wie es sich anfühlt, an einem Ort zu sein, an dem man gar nicht ist. Entdecke neue Welten oder übe das Schuhebinden in einer unglaublich komfortablen und völlig privaten virtuellen Welt. Wir sehen, was wir für Anforderungen dafür benötigen und wir sehen vor allem auch, was das für eine Studiengangübersicht ist, was da so alles drin in den jeweiligen Vorlesungsjahren stattfindet. LaRusso und der Doktor, moin an euch beide. Den Studiengang wollen wir auch dazu nehmen. So. Ja, lassen wir erstmal. Jojo, grüß dich, hi. Wunderschönen guten Morgen. Die nehmen wir erstmal so. Und dann fangen wir jetzt an, die ersten Gebäude zu bauen. Was wir dafür brauchen, sehen wir hier oben zum Beispiel. Wir brauchen einen Allgemeinwissensdozenten. Wir brauchen einen Vorlesungssaal. Wir brauchen zwei Vorlesungssäle sogar. Was die erfüllen müssen, um Vorlesungssaal zu werden. Wunderschönen guten Morgen, Stuborn. Hallo. Elaniane, hallo. Seht ihr hier oben? Da bekommt ihr einmal angezeigt, wie groß muss der Raum sein, was muss da drin sein und danach könnt ihr den erstmal fertig bauen. Nafels, Dankeschön für deinen Sub im 7. Monat. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Wir können also einmal sagen 4x4, wir können den hier hinbauen, so, und wir können zum Beispiel auch da drüben jetzt gleich 4x4 einen hinbauen. Den hier packen wir in die Mitte rein, den werden wir uns hier hinschustern oder hier hinschustern. Den schustern wir uns hier hin, so, und jetzt müssen wir noch einmal eine Sitzmöglichkeit hier reinbauen. Ne? Diejenigen, die an der Uni waren, die wissen, die kennen diese schöne Tribüne, auf der man dann gesessen hat. Ah, herrlich einfach. Bewertungen. Und dank der erleuchteten Einflussnahme unserer phänomenalen Produzenten haben Sie, die Zuhörer, dass dies... Wenn wir... Sag mal, kann man den wirklich nicht ausschalten? Wenn wir dann alles gebaut haben, das da rein muss, können wir hier oben mit bestätigen, das Gebäude fertig bauen oder den Raum fertig bauen und dann seht ihr, was daraus geworden ist. Jetzt muss ich aber einmal ganz kurz gucken, dass ich den hier ausschalten kann. Kann man den ausschalten?
Lautsprecher, DJ-Lautstärke. So. Gott sei Dank. Ich habe den DJ erstmal ausgeschaltet. Die geben zwischendrin lustige Sachen. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr alleine spielt. Aber im Stream bietet sich das nicht so an. Von welchem Publisher ist das eigentlich? Die Two-Point-Reihe ist von Sega. Von Sega als Publisher. Dann brauchen wir noch einen zweiten Vorlesungsraum. Den werden wir hier drüben hinpacken. So. Und da machen wir natürlich in guter alter Manier. Margareta, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei uns. Den werden wir natürlich in guter alter Manier da drüben hinsetzen. So, okay. Den Raum bauen wir auch fertig. Jetzt können wir, wenn wir wollen, den Raum noch ein bisschen mehr verschönern. Wir sehen hier zum Beispiel Übersicht. Einmal die Statistik, wie hoch ist der Zimmerwert. Wir sehen die Zimmerbeschreibung. Und wir sehen auch, wie so das Zimmer Prestige ist. Zum Beispiel durch Umgebung, dass wir das ein bisschen verschönern können. Dafür können wir einfach in Objekte reingehen. Hier Innenraumobjekte gehen wir rein. Und dann können wir uns hier zum Beispiel angucken, ob wir Zimmerpflanzen irgendwo bauen können. Hoppala! Er liebt den DJ nicht. Nee, den liebe ich tatsächlich nicht. Hier haben wir zum Beispiel Zimmerpflanzen, blättrige Pflanze, und die können wir dann anfangen hier drin zu bauen, wenn wir wollen. Rainman, ich grüße dich, ich habe dich gar nicht begrüßt heute, aber das ist das Schicksal eines Moderatoren. Da muss man halt auch mal mit leben. Ne? Muss man halt auch mal mit leben. Und haben uns dann hier zwei Zimmerpflanzen noch mit reingekloppt. Können wir auf der anderen Seite auch nochmal machen. So, wir gucken hier auch nochmal rein. Wie sieht die Übersicht insgesamt davon aus? Halt. So. Da seht ihr Umgebung 50%. Gucken wir mal, wie sich das ändert, wenn wir jetzt hier Zimmerpflanzen reinbauen. Die hatten wir jetzt hier drüben. Waren die denn da? So. Und so. Und gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt haben wir Umgebung 84%. Wer ist nicht gern in einem Vorlesungsraum, in dem es Zimmerpflanzen gibt? Ich bitte euch, ja? Man werfe den ersten Stein, wer das nicht gerne ist. Man werfe den ersten Stein. So, das haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir als nächstes einen Dozenten für Allgemeinwissen. Hab mich jetzt bei einem Kanal beworben, wo man als Moderator noch begrüßt wird. Ja, wo ist denn das? Mal, wo ist denn das? Welcher Content Creator begrüßt denn noch die Leute, die Moderatoren? So, das heißt, wir brauchen jetzt einen Dozenten, einmal für Allgemeinwissen. Den haben wir hier. Das ist Erika Pfützer, die sich gerade mit dem Hinterkopf zu uns gedreht hat. Die alle haben Eigenschaften. Die Eigenschaften sehen wir hier unten drunter. Die hat jetzt hier keine negativen Eigenschaften. Gehalt 28.000, das hätte ich auch gerne. Und Allgemeinwissen gehen wir einmal hier drauf und werfen den hier rüber. So, dann als nächstes gehen wir auf virtuelle Normalität und gehen dann hier hin. So, dann brauchen wir als nächstes noch ein VR-Labor. Hier drüben, Rob Lila ist ja unser Dozent für virtuelle Normalität. Das heißt, wir wollen hier drüben einen virtuelle Normalität-Raum nochmal hinsetzen. Das Gehalt ist doch sicher pro Jahr. Das ist nicht mehr so viel. Ja, klar. Bei Strategieecke. Ich weiß hundertprozentig, dass bei Strategieecke nicht die Moderatoren begrüßt werden. Im ersten Moment. Hundertprozentig. Das ist die Person, mit der ich am meisten spreche. Hundertprozentig. Rolf, wunderschönen guten Morgen. Hallo. So. Dann können wir hier oben unser Raum hinsetzen. 5. Und 4. Oder wir machen das so. Wir machen das so. Setzen das hier hin. Wobei. Ne, wir setzen das hier hin. Zack. Und bauen uns hier eine Tür rein. Und dann werden wir den hier hinpacken. Stoffelos, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Dann können wir jetzt als nächstes, ihr seht hier oben, ihr braucht eine VR-Plattform. Die VR-Plattform, die setzen wir hier rein. Die packen wir uns dorthin. Und jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Gebäude. Oder ein paar mehr Gebäude, die uns empfohlen werden für das VR-Labor. Es gibt zum Beispiel den VR-Schreibtisch oder auch zum Beispiel den VR-Stuhl. Die können wir uns dann hier hinsetzen, wenn wir wollen. Zum Beispiel, Der ist schon richtig groß. Ja, komm, wir setzen uns mal so einen VR-Stuhl hier hin. So. Und hier hin.
Und dann können wir uns noch so ein VR-Headset irgendwo hier hinpacken, wenn wir möchten. Wenn wir denn noch Platz dafür haben, dann setzen wir uns dorthin. Alles klar. Wir lassen natürlich keine Fenster in den VR-Raum. Sind wir auch mal ehrlich, die Leute, die da reingehen, die da studieren, die wollen das gar nicht haben. Die wollen das gar nicht haben. Damit haben wir jetzt hier schon mal für die Grundbedürfnisse gesorgt. Aber bevor wir jetzt das Studienjahr starten, müssen wir natürlich nochmal für Grundbedürfnisse sorgen bei denen. Zum Beispiel in Form von Einrichtungen, Badezimmer. Die wollen ja bestimmt auch mal irgendwo auf Toilette gehen. Diese Unheiligkeit, die es gibt, Toilettengänge. Bin ich ja gar kein Fan von. Ich finde, Toilettengang ist überhaupt nicht notwendig, weil wer auf die Toilette geht, der hat einfach zu viel Freizeit. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das kann man auch einfach ein bisschen besser verpacken. Ja? Hier noch so ein kleines Handwaschbecken gibt es noch hier. Einmal dorthin. Dann einmal so ein Händetrockner. Den setzen wir uns dahin. Was haben wir hier noch? Klimaanlage. Ja, jetzt geht's aber los. Und den setzen wir uns hier drüben hin. Wir bauen nochmal eine zweite Toilette. Man weiß ja nie, wenn einer mal ein bisschen... Wenn einer mal mexikanisch essen war, kann es ja sein, dass es auch mal ein bisschen Zeit benötigt. Deswegen setzen wir uns dann nochmal hier was hin und so einen Handtrockner und können dann sagen, alles klar, weiter. Dann wollen die natürlich auch nochmal essen in ihrer Zeit. Also müssen wir zu den Objekten rübergehen, zur Nahrung, können hier drüber jetzt ein paar Sachen freischalten. Zum Beispiel einen Snackautomaten für 50 von den Kudosh und einmal ein Getränkeautomaten. Die müssen sich auch gesund ernähren. Hier setzen wir uns dann hier hin. Zack, zack. Und vielleicht, wenn wir schon dabei sind, setzen wir uns hier nochmal zwei Bänke hin. So. Eins. Zwei. Vielleicht können wir da sogar eine Zimmerpflanze zwischensetzen. Nee, das geht leider nicht. Mal gucken. Wir können den hier nochmal ein bisschen weiter rübersetzen. Da haben wir den. Setzen wir uns dann da hin. Dann werden wir den nochmal nehmen. Und setzen den hier hin. So. Und ein Papierkorb. Stimmt. Und ein Papierkorb. Den packen wir uns da hin. So. Sehr schön. Was haben wir hier? Uzierbusch. Wofür brauchen wir den Uzierbusch? Und wir können hier noch ein paar Zimmerpflanzen hinsetzen. Ja, mit Zimmerpflanzen ist alles besser. Jetzt gibt es noch eine Sache. Ein Feuerlöscher. Haben wir einen Feuerlöscher denn schon? Ja, Brandschutz wird auch ein bisschen überbewertet. Ne? Also man muss ja auch mal... Die sind ja sowieso schon Feuer und Flamme für unsere Studiengänge. Also da muss man auch mal ein bisschen... muss man auch mal ein bisschen zurückhalten. Ja? Eine hübsche Cafeteria. Die sollen sich hier mit den Snackautomaten erstmal durchfressen. Mr. Grimlock, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Hier drüben wollen wir jetzt ein bisschen Bereich für die Studien, damit es nicht zu kalt wird. Nee, brauche ich auch nicht. Die sollen dann einfach, die sollen sich warme Gedanken machen. Hier drüben bauen wir dann jetzt ein paar Schlafsäle rein. Weil die Studierenden, da ist ja ein Campus, ne, das heißt... nicht so verwechseln mit dem Krampus, aber auf dem Campus, da wollen die natürlich schlafen. Da wollen die natürlich alle einen schönen Tag haben. Deswegen können wir hier nochmal ein paar Gebäude hinsetzen. Oder ein paar Räume hinsetzen. Die wir uns dann... Wir machen einzelne Zimmer sogar. Guck mal, so komfortabel ist es bei uns. Bei uns kriegt man sogar einzelne Zimmer. Normalerweise könnten wir einen riesengroßen Schlafsaal machen. Ähnlich wie in, weiß ich nicht, Gryffindor. Und, mich stört das jetzt, dass ich die Dinger hier vor die Tür gebaut habe, ne? Ich meine, wer baut in seinem Bett Richtung Tür? Das ist ja, das, da muss man sich Gedanken machen. Da muss man sich Gedanken machen, ob man noch zurechnungsfähig ist, ganz ehrlich. Also, natürlich wird hier der Schrank hingepackt und da das Bett, damit wenn Monster durch die Tür reinkommen, man nicht direkt aus dem Bett rausgezogen wird. Das ist selbsterklärend. Das muss einfach so. Alles Bestes, das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Entspann dich, lehn dich zurück. Genieß die Show. Ohne Fenster, perfekt. Ja, das sind ja auch hier Leute, die virtuelle Realität studieren. Ja. Kannst auch die Räume kopieren. Ja, ich will euch natürlich nur zeigen, wie man das hier auch baut. Deswegen machen wir das so. So und so. Und fertig. So. Jetzt werden wir die hier aber noch einmal drehen. Gibt es eigentlich irgendeinen Shortcut für... Gibt es irgendeinen Shortcut, um die, Betten und so zu drehen? Weil irgendwie
Irgendwie ist das nervig, das mit der Maus machen zu müssen. Und dann können wir das hier drüben nochmal hinpacken. So, dann haben wir uns nämlich jetzt ein paar Schlafräume gebaut. Gucken wir nochmal kurz hier drüben hin. Wir brauchen noch einmal ein Bett. Die Maustaste drücken hat bei mir nicht funktioniert. Mr. Grimlock, danke schön für deinen Sub im 5. Monat. Bei mir ist alles super. Außer eine kleine Krankheit, sonst alles gut. Markus, moin, ich grüße dich. Ein Tisch zum Lernen. Tisch zum Lernen. Tisch zum Lernen. Ben, ich bitte dich. Ich bitte dich. Jetzt geht's hier aber los. Die können sich doch aufs Bett setzen. Die können sich doch aufs Bett setzen, die Leute. So, wir wollen nochmal hier drüben hingucken. No. Da müssen wir noch ein paar Möbel reinpacken. Wir wollen das Bett nehmen und da setzen wir uns hier rein. Orian, moin und Nobody Ben, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Ohne Fenster? Ja, wollt ihr denn alle Fenster haben? Ich dachte, wir sind hier Zocker. Ja gut, dann machen wir halt Mist gebaut. Wie mache ich es wieder weg? Nee, ich habe keinen Mist gebaut hier. Ja, dann gibt es halt hier ein Fenster. Direkt da drüber. So, dann habt das jetzt davon. Ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich. Ich sehe schon, die werden auch alle sterben. Die werden nicht sterben. Aber wie kommt ihr darauf, dass sie sterben werden? Die werden alle glücklich werden und werden hinterher einen Studienabschluss machen, ja? Und dann werden wir nämlich eine Inflation der Studiengänge haben. Und dann wundert sich hinterher jeder, dass man schon für die einfachsten Tätigkeiten ein Abitur benötigt, weil einfach alles komplett überfrachtet ist. Eine Dystopie, ne? So. Die müssen sich auch alle eine Toilette teilen. Sind ja auch hier nicht, ne? Also wir haben ja auch nicht im Lotto gewonnen. Okay, dann setzen wir uns einmal das hier hin. Handtrockner geht dann auch hier drüben hin. So, sehr schön. Two-Point Prison. Hier ist eine Frechheit, ne? Naja, so, das bauen wir auch fertig. Und jetzt haben wir da schon mal das alles, unsere rudimentären Grundsachen aufgebaut. Also Folgejahr starten. Es geht los. Möchtest du das neue Jahr wirklich mit folgenden Studiengängen starten? Das reicht erstmal aus. Folgejahr starten. Wir müssen ja auch langsam reingehen, ne? Ich kenne Hamsterkäfige mit mehr Platz. Kalex, moin. Also ich habe in einer WG gewohnt, als ich studiert habe. Ja? Und da hat der Raum weniger Platz als der gehabt. Der Military Campus 2.0. Auch in West Point müssen die Leute irgendwo schlafen. Was sind das für Einzelzimmerbuchten? Zu viel Prison? Hallo, was ist denn jetzt hier für, was ist denn hier für eine Kritik an meinen Zimmern? Die sind gute Zimmer. Man hat ein Bett, man hat einen Schrank. Was wollt ihr denn alles in dem Zimmer noch haben? Also ihr seid ja alle verwöhnt, weil ihr alle in so einer Luxusvilla wohnt. Das ist es nämlich. Ihr seid alle bei der in der Luxusvilla lebt ja alle. Als Ranger noch bei Sokrates studierte. Hallo, ey. Elan, moin, grüß dich. Also, ich sehe hier nur Kritik. Galidun, moin. Gibt's keine Stockbetten? Wir haben viel zu viel Platz. Schreibtisch. Ich kann doch auf dem Bett lernen. Da merkt man, die waren nie in einer Kaserne. So sieht's aus, ne? Guck mal, die haben doch mehr als genug Platz hier drin. Relic, moin, auch an dich, hallo. Krischitine, dankeschön für deine 100 Bits, für mehr Luxus. Dann nimm die 100 Bits wieder zurück. Dankeschön, vielmals. Und auch, Duschen braucht man nicht, wenn es draußen regnet. Ich habe Pause angehabt. Wenn es draußen regnet, dann könnt ihr einfach nackt rumlaufen. Das ist bei uns vollkommen normal. Somit ist das schon für Offiziere. Ja, die Offiziere studieren ja auch nur bei der Bundeswehr, ne? Also noch Kaiser gab, ja, ja. Jetzt müssen wir noch einen Hausmeister einstellen, damit die sich hier auch gut um unsere Sachen kümmern können. Ja? Damit hier auch zum Beispiel aufgeräumt wird auf unserem Campus. Bewegungstempo erhöht, steigert das Instandhaltungstempo. Dann haben wir hier benötigt zum Anwenden von Objekt-Upgrades 70%. Wir nehmen den hier. Laila Grotz. Die ist flink, bewegt sich schneller als der Durchschnitt, kriegt ständig Durst. Ja, wenn wir da ein bisschen Geld für bekommen, ist das nicht so schlimm. So, und jetzt kommen sie. Los! Bin ich wirklich so dekadent? 270 Quadratmeter für 2 Personen, 1 Hektar Garten ist doch normales Wohnen. Was? Wo wohnst du? Wo kriegt man das? Wohnst du irgendwie in Death Valley, wo der Quadratmeter einen Euro kostet? Dann studieren. Anstatt duschen gibt es halt einen Hausmeister. Der kommt einmal morgens mit dem Wasserschlauch rum und fungiert. Ja, eben, so sieht's aus. Avari, hallo. Du hast dich reingeschlichen schon wieder, ne? Hast du mal an VR-Duschen und VR-Klos gedacht? Das spart Wasser.
So, Montravan hat mal die richtigen Tipps hier. Man muss auch mal profitabel denken, man muss auch mal heute schon am Morgen denken und dafür einfach sehr geschenken, ne? Wir brauchen noch einen Mitarbeiterraum, in dem die sich ausruhen können. Mitarbeiterraum ist natürlich das Wichtigste. Ja, also Studenten sind egal, aber Mitarbeiterraum, boah, hier ist aber viel. Personalzimmer. Hier ist man vor Studierenden sicher. 3x2. 3x2. Den können wir uns also zum Beispiel in die Mitte packen. Von Essen, wunderschönen guten Morgen. Bulbul, moin auch an dich, hallo. Waren da gerade 3 Studenten in einem Zimmer und haben nur ein Bett? Ja, die teilen sich auch mal durchaus Betten. Ja. Die teilen sich auch mal Betten. Ist daran so verwerflich? Ist halt... Ne? Make love, not war. Da werden sie bei uns direkt am Anfang schon rangepackt. Nur weil man in einem Bett schläft, heißt das ja nicht, dass sie miteinander, ne, korpulieren werden. Das muss man ja auch dazu sagen. Ranger drückt sich heute höflich aus, damit dann alle, die mit Kindern schauen, nicht hinterher was erklären müssen. Gibt's noch so ein Tischchen davor. Ein Buto, moin. Das reicht mir. Gibt's eine Tür, gibt's einen Raum, passt. Und jetzt können wir uns zum Beispiel anschauen, wie diese ganzen Gerätschaften funktionieren. Also, zum Beispiel hier, er setzt sich dann in seine Dauerwellenmaschine rein und hat... Yo! Hat richtig Spaß, der Junge. Hat richtig Spaß. Der hat einen Curve-Monitor, ne? Den hätte ich auch gerne. Währenddessen werden unsere Studierenden immer weiter in der Stufe vorankommen, ne? Mit der Zufriedenheit immer weiter voran, Vorlesung, normale Virtualität. Und je besser die hier sind, je zufriedener die sind, desto besser sind die Studienleistungen bei denen. Also wir müssen immer auf die Stimmung achten, weil durch eine gute Stimmung schaffen die auch die Studienleistung, lernen zum Beispiel auch mehr und ähnliches. Mein Sohn fragt gerade, was Korpulieren ist. Das erklären dir Mama und Papa mal in einer ruhigen Minute. Aber nicht die Frage vergessen, die ist gut. Man muss im Leben Fragen stellen. Man muss im Leben Fragen stellen, behalt die mal im Hinterkopf, schreib dir die gerne in dein Tagebuch. Ansonsten auch gerne mal am Wochenstart, Montag, morgen ist Montag, sonst mal in der Schule nachfragen, Mama und Papa gucken, was mit Korpulieren Achtung, im Fernsehen, was ist das? So, jetzt werde ich gehasst, das weiß ich nämlich, kann ich mir sehr gut vorstellen. So, okay. Wir bekommen zwischendrin immer wieder unter meiner Kamera hier bekommen wir immer wieder Aufgaben rein. Zum Beispiel einmal so ein Jahresbericht, da können wir die gesamte Bilanz ansehen. Oder auch hier Bibliothek benötigt, damit die besser studieren können. Das können wir dann hier einfach so angehen mit Zimmer bauen. Dafür bekommen wir dann hinterher auch eine Belohnung, glaube ich. Jetzt packen wir uns mal... Korpulieren machen Polizisten amerikanischen Serien immer. Genau, auch das. Ja. Ich glaube, entweder packen wir uns die Bibliothek hier drüben hin. Ja, komm. Wir packen uns die Bibliothek hier drüben hin. Und zwar packen wir uns die in die Mitte vom Raum hier einfach. Man muss ja auch mal ein bisschen, praktischer denken in der Zukunft hier. Wir werden das sogar noch ein bisschen mehr vergrößern. Wir bauen den einfach so rum. So, dann können wir uns nämlich hier das Ding in die Mitte stellen. Dann bauen wir uns hier so ein paar, was haben wir denn da? Bauen wir uns hier mal so ein Bibliotheksrezeption hin. Und dann gibt es hier Computerkabinen. Aber die drehen wir. Da sind wir uns ja wohl einig. Computerkabinen, da muss ja nicht jeder drauf gucken können. So, dann gibt es hier nochmal... So. Und dann packen wir uns das dahin. Zumi, schönen guten Morgen. Keta fährt auch an dich, hallo. Nicht vergessen, die besten Fragen sind, wo Mama und Papa ganz komisch rumhappeln mit dem Reden. Und noch besser sind die, wo sie einen schönen roten Kopf bekommen und sich laut schlucken. Was? Objekte blockieren. Ich würde das gerne hier dran packen. Irgendwie dazwischen so. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht ganz hin. Außer wir drehen das. Ja, komm, bauen wir uns da noch eins hin.
bauen wir uns hier noch so eins hin. So, dann haben wir das nämlich auch. Wir können auch Fenster hier reinbauen, dass die dann rausgucken können. Ja, wieso nicht, ne? Wieso eigentlich nicht? Wir bauen uns hier mal ein Fenster rein. Das war bei mir an der Uni auch. Da waren riesengroße Glasfassaden drumherum. Da waren keine Wände, da war einfach Glas. Also von dem her, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Schwede, dankeschön für dein Follow. Sehr lieb. Bibliotheksanschlagebrett. Setzen wir uns mal hier neben. Papierkorb beim Rausgehen, dass sie da aber reinwerfen können. Und das Terrarium. Ja, so ein bisschen hatte was das was von Terrarium. Ein bisschen hatte das was von Terrarium. Ja, nee, das. Wobei, Empfehlung des Personals. Ach komm, ehrlich nicht? Ja, packen wir uns das dahin. So, haben wir. Gibt halt weniger Bücher bei uns, gibt mehr Zeitschriften. 25.000, ganz schön teuer. Egal, wir bauen das trotzdem hier hin. Jetzt müssen wir dafür noch jemanden einstellen. Nämlich hier bei Assistenten, jemanden, der besonders gut in der Bibliothek zum Beispiel klarkommt. Wie hier unten, Bibliotheksverwaltung 10% Lehrboost. Nehmen wir, schmeißen wir mal rüber. Immer wenn der DJ angeht, ist keine Musik mehr. Das finde ich aber auch sehr interessant gelöst. Eskeros, grüß dich, wunderschönen guten Tag. Hallo. Und wir lassen mal weiterlaufen. Dann haben wir jetzt nämlich den Auftrag auch erfüllt. Dann sind die alle zufrieden und können dann hier drin lernen gehen, wenn die wollen. Dann wollen wir das hier jetzt gleich mal kopieren. Wie können wir das denn nochmal kopieren? Wo geht das nochmal? Wo haben wir denn nochmal das Werkzeug zum Kopieren von diesen ganzen Sachen? Ich glaube, wenn wir hier drauf gehen. Zumi, dankeschön für deinen Sub im wichtigen zweiten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Dank dir vielmals. Dankeschön. Dann können wir das hierhin bewegen. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. So. Und setzen uns die alle hier rüber. Kriegen wir dann noch einmal hin oder blockieren wir dann den kompletten Weg? Wie groß müssen denn die Duschen sein? Starlaner, hi, hi, grüß dich. Wie groß müssen denn die Duschen für die sein? Zum Beispiel hier, gemeinsames Duschen stehlt den Charakter. So sehe ich das auch. Hat noch nie jemanden geschadet, gemeinsam duschen zu gehen. Bearded Rebel, wunderschönen guten Morgen. Hallo. So. Perfekt. Handtuchhalter setzen wir auch noch dahin. Perfekto. Dann können die auch duschen gehen. Guck mal, das sieht doch gut aus. Alinator, wunderschönen guten Morgen, hallo. Niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Doch, ich muss gefragt werden, wenn jemand auf die Toilette gehen möchte und meinen Unterricht stören möchte. Dann geht's hier jetzt aber ganz schnell rund. Wir gucken uns mal hier die Vorlesung an. Ah, guck mal. Wer das Schwert zieht, der wird König. Verstehe? Ja? Weiter? Warum fliegen die Bücher? Wird König? Und wir haben hier, kriegt man Angriffswerte. Ach, guck mal, Lebensbalken, Panzerung und Mana. Dann bekommt man als Ritter ein Pferd. Das ist auch logisch, weil nur wer ein... Und man tötet einen Drachen mit Speeren. Weil den Speer hat man vorher zwar nicht erhalten, aber trotzdem. Aber das macht man mit dem Pferd. Und das Pferd, das sieht ein bisschen so aus wie diese Hüpfpferde, die man früher als Kind mal hatte. Ja. Roleplay-Unterricht, ja. Man kann hier merken, mit einem Schwert gegen ein Schild hauen, dann geht das Schild nicht kaputt. Mal sehen, wann die Studenten die Uni abfackeln. Ich hoffe nie. Während wir hier diese tolle Vorlesung sehen, wer von euch, falls ihr es sagen möchtet, wer von euch hat denn studiert? Mal eine 1 in den Chat, wenn ihr studiert habt, eine 2, wenn nicht. Wer von euch hat denn studiert? Würde mich mal interessieren. Ist relativ ausgeglichen, ne? Ich bin doof. Ach, lasst euch eins im Leben gesagt sein. Bildung ist ungleich Intelligenz. Ja? Lasst euch das von niemandem einreden. Nur weil jemand studiert hat, ist er keine intelligentere Person. Nur weil jemand einen Doktor hat, ist er keine intelligentere Person. Nur weil jemand, weiß ich nicht, Maschinenbau studiert hat und ihr
Pädagogik ist er keine intelligentere Person. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Macht euch nie nieder, weil ihr den Bildungsabschluss nicht habt oder ähnliches. Also, ne? Ich habe das Leben studiert, ja. Das ist einer der wichtigsten Punkte und da werde ich auch weiterhin zu stehen. Ich arbeite an der Uni, aber ich glaube, das zählt nicht. Ja, ist ja fast wie studieren, ne? Du bist doch nicht doof, nur der denkt, dass du schlau bist, ist doof. Ey, ihr seid mir welche. Hab vorhin die Aufbauanleitung von meinem neuen Schrank studiert. Bildung hat auch nichts mit Sozialkompetenz zu tun. Auch das ist absolut richtig. Leider, weil das bedeutet nämlich auch, dass bestimmte Personen, die Psychologie studieren konnten, im klinischen Bereich oder zum Beispiel auch Medizin, nicht unbedingt sozialkompetent sind. Naja. Im besten Fall bekommen sie einen Unterricht da drin, aber nicht zwangsläufig. Das hier ist ja ein schönes Fenster. Guck mal, da kann man direkt bei dem in die Bude reingucken. Bildungsgrad ist keine Stadt in Russland. Du hältst mich fast zwar für dumm, aber da überschätzt du mich. Was? Sag das nicht meinem alten Teamleiter. Der würde dich bis ans Ende deines Lebens hassen. Ja, ach, die Leute... War beispielsweise immer schlecht und unmotiviert beim Auswendiglernen. Herleiten und Wissenstransfer war ich immer Bombe. Hat das Schulsystem aber nicht wirklich belohnt, daher kein Studium. Kann ich voll und ganz verstehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, also ich kann das beste Beispiel bei mir eigentlich festmachen, warum Bildung ungleich Intelligenz ist. Ich hab zwar meinen Studienabschluss, ich habe zwar meinen Master, ja, aber frag mich mal zu naturwissenschaftlichen Sachen. Die auch mit in Intelligenz reinzählen, ja. Wenn wir jetzt hier mal wieder uns über Physik unterhalten oder ähnliches, ja. Also von dem her. Aber, und gleichzeitig, was habe ich vor meinem Studienabschluss? Ich kann nicht mal meine Wohnung vernünftig renovieren, weil ich zwei linke Hände habe. Also von dem her gibt es deutlich wichtigere Sachen, als den Bildungsabschluss hinterher zu schaffen. Das kann ich euch ebenfalls sagen. Lasst euch das gesagt sein, ne? Wie gesagt, ne? Als Personalmanager und Studienberater, es kommt nicht immer nur auf die Bildung an. So, das ist doch ein schönes Wort auch nochmal dazu. Deswegen ist das Regal schief. Du kritisierst das über 100 Jahre alte preußische Schulsystem, Heretiker. Jo, ich habe das Ding, dieses Schulsystem, dieses Bildungssystem, 4 Jahre lang studiert. 4 Jahre, weil nicht nach 4 Jahren, ich habe Trimestern studiert, deswegen hatte ich dann relativ schnell den Master, also nach 4 Jahren. Und, ja, also es gibt wenig Themen, wo ich, ja, Gott. So, okay, wir müssen warten, bis das Schuljahr vorbei ist. Wie lange das Schuljahr dauert, deswegen ist meine Kamera nämlich auch hier oben, seht ihr hier unten an der Leiste. Die läuft einmal durch von Juli bis Juli und... Egal wie groß der Druck auch sein mag... Das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Ich bin hier der Dekan. Ich erlaube das Urinieren auf Uni-Objekte. Ja, damit es ja auch einmal von vornherein klar ist. Auf jeden Fall läuft hier unten die Zeit jetzt durch. Erst wenn wir hier am Ende angekommen sind, können wir dann zum Beispiel auch wieder unsere Uni für neue Studiengänge zulassen. Sind die Toiletten auch Uni-Eigentum? Das sind mal richtige Fragen, Bearded Rebel. Das sind mal richtige Fragen. Was haben wir denn hier? Wunsch nach Polster. Nee, nach Poster. Fledermäuse. Die Einrichtung hier ist etwas zu fröhlich für meinen Geschmack. Könnten wir das vielleicht durch etwas Trostlosigkeit ausgleichen? Franz Schuster. Möchte Poster von Fledermäusen. Gut, bauen wir die. Anis, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ist wieder Bildungssonntag angesagt. Darauf ein Heißgetränk. Hast jetzt gerade schon eines der spannendsten Themen verpasst, die es heute wahrscheinlich geben wird. Also von dem her, ja. Jetzt nach 12 Jahren Disziplin und Ordnung studieren. Wieder zur Schule, hole mein Abi nach und möchte danach studieren. Mal schauen, wie das so läuft. Ganz viel Erfolg dabei. Ganz viel Erfolg dabei. Ist immer eine gute Entscheidung. So, dann packen wir das mal hier rein. Ich meine, ich hoffe, das reicht aus für die. Entferne 2 Eindringlinge. Jetzt geht's hier aber los. Habt ihr auch ein gutes Beispiel. Ein Freund von mir hat Schule früher total verkackt und ist aber heute so belesen, dass er in einer Quizshow so gut wie immer alle Fragen beantworten kann. Habt oft mit ihm solche Sendungen gesehen und es ist unfassbar, wie er alle beantworten kann. Ja, klar.
Ich war auch ein sehr fauler Schüler. Also, bei mir gibt es einen Unterschied. Ich war erst auf der Realschule und bin danach zum Gymnasium gewechselt und habe dann mein Abitur gemacht. Also, ich war von der 5. bis zur 10. Klasse war ich auf der Realschule. Da war ich tatsächlich gut. Auf der Realschule habe ich tatsächlich als Bester meines Jahrgangs abgeschlossen sogar, also an der Schule. Das lag mir irgendwie, da habe ich aber viel gelernt. Und dann, als ich zum Gymnasium gewechselt bin, wurde ich unfassbar faul. Unfassbar faul. Und dementsprechend war dann natürlich auch meine Leistung. Eine Gruppe angehender Studierender interessiert sich für Allgemeinwissen und möchte den Campus besuchen. Komm von mir aus. Streber. Ja, klar, Streber. Weißt du, was der Großteil ist, den ich höre? Wenn ich mit anderen Leuten dann zum Beispiel an der Uni oder ähnliches gesprochen habe? Realschule? Das muss ja unfassbar schwierig gefallen sein, damit Abitur und so. Als wenn ich eine Lernbehinderung dadurch gehabt hätte, weil ich auf der Realschule war. Das ist das Leben, was man dann teilweise hat. Deswegen, es gab auch sogar noch einen bei mir im Studiengang, der ist von der Hauptschule hochgegangen. Der musste sich noch komischere Sachen anhören. Bildungsminister Tarkin Foxbridge hat uns gebeten, die Attraktivität unseres Campuses zu verbessern. Und wenn wir Tarkin den ganzen Ruhm dafür ernten lassen, winkt uns sogar eine zusätzliche Finanzspritze vom Ministerium. Bildungsministerium hat einen Auftrag, das ist doch schön. Oh Gott, Anis. Ich drück dir ganz doll die Daumen. Ja. Ja, ist so. Ist so. Bearded Rebel ist so. Okay. Jetzt müssen wir uns aber mal Herausforderungen abgeschlossen. Das hier sind die, die besuchen. Haben eine Campus-Invasion begonnen. Security! Was? Lord Blaggards Ritter? Wer sind denn Lord Blaggards Ritter hier? Wo sind die? Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Nee, ich weiß nicht, was zu tun ist. Centuras, wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Oh, die haben alle gut abgeschlossen. Personal? Gibt's hier Security? Hier. Benötigt zum Entfernen von Eindringlingen Level 2 Security-Kompetenz. Hier. Donald Killmister. Den nehmen wir. Und dann werden wir nochmal jemanden reinholen. Nämlich den hier. Hester von der Lippe. Alleine schon für den Namen. Hester von der Lippe. Du willst hier rein. Alles klar. Gegen Ritter brauchst du Drachen. Ja, Markus. Gut, das kann ich auch nicht, aber... das kann ich auch nicht, aber ja. Neutron, Dankeschön für deinen Sub im 21. Monat. Moin. Grüß dich. Hallo. Wo sind die Ritter? Was macht der denn da? Ach, das sind die Ritter. Ich dachte jetzt gerade, das ist hier die Dusche. Ich dachte echt, das ist die Dusche. Da! Doch nicht in der Bibliothek, du Wahnsinniger! Die Bücher werden doch nass! Ich, Bürgermeisterin Tabitha Windsock, freue mich sehr, heute hier zu sein. Du hast meine Ritter ziemlich elegant bezwungen. Leider, was soll's. Sie freuen sich schon auf die Chance, es besser zu machen. Hurra! Ja... Das ist auch eine interessante Geschichte, Elan. Nicht die Bücher. Ist so. Nicht die Bücher. So, also. Egal, ja, das stimmt. Das stimmt, das Magic Clown. Mein Buchbinderherz. Das Urinieren auf Campus-Eigentum. Wir schauen jetzt mal, wie zufrieden die sind. Wir müssen jetzt mal ein bisschen uns daran orientieren. Ach, das ist die Bürgermeisterin. Entschuldigung, ich dachte, sie wäre eine Studentin, weil sie so jung sind. Mein Gott, Tabitha, sie haben sich so gut gehalten. Ich dachte, sie sind hier tatsächlich um einen Lehrgang, um einen Uni-Abschluss nochmal. Ja, wer ist das hier? Bill Popper. Wie geht's dir denn zufriedenheitstechnisch? Der hat Hunger. Gesundheit ist niedrig, der hat Durst. Hygiene ist niedrig. Ja, warum ist denn die Hygiene niedrig? Ihr habt doch hier drüben zwei Duschen für. Wie viele Leute haben wir bei uns an der Uni?
Genug, würde ich jetzt mal sagen. Video Game History, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Gleich mal die wichtigste Frage. Gibt es Kaffee auf dem Ranger Campus? Nee, tatsächlich gibt es bei uns nur Burp. Heißt das nicht Röpser? Gut. Bei uns gibt es nur Soda. Nur Soda mit Zucker drin. Naja. Der Sohn des Philosophen Karl Popper? Ich denke nicht, dass der gemeint ist. Aber wir brauchen wirklich... Gibt es eine Cafeteria? Müssen wir mal gucken. Darcy Montgomery Burns. Ich wusste schon, dass ich diese Person mochte, aber nicht auf welche Weise. Beziehungsobjekt anfragen. Liebesbank. Gut, ist ja auch Valentinstag gewesen. Also von dem her, warum nicht mal ein bisschen romantisch sein und, wir packen mal zwei nebeneinander, dann können die da auch zwischendrin mal, ich meine, wir sind ja im Campus der freien Liebe, Partnerwechsel durchführen und so. Also es, warum nicht, ne? Es ist sowas wie die Casting. Jetzt geht's hier aber los, ne? Wir sind am frühen Sonntagmorgen. Hier ist ein entspannter Stream. Schriftgutarchiv wollen wir auch noch bauen. Aber ein Schriftgutarchiv haben wir doch schon gebaut. Werden wir gleich machen. So, wir gucken jetzt erstmal nach Cafeteria. Was haben wir denn? Akademisch, Unterkunft, Gebäude, Einrichtung, Speisesaal. Und im Speisesaal bietet Getränke, bietet Nahrung. Mampfmarathon. Wo bauen wir den denn hin? Vielleicht hier drüben? Aber dann nehmen wir uns hinterher zu viel Platz raus, ne? Wo können wir denn sehen, wie viele Leute bei uns drin sind? Studiengangverwaltung. Hier sehen wir unsere Studiengänge. Studierende im nächsten Jahr 30. Okay. Im nächsten Jahr 30. Wie viele haben wir momentan? Kalender. Hier sehen wir die Abschlussprüfung. Event. Folgejahr brauchen wir noch ein zweites VR-Labor. Okay, das heißt, wir müssen das auf jeden Fall noch vergrößern. Mitarbeiter. Sehen wir hier. Da, Studenten. 20 Studenten. Das heißt, wir brauchen ja schon 20 Betten dafür. Ne? 20 Betten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, zwei Leute in einem Bett ist eigentlich ganz in Ordnung. Kann man so machen. Muss man nicht so machen, kann man aber so machen. Ne? Wir werden mal dieses Zimmer hier kopieren. Zimmeranpassung, kann ich die eigentlich mehrfach? Zimmervorlage speichern, aktualisieren, Zimmer schließen. Wir speichern das mal. Das ist ein Schlaf... Stube! Da ist eine Stube, ist das! So. Neues erstellen. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier rüber und haben hier die Stube. Stube 2000 nennen wir sie einfach mal. Ist immer so eine innovative Idee. Irgendwie habe ich das Gefühl, eine Stube 2000 wird sich mal durchsetzen können. Ich weiß auch nicht genau, wie ich da drauf komme. Könnte mal ein erfolgreiches Konzept werden. Kann ich das nicht irgendwie ein bisschen schneller machen? So, wir bauen dann also hier drüben nochmal ein paar Stuben hin. So. Und dann werden wir auch nochmal das hier kopieren. Kopieren. Kettenbrecher, wunderschönen guten Morgen, hallo. 9 sind ja fast 20. Jetzt habe ich das wegen euch falsch rumgebaut. Na toll, das ist alles eure Schuld. Dass man das nur mit der Maustaste drehen kann, finde ich tatsächlich, also mit gehaltener linker Maustaste, finde ich tatsächlich nicht so optimal. Muss ich auch ehrlich so ehrlicherweise sagen. Griffinrider, moin! Du hast gesehen, dass nun in den Bildern der Studiengänge noch Zahnrädern sind, wo man Einstellungen vornehmen kann. Dass auf den Bildern der Studiengänge noch Zahnräder sind? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Die Sozialkompetenz gestärkt wird. Hast du da gebaut? Kaserne 200? Was soll das denn heißen? Das ist hier eine optimal gebaute Kaserne. Ich weiß nicht, was es hier zu kritisieren gibt. Das ist eine Kaserne. Eine Uni meine ich natürlich. Das war der freudsche Versprecher. Ich meine natürlich die Uni, ihr Wahnsinnigen. Das ist absolut perfekt. Genauso sollte es gebaut sein. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier so... Also, ja. Nun... Kristalltor, wunderschönen guten Morgen, hallo. Vielleicht mal Punkt und Komma zum Drehen probieren. Warte mal. Ne, auch nicht. Oh, X und Y ist es. X und Y geht. Ah, das ist viel einfacher.
Das ist wie die Innenkabine auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, das hier ist halt die Schiffsfahrt Richtung Bildungsglück. MacLeod, moin moin. Hi. Ui. Guten Morgen, ich kaufe ein U. Warum sollen Studierende denn nicht auch kaserniert werden? Ich meine, die lernen fürs Leben, nicht für Luxus. Die Bildungstitanic. Mhm. Die Bildungstitanic. Am Ende wartet eine große Überraschung. Ja, tut mir leid, Sie haben jetzt 6 Jahre Ihres Lebens fürs Studium investiert, aber leider Gottes haben Sie den Abschluss nicht geschafft. Auch Platz zum Entfalten. Wir üben ja auch ein bisschen, durch diese Zimmer, üben wir auch ein bisschen, dass die Studierenden lernen, sich geistig zu entfalten. Ja. Hier drin ist X und Y. Vielleicht bauen wir dann hier ein Essenszimmer rein, so ein Speisesaal. Wie groß muss der sein? 4x4. Okay, was ist, wenn wir den hier reinpacken? Wir können uns auch einfach... Nee, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können uns auch einfach das nächste freischalten. Ich wollte nämlich vielleicht den hier in die Mitte packen. Aber ich glaube... Da würde ich gefangen etwas Sport machen können. Jetzt ist aber hier. Werden gebeten, zu bitten, statt zu fordern. So. Dann gibt's den hier. Dann holen wir uns jetzt ein paar Essenstische. So. Ach, guckt euch das mal an. Das sieht ja hier herrlich aus. Wie in einem American Diner ist das hier. Ja, vielleicht packen wir den doch lieber darüber. So und so. Und dann einmal. Guckt euch das doch mal an. Wenn das nicht optimal aussieht, ich bitte euch, dann, ne? Wie gesagt, man werfe den ersten Stein, wenn das nicht optimal aussieht. Werf. Was soll denn hier, also, das ist eine Frechheit, ist das. Da kann ich auch das, nee. Ja. Guck mal, da sind sogar Blumen bei. Gut, wir haben jetzt keine Fenster mehr, aber ich meine, man braucht auch keine Fenster. Tageslicht kann man ja haben, wenn man draußen ist. Hier muss jetzt eine Person arbeiten. Assistent benötigt. Das heißt, wir müssen einmal rübergehen, Assistent, und haben dann dort jemanden Bewegungstempo. Was ist hier? Macht Menschen glücklich und unterhält sie. 5% Chance auf auflockernde Komik. Ach, das können wir gebrauchen. So, ich meine, wer möchte bitte keinen lustigen Verkäufer haben? Du willst eine Pizza kaufen? Du fette Sau! Hausmeister bei den WCs benötigt. Ich meine, wer hätte nicht gerne so ein Outcalling, wenn man gerade sich was holt? Ja? Dass man direkt sagt, okay, kannst die Pizza behalten, Junge. So richtig unangenehm. So richtig unangenehm. Aber ich hoffe, dass die jetzt... Guck mal hier. Hey, hör mal! Ja, hey, Heidewitzka. Was ist denn hier drüben los? Die sind ja alle nackig. Nicht gucken. Nicht gucken, meine werten Freunde. Nicht gucken. Gibt doch einen... Stimmt. Ist das dieses Heart-Attack-Restaurant oder so? Ich finde das schön. Guck mal, wie viel... Ja, der Campus wackelt gerade. Ihr bildet euch das nicht ein. Das ist keine Übung! Alarm! Alarm, was ist denn jetzt los? Was war das denn? Es gibt Naturkatastrophen? Fatze, moin, hi. Ich grüße dich. Es gibt Naturkatastrophen. Das finde ich so, das, also ohne Mist, da irgendwie habe ich da so im Kopf diese Blockade. Das kann ich da nicht, wenn ich sehe, wie die deinem Schwestern-Outfit dann rumlaufen und dann wirklich dieses Heart-Attack-Thema, wie vergeht mir da der Appetit doch ein bisschen. Guck
Guck mal, den können wir eigentlich hier hinsetzen. Wir müssen jetzt nur ein bisschen umdisponieren. So, dann setzen wir nämlich die Tür hier drüben hin. Dann kommt hier unser Frisierding hin. Hier kommt noch so ein Ding hin. Oder auch nicht? Doch, hier kommt noch so ein Ding hin. Und Start. Das brauchen wir nämlich für die Prognose fürs nächste Mal. Da haben wir nämlich hier, wenn wir jetzt in die Zukunft vorschauen, Folgejahr, Event, da brauchen wir die beiden Vorlesungssäle und wir brauchen halt noch ein zweites VR-Labor und einen Speisesaal. Speisesaal haben wir aber auch schon. Das heißt, das passt perfekt für uns. Da hat der Geologie-Fachbereich gepusht. Sehr schön. Ich würde den hier dann wahrscheinlich gerne einmal rüberpacken. Wir gehen nochmal in die Zimmeranpassung. Setzen wir uns das hier hin. Dann können wir uns ja hier irgendwie, weiß nicht, nochmal eine Maschine reinsetzen. Ja, oder eine Couch. Ja, eine Couch. Couch würde ich vielleicht auch nicht da reinpacken. Gucken wir nochmal nach Objekten. So eine Sitzecke. Warum nicht? Perle der Weisheit. Wo kommt man die ATN für VR? Direkt hier bei uns. Direkt bei uns wird es einmal geliefert. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Sitzecke vor dem Lehrerzimmer? Da will doch niemand sitzen. Vielleicht die Lehrer. Vielleicht die Lehrer selber. Kann doch sein. Nee, die verstecken sich im Lehrerzimmer. So. Das nehmen wir an. Schon gewusst, manche Studierenden sitzen den ganzen Tag nur herum. Ja, ehrlich. Ja, zusätzliche Sitzgelegenheiten angebracht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden mal ein paar Parkbänke bauen. Die setzen wir uns dann hier vor. Zum Beispiel hier hin. So. Und so. Den hier würde ich aber gerne nochmal ein bisschen verschieben. Okay. So. Haben wir gebaut. Das haben wir. Dann gibt es noch ein paar mehr. Wunsch nach halbrunde Bank. Eine halbrunde Bank. Können wir uns auch freischalten. Die setzen wir uns dann... Bist es wahrscheinlich du. Wenn etwas müffelt, bist es wahrscheinlich du. Alles klar. Die setzen wir uns hier drüben hin. Noch mehr. Wunsch nach Horrorfilme. Wunsch nach Science-Fiction-Filme. Bildungsministerium. Attraktivität 70%. Tag der offenen Tür. Und Wunsch nach flaches Blumenbeet. Da hätte ich irgendwie auch Lust drauf. Oh, das sieht ja cool aus. Warte mal, das heißt, eigentlich können wir das doch hier hinpacken, oder? Guck mal, was die für ein schönes Leben haben. Da war ein Wurm, habt ihr den gesehen? Guckt euch mal an, was die für ein schönes Leben haben. Klina, moin moin, ich grüße dich, hallo. Wunderschönen guten Tag. Den geht's wirklich gut. Den geht's wirklich gut. Wisst ihr, wen es hier noch gut gehen wird? Liebe Leute, euch in nächster Zeit. Warte mal, ich will euch nämlich mal was zeigen. Denn, das ist der Programmplan für die nächste Woche. Hier seht ihr ihn jetzt das erste Mal. Das ist der Programmplan für die nächste Woche. Wir werden am morgigen Tag, wird es wieder Richtung Zerstörung gehen. Von A wie Aufbau heute bis morgen Z wie Zerstörung. Da werden wir uns die neue Kampagne von Warno anschauen. Da gibt es nämlich jetzt einen Kampagnenmodus, da gibt es jetzt einen Singleplayer, den werden wir uns angucken. Da werden wir mit der Bundeswehr spielen. Oh, die Bundeswehr. Was? Hat die Panzer? Dann wird es am Dienstag eine Preview geben. Da werden wir uns die Preview zum Strategiespiel von Terminator anschauen. Terminator von Sliverin, Terminator Dark Fate Defiance heißt das, glaube ich. Das ist das Strategiespiel aus dem Terminator-Universum. Am Samstag um 9 Uhr werden wir uns den Release angucken von Solium Infernum. Einen 4X-Spiel in der Hölle, bei dem wir tatsächlich
den Lucifer persönlich spielen wollen? Naja, wir wollen auf jeden Fall mit den Dämonen, die wir spielen, den Teufel vom Thron schubsen und den übernehmen. Und Sonntag gibt's einen Megastream, da werden wir Phasis Frontier am Hashtag Aufbausonntag spielen. Von morgens bis abends und abends gehen wir in den ersten Tag von Rustalot, ja, bei dem wir Rangerius von Weberlichingen sind. Hoffentlich bald Oberhaupt der Familie von Weberlichingen. Dann geht's nämlich mit Rustalot los. Das ist der Programmplan für nächste Woche. Solltet ihr neu hier sein auf dem Kanal und euch hierhin verlaufen haben mit Two Point Campus, aus welchem Grund auch immer, lasst doch gerne ein Follow hier, falls ihr euch für Strategiespiele interessiert, denn hier gibt's alles von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung bei uns. Gerne auf Follow drücken, ist komplett kostenlos und uns bei der Mission 13.000 Follower unterstützen. Falls überhaupt eine Person über Two Point Campus hier hinfindet, das würde mich alleine schon wundern. So, was sind die Öffnungszeiten von Rustalot? 18 Uhr bis 23 Uhr. So, Tag der offenen Tür haben wir. Das mit dem Schriftgutarchiv müssen wir noch angehen. Und heile 3 medizinische Probleme. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen. Wir müssen als nächstes, wir müssen uns erweitern, auf jeden Fall. Und das machen wir hier rüber. Grundstück 2. Oder wir holen uns das hier. Biete 3 Studiengänge an. Ah, Studenten auf Campus 30. Erst dann kriegen wir das. Welchen Bereich können wir uns denn kaufen? Nur den hier oben für 40.000. Das ist zu teuer. Und wie passt das da mit dem 12-Stunden-Streamer, wo du neuen startest? Ja, vielleicht höre ich ein bisschen früher auf am Abend. Also ich werde auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal sagen, für die Rustalot-Woche, Oga, ein wunderschönes Moin, auch an dich, hallo. Ich werde für die Rustalot-Woche nicht komplett durchziehen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich werde mir wahrscheinlich an einem Tag frei nehmen und ich werde nicht immer bis 23 Uhr machen. Weil mir das dann einfach ein bisschen zu viel wird über eine Woche gesehen. Deswegen, ja. Genau. So, das Studienjahr ist vorbei. Wir können jetzt also einen neuen Studiengang wählen. Wir wollen mal die Studiengänge verwalten und gucken uns mal um. Was haben wir denn noch hier? An World in Conflict. Ja, so ein bisschen. Ja. Letzten wunderschönen guten Tag. Hallo, ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Was können wir denn hier nehmen? Was können wir denn... Wir lassen das erstmal gegen Kulturwissenschaften. Aber es ist nur für Rebellen. Wir nehmen Schule des Denkens. Nee, Zauberei würde ich gerne hinterher, genauso wie Dunkelkunst, in ein separates Gebäude einbauen, genauso wie Weltraumakademie. Wir nehmen mal die Schule des Denkens. Also wir bleiben erstmal in den normalen. Narrenwirtschaft wäre doch genau passend für uns. Aber da können nur Klassenclown. Da kann nur Klassenclown drin studieren. Wir nehmen erstmal die allgemeinen Dinger. Der akademische Standard für Denkanstöße und Stumpfsinnigkeit. Das Studium des Denkens ist eine breit gefächerte Disziplin, die von den Philosophen der Antike bis hin zum Subtext von Gesprächen alles abdeckt. Die besten und hellsten Köpfe des Countys sind so wissbegierig, dass sie einfach alles lernen wollen. Beginnen wir mal. So, den werden wir bestätigen. Wir lassen das erstmal nämlich dabei. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Auszeichnung ansehen. Applaudieren Sie! Erheben Sie sich für den Abschluss. 10 Abschlüsse. Woo! Bleiben im Studium. 10. Woo! Prüfungsnotendurchschnitt. 83% ist besser als 82%. Yay! Alle haben hier... Super. Toll. Freue mich sehr drüber. Ja, Sie haben es geschafft. Akademische Vortrefflichkeit. Durchschnittsnote eine 1. Ne? 50% Quote ist doch okay. So sieht's aus. Ja, sehr schön. Auszeichnung. Freut mich. Yogis, Dankeschön für deinen Sub. Vielen lieben Dank dafür. Freut mich wirklich sehr. Dank dir vielmals. Und bring a smile. Vielen lieben Dank für dein Follow. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Wusstet ihr übrigens, dass Follower bei Ranger plus 10 auf Intelligenz bekommen und plus 20 auf Charisma und im wahrscheinlichen Fall tatsächlich bessere Luft atmen? Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Also wenn ihr es noch nicht geholt habt, solltet ihr euch diesen Bonus auf jeden Fall holen. Das ist ein starker Buff.
Ein sehr starker Buff. So, wir wollen jetzt für unseren neuen Studiengang, was brauchen wir denn dafür? Schießballfeld. Endlich auf Null. Was brauchen wir denn dafür für unseren Studiengang? Wo ist denn das mit den allgemeinen Wissenschaften? Zauberzimmer, Sportzentrum? Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Hä? Wir können das so ansehen, oder? Studiengang? Wir können auch ansehen, was wir dafür brauchen. Schule des Denkens. Hierüber können wir das packen. Und Rascal, Dankeschön auch an dich für dein Follow. Sehr lieb. Sehe dich immer wieder bei mir aufploppen, aber nie gefollowt, weil ich dich die ganze Zeit mit Metashi verwechselt habe. Sorry dafür und hier der Follow. Dankeschön. Ich kenne Metashi nicht, aber Dankeschön. Ist das schlimm? Ich bin Ranger. Bonus auf Stärke brauche ich eigentlich nicht. Ja, das ist auch... Yogi, ist guten Morgen, hallo. Weil du gestern sagtest, dass Jeff Bezos zu reich ist. Der ist ein bisschen zu reich, ja. Man lernt immer neue Flachwitze. Fetter Ordner, wunderschön, guten Morgen. Also hier können wir Sachen individualisieren. Hier sehen wir auch die Zimmer. VR-Labor? Die Schule des Denkens braucht ein VR-Labor? Echt? Okay. Interessant. Interessant, interessant. Recht steht, was du brauchst, oder nicht? Ach so, du meinst die Aufgaben. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Ja, ja, ja. Da hast du recht. Also gehen wir einmal rüber. Dann holen wir uns hier einmal den Dozenten für die virtuelle Realität. Einmal rüber, einmal dorthin gepackt. Und Allgemeinwissen. Wir brauchen Wissenschaftslabor, wir brauchen Schule des Denkendozenten und wir brauchen einen Computerraum. So. Das war eine Frage. Ach so, ja, Satzzeichen retten manchmal Leben. Aber wenn man die nicht lesen kann, so wie ich, dann ist es nochmal eine andere Sache. Den Computerraum. Dann packen wir uns hier oben mal einen Computerraum rein. Ich glaube, jetzt wird es aber langsam ein bisschen kritischer mit dem Platz, den wir haben. Ach, guck mal, den bekommen wir kostenlos dazu. Kann man Kredite aufnehmen? Ich glaube nicht. Also ich habe noch nie ein Menü dafür gefunden. Aber doch, hier vielleicht? Kredite? Da! Kredite! Ja, man muss hier vielleicht auch einfach mal auf diese Säulen klicken. Walli mal, moin. Hi. Smell my cash. Kredit aufnehmen. Erstmal das Größte nehmen. So. Lass uns doch mal hier ein paar Vorlesungsräume reinsetzen. In diesem Bereich. 1, 2, 3, 4. So. Diese Musik, ne? Ich möchte am liebsten irgendwo reinbeißen. Jetzt kriegen wir aber hier nichts in die Mitte rein. Ist ein bisschen das Problem. Naja, da kriegen wir leider nichts hin. Bin noch ein bisschen überlegen. Felsang, grüß dich. Die Musik ist nicht gut. Das ist aber eine Privatmusik. Weißt du nicht. Muss ja nicht gleich so reich sein wie ein ganzer Kontinent. Was? Wo ist denn jetzt hier unser Gebäude hin? Jetzt sehe ich erst das gesamte Ausmaß des Gefängnisses. Das ist doch kein Gefängnis! Das ist super! Sogar noch mehr als gewöhnlich. Das ist hier eine Frechheit, was ich hier lesen muss, ne? Wo ist denn unser Gebäude hier hin? Ich habe mir doch jetzt mühevoll das Gebäude hier hinten geholt. Das Gelände geholt. Was ist jetzt passiert? Kann mir da jemand helfen? Joshua, danke schön für dein Follow.
Sehr, sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Kann mir einer sagen, was das ist? Warum geht das nicht? Habe ich das abgerissen? Bitte sagt mir, einer von euch ist bewandert in Two Point Campus und kann mir sagen, was das ist. Gelände ohne Gebäude gekauft. Ich habe eigentlich nur auf Plus gedrückt. Ist das die Beta zu Prison? Ihr seid hier welche, ne? Also wirklich. Das ist eine Frechheit, was ich hier ertragen muss. Ich weiß nicht, wie man Fundamente legen kann. Du hast es ohne Gebäude gekauft. Aber was soll ich denn mit der riesengroßen Fläche dann? Kann ich da irgendwie im Nachgang Fundament draufpacken? Kannst aber ein eigenes bauen. Wie denn? Ganz unten im Menü. Ganz unten im Menü. Welchem Menü meinst du? Grün anstreichen, brauchst nicht mähen, nur fegen. Oder hier? Linkes Menü. Linkes Menü. Ganz unten. Mal wieder ganz unten. Ach, das hier. Ah. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass das hier Campusgebäude ist. Ah, dankeschön. Dankeschön. Ach, das ist ja cool. Dann können wir ja quasi den Raum hier erweitern. Das ist ja viel besser. Ging nicht. Können wir die nicht miteinander verbinden, die Gebäude? Nee, leider nicht, ne? Also die Gebäude sind einzeln. Oder wir erweitern das andere Gebäude. Das wird natürlich gehen, ne? Warte mal, ich gehe mal zurück. Den lassen wir nochmal abbrechen. Nochmal zurück. Maxi, moin, hi. Grüß dich. Bist du ein Maxim-Fan oder bist du der echte Maxim? Das muss man natürlich jetzt auch mal klären. Nee, geht nicht, okay. Für Erweitern musst du das alte Gebäude modifizieren. Ah, dankeschön. Dankeschön. Genau das habe ich gesucht. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, perfekt. Perfekt. Wir lassen mal zwei Abstand. So, sieht da nicht so gedrungen aus. Wisst ihr? Alter Spitzname. Ach so, okay. Jump, ein wunderschönes Moin Moin auch an dich. Hallo. Räume erweitern ist komplexer. Da musst du auf den Boden des bestehenden Gebäudes drücken und erweitern. Okay, haben wir jetzt Gott sei Dank gemacht. Mehrstöckig geht, glaube ich, nicht. Nee. Renascon, dankeschön für deinen Sub im 14. Monat. Hallo. Ich weiß auch nicht, wie das hier passieren konnte. Das wissen wir alle nicht, aber du bist jetzt gefangen. Für immer. Du musst ab jetzt in jedem Stream anwesend sein. In jedem. Warst du gestern da? So ist das ist Zuschauerbindung. Man muss einfach sozialen Druck aufbauen und sagen, die werden alle beobachtet. Dann geht das schon. Es ist eine kontrollierte Sache. Natürlich. Okay, dann weiß ich natürlich auch noch. So, jetzt werden wir hier aber mal ein paar Hörsäle nebeneinander setzen. Also nicht subben. Zu spät, du bist Follower hier, also von dem her, das reicht schon aus. Das reicht schon aus. Danke. So, wir wollen dann einmal den hier noch nehmen. Ich weiß, ja, es sieht natürlich ein bisschen militärischer aus, aber meiner Meinung nach ist das hier, ist das effizient. Ich mag das wirklich. Tut mir leid. Ich kann ja auch nichts dafür. Kann ich ein Gebäude überschreiben? Das wäre jetzt so die nächste Sache. Nee, kann ich nicht.
Aber ich kann das Gebäude hier wahrscheinlich löschen, ne? Verkaufen. Ja. Dann können wir das hier kopieren und dann hier reinsetzen. So. Guck mal, das passt doch perfekt. Ich war gestern nicht da. Alyptis, du hast heute Strafklodi. Wir haben Zombies geschnetzelt. In welchem Spiel denn? An einen anderen Streamer gebunden, auf ewig die Seele abgegeben. Ranger steckt die Bundeswehr immer noch im Blut. Das kann man nicht ablegen. Das kann man nicht ablegen. Das wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Tatsächlich bin ich da gar nicht so der Fan von, dass mich das bis an mein Lebensende begleiten wird. Aber ich meine, dagegen kann man nichts machen, ne? Dagegen kann man nichts machen. Militärische Ton ist halt schon speziell. Ich überlege jetzt gerade... Da muss man umdisponieren, Kai. du meinst in Cepheus Protocol, das Video, das gestern online gegangen ist. Häufige Fragen. Wenn etwas müffelt, so, den hier wollen wir auch nochmal kopieren. Wenn es mal etwas müffelt, bist es wahrscheinlich du. Willkommen bei Ranger am Campus. Ripper, wunderschönen guten Morgen. Ja, wisst ihr was? Ich mach die Musik hier im Hintergrund aus und wir gucken mal. Es gibt bei Epidemic Sound gibt's Playlist. Wir gucken einfach mal in die Playlist rein. Was haltet ihr davon? Weil die Musik kann ich mir auch... Also ohne Mist, ich bin ja normalerweise ein Fan von Spielmusik, aber ich kann mir die Musik echt nicht antun. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Komm, wir hören uns die Empfehlung der Mitarbeiterempfehlung. Unsere aktuellen Lieblingstitel. Wöchentlich aktualisiert. Wir gucken mal, was da so abgespielt wird. Mach mal lieber leiser hier. Ne, das ist die andere Musik. Dale, ya, dale, ya, nada. Que sepan y eso puedo comprobarles. No más cuando ven el queso como ratas, luego empiezan. ¡Ratas! ¡Rata, rata! ¡Wow! ¡Vámonos a la playa! ¿Was ist denn jetzt los? Ich mach mal das Fenster zu. Akaya Sensei, grüß dich. Puedo aclarar. Y así suena, Ramiro. Ich hätte. Wir hören mal das nächste Lied an. Vielleicht ist das nächste Lied besser. Also, das ist nicht schlecht, aber es passt nicht zu dem Spiel. Eisstorm, grüß dich, Ted. Wunderschönen Sonntag. Gehen wir auf das nächste Lied. Ich will doch nur Hintergrundbeschallung, das ist doch nicht so schwierig. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends. Dancing.
Hört sich an wie ein Teenager-Film, ja? Ich will doch nur im Hintergrund irgendeine Musikbeschallung. Irgendeine ohne Gesang dabei. Was ist das? Ich weiß es nicht. Also, das ist hier die Playlist, das ist die Redaktionsempfehlung. Ich wollte nur andere Musik anmachen. Get ready for the sugar bear. Mátate media vuelta, let's see. Rebota con el 1, 2, 3. Dime cuánto me deseas. Te quiero la cara. Ich such mal eben eine Musik. Mann, ey. Das hört sich doch gut an. So. Zugucker, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. So, jetzt haben wir eine Musik, die kann man im Hintergrund laufen lassen. Ja. Amazing Horse. Look at my horse. My horse is amazing. Nicht zu verwechseln mit Amazing Horst. Das ist nochmal was anderes. Musik instant wieder weg. Die ist doch noch an, die ist doch noch, ist doch. Oh, warte mal, mach mal. Jetzt. Woo! Das hat aber jetzt sehr gut gepasst mit den Hausmeisters im WC benötigt. Das ist der Special Remix, der Two Point Campus Remix. So, ja, wo sind wir stehen geblieben, bevor wir jetzt komplett abgedriftet sind? Das hat was von Dieter Bohlen. Die Musik oder mein Tanz? Jetzt überleg dir gut, was du sagst. So, okay, wir brauchen nochmal einen Dozenten für Allgemeinwissen. Den holen wir uns. Ja. Ich finde das gut. Das kann man gut im Hintergrund anmachen. Wir brauchen einen für die Schule des Denkens, ne? So, und wir brauchen nochmal einen für Allgemeinwissen. Da haben wir Garth O. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. So. Jojofai, danke schön für deinen Sub. Vielen lieben Dank. Rainman ist schuld. Den habe ich ganz übersehen vor lauter Tanzen. Vielen lieben Dank. Hackplätze, guten Morgen, hallo. So, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir noch ein Wissenschaftslabor und einen Computerraum. So, und Komplex Max, vielen lieben Dank auch an dich. Ne, Komplimax, danke schön für deinen Sub im wichtigen zweiten Monat. Vielen lieben Dank dafür. So, und dann wollen wir den hier auch einmal bewegen. Und hier rüber. Don Leon, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Einmal hier rüber. Wir bauen jetzt hier gerade ein bisschen das ganze Ding hier oben, ne? Ist ja auch wichtig. Aber das Bauen ist wirklich, das geht locker flockig von der Hausmeister bei den BCs benötigt. Von der Ritze runter. Ja, passt schon. Das ist ja optimal. Das passt perfekt. Sehr geil. Genauso wollen wir das haben. Dann wollen wir jetzt nochmal schauen, dass wir... Vanni, grüß dich, hi. Dann haben wir das jetzt hier gemacht. Da drüben haben wir noch unsere Strafbaracken. Die beiden Toiletten lassen wir da. Schon wieder Gefahr beim Sprichwort. Hallo. Das war ein deutscher Versprecher. So, diese Studiengänge werden wir jetzt alle nutzen. Folgejahr starten. Es geht los. Haltet euch alle fest.
Haltet die Unterhosen bereit. Kann sein, dass sie gleich wegfliegen. Dann können wir hier hinten noch was reinbauen. Ach, uns fehlt... Nee, einen Computerraum haben wir? Nee, wir haben keinen Computerraum gebaut. Ah, das ist aber, hat sich aber mal die Farbe verändert. Moment, das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Das geht nicht. Wie viel kostet das Studium? Ein Humpen. Ende. Ithildrin, danke schön für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Danke dir vielmals. Wir löschen das Gebäude nochmal. Da fehlt uns irgendwas. Computerraum. So. Wie, ist es Unterhosen auf dem Campus? Hat mir vor der Einschreibung keiner gesagt. Es ist natürlich, also, ja. Nee. Oh, mit Smartboard. Eieieiei. Was ist denn das für ein Computer? In welchem Zeitalter leben wir denn hier drin? Guckt euch mal das Ding an. Mit Steckverbindung. Sie sind verbunden mit der Ranger Hotline. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie wollen durchgestellt werden. Zu wem denn? Zum Bundeskanzler. Natürlich. Warten Sie kurz eine Sekunde. Die Verbindung erfolgt. Tschüss. So. Ey, keine Schleichwerbung. Wie, wofür Schleichwerbung? Für meine Telefonhotline? Wir setzen den mal hier hin. Kann schon multiplizieren und dividieren. Das kann ich sogar sehr gut. Das kleine 1x1 habe ich quasi durchgespielt. So, jetzt brauchen wir noch ein Wissenschaftslabor. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Einmal... Da! Wie groß muss das sein? 5x5. Ich kenne nur das kleine 1 gegen 1. Ranger, die Steckverbindung zum Kanzler. Mhm. Aber psch, das musst du für dich behalten. Sieht aus wie der Server bei meiner Mutter auf dem Amt. Der Server sieht so aus. Da müssen wir uns aber mal Gedanken machen. Ich überlege gerade, wie können wir das am besten hier hinbauen? Der Platz ist nicht effizient genutzt und das stört mich. Schweige wie ein Grab. Hast du was... Du hast bestimmt was anderes im Sinn, ne? Oder sind mir wieder die... So, nee, das, ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin noch nicht Fridolin Fröhlich. Ich bin noch nicht Fridolin Fröhlich. Wir lassen so lange mal Pause. Können wir dahinter ein Wissenschaftszimmer bauen? 4x4. Natürlich nicht. Boah, das stört mich. Einfach ab in die Mitte mit dem Raum. Ausreichend Mülleimer hast, also sei zufrieden. Deswegen sind wir extra in die USA ausgewandert. Wir könnten das natürlich hier hinpacken. Das würde auch gehen. Einfach Außenwand versetzen. Ja, aber so weit können wir die nicht mehr versetzen. Wir können die nur noch um 1 versetzen. Das würde natürlich gehen, aber dann wird's nicht mehr, dann wäre es nicht mehr symmetrisch. Ich möchte nicht in der Welt leben, in der wir hier nicht mehr symmetrisch bauen. Also in der Welt möchte ich nicht mehr leben. Dann passt das auch. So, das Problem ist allerdings, da passt nichts anderes mehr zwischen. Außer das hier vielleicht. Wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wenn wir den jetzt hier kopieren würden. Entschuldigt bitte. Unter 110% Effizienz werde ich zur Wildsau. Entschuldigung, Herr Lehrer Ranger. Ja, ich bin zu spät. Mein Hamster hatte dir gefallen. Der Busfahrer hatte eine Herzattacke und dann war noch eine Demo für mehr Regen.
und ja, ich bin jetzt da. Viper Post, ich notiere das unter Rangerophobie. Da müssen wir eine Diagnose stellen, ne? Und das bedeutet, ich verordne dir hiermit doppelte Ranger-Ladung. So, okay. Also, Wissenschaftslabor. Ist immer noch das Wissenschaftslabor, das wir benötigen. Ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Okay, wohl. Wir können das dahin bauen. Zimmergröße. Nee. Nein. Jetzt sag nicht, ach komm, wirklich, mich möchte doch jemand ärgern. Ich bin mir sicher, dass mich jemand ärgern möchte. Also Stream schauen und einen zweiten Monitor YouTube-Video. Ja. Was ist eine Ranger-Ladung? Ranger angucken. Wo können wir das denn gut hinbauen? Hier unten vielleicht lieber? Ja, aber die Toiletten sind so schön symmetrisch. Ja, okay. Ich glaube, über kurz oder lang habt ihr wahrscheinlich recht. Ich glaube, eine Toilette hier hoch zu verlegen, macht vielleicht doch schon Sinn. Und dann bauen wir den anderen Wissenschaftsraum hier unten hin. Wir können uns ja jetzt nicht so lange von dem Wissenschaftslabor hier ablenken lassen. So. Symmetrie ist Illusion. Ist eine absolute Lüge. Ja, da sind schon wieder Ritter unterwegs. Ja, mach ja schon, aber darf ich im Unterricht auf mein Tablet schauen? Ja, ausnahmsweise. Aber nur, wenn du da auch, darauf auch hinterher dein Essen transportierst. Ist ja auch ein Tablet. Wir bewegen den hier rüber. So. Die Musik geht aber steil, ne? Also, da, die Musik hat Spaß am Leben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Symmetrie ist ineffizient. Es jetzt, wenn hier die Blasphemie nicht gleich aufhört, mach ich einen Stream aus. Wirklich. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Symmetrie ist ineffizient. Entschuldigung. Wollt ihr als nächstes vielleicht noch sagen, Ranger? Stirb einfach. Es ist wieder so spät. Wie ist es so spät? Es ist noch früh am Morgen. Es geht los mit dem Wortspiel. Da seht ihr mal, wie ich mittlerweile drauf bin. Ich kriege da nicht mal mehr mit, dass ich die Wortspiele mache. Hab ich ein Wortspiel gemacht? War ich das? Ich kriege das nicht mehr mit. Schlechte Wortwitze? Was habe ich gesagt? Ohne Mist. Ich meine das jetzt vollkommen ernst. Was habe ich gesagt? Warum redet der Ranger einfach, während er streamt? Was habe ich verbrochen? So. Ich muss mir, glaube ich, Sorgen machen darum, dass ich das nicht mehr weiß. Was haben wir da? Whiteboard. Whiteboard setzen wir auch mal hier hin. Und dann gibt es hier nochmal, ne? Ist bestimmt nur liebesvolles Mobben. Aber was habe ich gesagt? Noch eine kleine Zimmerpflanze da rein. Die anderen Sachen müssen wir freischalten. Dass ein Tablet nicht nur zum Video anschauen, sondern auch zum Essentransport da ist. Ah, ja, stimmt, das habe ich gesagt. Ist ja so. Mann, das ist unnormal. Das ist, weil wir Content Creator, wir reden so viel, wir vergessen schon, was wir im letzten Satz gesagt haben. Durchsage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, Albert Einhorn, grüß dich. Wobei, ne, man kann natürlich auch ganz belesen sein und sagen, ich weiß alles, was ich gesagt habe. Gut, ihr wollt nicht den Wortwitz Ranger? Dann holen wir jetzt den Strategie-Content Creator heraus. Dann machen wir das jetzt so. Ich hoffe, ihr seid bereit. Strategie-Creator activated. Meine werten Damen und Herren,
Wir wollen schauen, dass wir jetzt in der nächsten Zeit einen neuen Raum setzen können. Und dieser Raum sollte die Effizienz steigern, aber trotzdem natürlich auch in einem gewissen Umfang die Attraktivität fördern und somit die Zufriedenheit des Ganzen fördern. Wie wir das hinbekommen? Das weiß ich leider noch nicht so ganz. Da müssen wir mal gemeinsam überlegen. Da müssen wir gemeinsam schauen. Da müssen wir gemeinsam strategische und vielleicht auch ein paar taktische Entscheidungen treffen. Natürlich ist ein Finger keine Zahnbürste, weil eine Zahnbürste ist. Das ist ja ganz logisch. Diese sarkastischen, leicht ironischen Sätze im Hintergrund, die müsst ihr bitte ignorieren. Verzeiht es mir, dieser Humor, der dort angewandt wird, das ist normalerweise gar nicht so meine normale Attitüde. Ich fokussiere mich da vielmehr darauf, mit dem Köpfchen Effizienz zu zeigen und Lösungen anzubringen. Dankeschön. So. Bäh, Humor. Genau so sieht's aus. Jetzt habt ihr ihn langweilig gemacht. Ach. Gemeinsam wird hier sowieso nichts gemacht. Damit bekommst du uns nicht rum. Ich werde euch jetzt auch ignorieren, Chat. Weil... das ist mir jetzt egal, was ihr sagt. Dieser monatliche Bericht, den nehmen wir mit. Bildungsministerium, das nehmen wir auch mit. Das lassen wir. So. Wir erweitern den Raum. Hier oben hin. Und auch nochmal hier unten ein klein wenig. Studierende werden gebeten, das geht leider nicht. Spaß zu haben, solange sie es können. Spaß. Wenn sie es können. Entschuldigung, aber Spaß ist tatsächlich etwas für den Pöbel. Spaß ist nicht das, was wir hier umsetzen möchten. Nur damit das einmal klar ist. So. Das werden wir jetzt auch nochmal ein klein wenig umändern. Wie wir das genau machen, müssen wir jetzt mal ein wenig schauen. Es kann sein... ach, jetzt habe ich mich tatsächlich verdrückt. Aber ist gar kein Problem. Wir haben ja nicht so schnell gedrückt. Wir nehmen dann einmal den. Ach, jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. Mist. Wie funktioniert denn die Mechanik? Ja, ich glaube, das liegt auch am Spiel. In gewisser Art und Weise. Gehen wir mal ins Zimmer bearbeiten. Ich denke, das wird durchaus der richtige Weg sein. Wir schnappen uns die Tür. Gehen einmal hier rüber und setzen die Tür am besten hier hin. Und dann setzen wir hier drüben nochmal eine Erweiterung des Raums mit an und werden dafür auch das ein oder andere verkaufen. So, jetzt wollen wir hier drüben, hoppala, wir dürfen also nicht WASD drücken, aber insgesamt sind wir trotzdem sehr effizient, alle gemeinsam. Ich hoffe, ihr seid noch alle da im Chat. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, während wir hier wirklich einen der besten Universitäten des Landes aufbauen. Möchte ich wahrlich sagen. Gemeinsam haben wir das hier hinbekommen. Gemeinsam. So, ich werde hier oben auch nochmal was hinbauen. Ach, das geht leider nicht ganz. Entschuldigung. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier rüber. Setzen uns einmal hier hin. Werden auch nochmal hier was hinsetzen. So, eine kurze Pause von YouTube zum Beispiel. Wie schätzt du den Realitätsbezug des Spiels ein? Also man merkt schon, dass das Spiel recht unrealistisch ist in dem, was es hier darstellen möchte. An einer Universität, ich selber habe 3 Stück besucht mit 5 verschiedenen Studienabschlüssen, da war es ganz anders. Nee, da ging es tatsächlich auch darum, dass wir uns auf die Sache fokussiert haben und weniger darum, diese Albernheiten im Hintergrund durchzuführen. Tatsächlich ist das hier daher leicht humoristisch angehaucht. Gerade dieser Humor, das ist nichts für mich. Ja.
Ist das schon exzellent Universität oder eher Fachhochschule? Auf diesen Kommentar werde ich nicht antworten. Das ist, Entschuldigung, aber vielleicht können wir mal kurz MacLeod dafür zurechtweisen, diese exzellent Universität oder Fachhochschule. Das ist, ich glaube, du bist hier falsch aufgehoben. Ja. Also bei uns muss man mindestens ein IQ von 200 mitbringen, damit man hier mithalten kann überhaupt. Energisch gesagt. Meinst du, dass das Studierendenverhalten dem entspricht, was man in der Realität wiederfindet? Absolutes Nein. Ganz klares Nein. Definitiv nicht, denn das hier ist ein Spiel. Ja. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. So sieht's aus. So, ich werde mich dann jetzt mal wieder dem Spiel widmen und euch nehme ich mal so zwischendrin als Randnotiz dann wahr. Also stopft ihn nicht mit Chips voll. So. Stopft ihn allgemein, solltet ihr euren Körper nicht mit Chips voll stopfen. Nutzt dort lieber effiziente Sachen wie zum Beispiel Haferschleim oder auch Porridge. Damit könnt ihr mit minimalem Aufwand tatsächlich das Maximum an Energie herausholen und seid damit auch eine effizientere Person im Alltag. Insgesamt sowieso grundsätzlich solltet ihr überlegen, ob ihr direkt nach dem Aufstehen vielleicht ein bisschen Sport macht, um euren Körper zu aktivieren und dann noch effizienter im Alltag zu sein. Überstunden sind meiner Meinung nach auch etwas, was man dem Arbeitgeber gerne mal geben kann, um dann kurz nach Hause zu kommen, vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen. Auch da empfehle ich dann nochmal etwas Effektives, zum Beispiel einen Nährstoffriegel und danach ins Bett, um dann am nächsten Tag wieder arbeiten zu können. So. Meine Kinnlade hängt noch auf dem Tisch. So geht es mir ebenfalls, allerdings kann eine Kinnlade nicht auf dem Tisch hängen. So, und jetzt, ist das der Ranger, den ihr wollt? Ist das der Ranger, den ihr wollt? 10 Minuten lang? Ist das der Ranger? Wollt ihr diesen Ranger? Ich frag nur für einen Freund. Ja? Ich frag nur für einen Freund. Ja? Zehn von 10? Mhm. Drachenherz, dankeschön für deinen Follow. War schon ganz okay. Ihr müsst unbedingt euer Entertainment-Verhalten überdenken, wenn ihr denkt, das war okay. Oder geh wechsel zu YouTube. Ich weiß nicht, um was es geht, aber erstmal ja. Der Ranger macht mich traurig. Die Analysen waren etwas zu flach. Da müssen wir nochmal kurz hinterherhängen, ne? So. Für Aufräumarbeiten benötigt. First, genau, dafür übe ich jetzt eigentlich. Wenn ich das mache, werde ich auch, dann brauche ich Ewigkeiten, um hier zu bauen. Ich hasse das. Ich hasse das. Das kann ich mir nicht antun. Sowas kann ich mir auch nicht antun. Mehr gelernt, das würde ich bezweifeln. Das würde ich bezweifeln. So, guck mal, die Person hier schläft auch. Die Person hier ist auch eingeschlafen. Also, setzen wir uns mal. Warum ist eigentlich keine Musik mehr im Hintergrund? Ach klar, das ist nicht effizient genug. Deswegen haben wir die Musik mal ausgemacht für die Zeit. Wir schauen mal, dass wir jetzt noch ein paar Bücherregale hier reingesetzt bekommen. So. Das gefällt mir nicht. Vom Aussehen her gefällt mir das leider überhaupt nicht hier. Lass uns das nochmal ein bisschen... Können wir den noch rüber verschieben? Den können wir noch dahin verschieben. Dann gehen wir mit dem hier. Und dann gehen wir mit dem hier. Da kriegen wir natürlich nicht da rein. Wie ist es denn mit dem hier? So. Aber ich denke, das kommt auch immer darauf an, worauf man dann jeweils Bock hat. Ne? Das ist halt, für mich steht die Interaktion mit dem Chat und mit allem anderen im Vordergrund und das Spiel ist eher zweitrangig. Auch bei dem Content, den ich selber konsumiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist für mich der große Unterschied, weswegen ich Twitch schaue und nicht YouTube schaue. Wer nur zu sehr auf das Spiel drauf eingeht, hat bei mir ein Entertainment verloren. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Minuspunkt. Muss ich so ernsthaft, wie es ist, sagen. Deswegen mache ich den Content genauso, wie wir den hier präsentieren, wie wir den hier haben. Das ist so der größte Bereich für mich. Kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ne? Dafür gibt es ja auch noch YouTube als Alternative. Ja. Moderatoren sind hier im Vordergrund. Na klar, ja sicher. Ja sicher. Wir setzen dahinter nochmal welche, damit die den schön auf dem Bildschirm drauf gucken können. Damit hier auch keine Sachen passieren, ja, keine Ungestimmtheiten. Also irgendwie passt mir die Bibliothek ja gar nicht mehr in meinen Kram.
Das verkaufen wir auch mal. Und, ja, wisst ihr was? Wir sind mal nett. Hoppala. Das geht ja überhaupt nicht. Und setzen das mal so ein Feld davon weg. Damit wir so ein bisschen Privatsphäre sichern können. Nee, dahin? Da wird's gehen. Okay. Das heißt, wir gehen dann insgesamt hier hin. Auch wenn wir da natürlich das alles nicht so optimal benutzen. Sind zu viele Bücher. Ja. Kann man so sagen. Genau. Nee, wisst ihr was? Wir machen das nochmal anders. Hier die Computerecke. Man weiß ja nie, ne? Ich meine, wir wollen ja auch nicht, dass wir die beim Computer zu spielen stören oder ähnliches. Deswegen lassen wir das mal. Wenn jemand was wegschmeißen will, hat er die Aufmerksamkeit des gesamten Raums. Das ist richtig nervig, oder? Das ist richtig nervig. Was ist denn mit der Assistenz passiert, die hier in der Bibliothek gearbeitet hat? Jamie Lynn Vogel werden wir jetzt mal einstellen. Die packen wir hin. Jeden Monat mindestens ein Buch durchzulesen. Bin schon eine Minus. Und ein Schild mit FSK 18. Ja, so schlimm soll es jetzt hier noch nicht zugehen. Hausmeister bei den WCs benötigt. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt hier nicht so schlimm zugeht. Aber ich meine, wir sind an der Uni, ne? An der Uni passieren die seltsamsten Sachen. Ich kann euch mal eine lustige Geschichte erzählen, die mir an der Uni passiert ist. Die ist extrem, extrem peinlich. Also wirklich richtig extrem peinlich. Ich will sie trotzdem mit euch teilen. Und zwar... Wartet eine Sekunde. Boah, was ist das? Das bauen wir hier hin. Was ist denn das? Riesige Bibliotheksrezeption. Saphira, dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Eine Sekunde. Ich teile sofort mein Erlebnis da mit euch. Das hier werden wir dann mal verkaufen. Da können wir dann nämlich ein anderes Gebiet hinsetzen. Zum Beispiel nochmal. Bitte seid beim Stillsein so leise wie möglich. Eben, eine Bibliothek muss auch vollgestopft werden. Da bin ich derselben Auffassung. Dann kommt nämlich ein richtig schönes Bücherfeeling dabei raus. So, hier ist der spezielle Arbeitsplatz. Da hat man so ein bisschen seine Ruhe. Wollen wir den hier nochmal nehmen? Dann kopieren wir das hier auch nochmal darüber. Niemals zu viele Bücher, ich habe zu wenig Regale. So kann man das doch tatsächlich nehmen. Das ist doch schon ganz in Ordnung. Ein Uni-Erlebnis, das ich hatte. Und zwar, ich habe ja, ne, wie gesagt, der Studiengang, den ich studiert habe, heißt Bildungs- und Erziehungswissenschaft. Das ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Geisteswissenschaften. Der Großteil davon ist Pädagogik, dann der zweite Anteil ist Psychologie und Soziologie. Das sind so die Punkte, die zusammenpassen. Ich habe mich darauf fokussiert, auf Berufsbildung. Also Berufspädagogik, wie ist der Bildungsmarkt, wie ist das Bildungswesen in Deutschland, mit dem Föderalismus und allen, ne? Wie funktioniert die Bildungspolitik, wie ist es hinterher im Erwachsenenleben, wie ist das lebenslange Lernen, Weiterbildung von Menschen in Unternehmen, bla bla bla. Das sind halt alles so die Sachen. Auf jeden Fall ist natürlich auch ein Teil davon gewesen, computerbasiertes Training. Ja, weil modern, ne, wir müssen ja auch irgendwie weiter, wir müssen ja auch mal weiter irgendwie arbeiten. Das heißt, computerbasiertes Training hat viel ausgemacht. Und als wir das dann zum ersten Mal bei uns in der Vorlesung hatten, in unserem Seminar hatten, wurde es dann auch abgekürzt mit CBT. Mit CBT. Und ich wollte das dann in der nächsten Vorlesung, die war in so einem Hörsaal, ne? Das heißt, da konnte man, ich glaube, der erste weiß schon, in welche Richtung das geht, da kann man halt auch ein bisschen was, also diese riesengroßen Vorlesungssäle, Fisuremanns, wunderschönen guten Tag, hallo, da konnte man
da konnte man natürlich dann auch gut mal andere Unterrichte, ne, nachbereiten, Seminare nachbereiten. Ich glaube, da war auch, ich hatte ein Geschichtsmodul, ich glaube, da war Geschichte. Das heißt, ich habe mich dann da hingesetzt mit dem Laptop und da war, habe vorne gesessen, tatsächlich hier in der ersten Reihe, auch ungefähr so auf der Höhe hier so. Ne? Und dann ging es nach hinten, ging doch bestimmt so 10, 15 Reihen nach hinten geht es dann insgesamt. Ich habe den Laptop aufgemacht und habe dann bei Google natürlich angefangen, okay, ich muss mal jetzt mit computerbasiertem Training, will ich mich jetzt mal auseinandersetzen und habe dann angefangen, bei Google CBT einzugeben. Ich sag jetzt direkt erstmal, gebt bei Google nicht CBT ein, zumindest nicht, wenn ihr diesen unsicheren Filter drin habt. Ich habe es dann eingegeben mir wurden dann auch direkt Bilder angezeigt und die Person hinter mir hat auf einmal nur recht laut gesagt, was zur Hölle? Ja, das war mein Erlebnis. So, wer von euch ist unschuldig und weiß nicht, was CBT bedeutet? Mal eine 1 in den Chat. Wer nicht weiß, was das bedeutet. Das C ist quasi für den männlichen Hahn, also männlicher Hahn im Englischen heißt ja, ne, also es gibt ja Chicken, es gibt aber auch beispielsweise Cock für männlichen Hahn. Ne? Das ist das C tatsächlich da drin. Das B steht für Ball und das C steht für Torture. Und jetzt pack das mal zusammen, was das dann CBT bedeuten könnte. Ja. Vielleicht kann man das auch nicht mehr gut. Ich meine, das ist jetzt auch bestimmt 10 Jahre her oder so. Also es ist eine sehr lange Zeit her. Das war mein Erlebnis an der Uni. Das war, bitte nochmal wiederholen. Nee, das lassen wir jetzt. Hey, jeder kann das machen, worauf er Lust hat. Ja, also mir ist das komplett egal. Ne? Solange es legal ist, go for it. Ne? Ich glaube, das heißt Kinkshaming oder so. Ist mir vollkommen egal. Ihr könnt machen, was ihr wollt bei euch oder wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Aber es ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl, das in der Uni auf einmal auf dem PC anzuwerfen. Ich habe mit 11 Jahren abgeschlossen, meine Universität. Genau, ja. So, jetzt aber mal hier weiter. Bildungsministerium. Wir haben das hier jetzt gemacht. Umweltministerium. Umweltinspektion. Bilde einen Mitarbeiter weiter. Wir müssen die weiterbilden. Den können wir hier unten Mitarbeiter weiterbilden. Das ist unter meiner Kamera drunter. Was können wir denn dann machen? Neu hinzufügen. Glückliche Gedanken. Wir machen mal Instandhaltung bei dem. Wobei, nee, wir bilden sogar noch Security ein bisschen weiter bei dem aus. Ah, geht leider nicht. Dafür brauchen wir Weiterbildungszimmer. Okay, dann holen wir uns mal das Weiterbildungszimmer. Gucken wir mal rüber. Wo haben wir die Weiterbildung? Wer durchfällt, sollte versuchen, da. Einfach weniger vier schlecht mal zu sein. Wer durchfällt, sollte aufhören, weniger schlecht zu sein. Das ist ein sehr guter Rat, muss man sagen. Dritas, moin. Genau, alles klar. Ranger hat CBT studiert, ist notiert. Ihr seid welche. Ihr seid schlimm. Ihr seid wirklich schlimm. Ich überlege sogar, wartet mal, wir machen das anders. Wir nehmen den hier raus und wir werden den Raum hier einmal verlegen. Der Raum ist ganz verlegen, wenn wir mit dem fertig sind. Und werden den hier hinsetzen. Dann werden wir... Hey, Entschuldigung. Ihr wolltet die Story hören, ja? Ich habe mir dann auch nicht ausgesucht damals. Also von dem her. Ich habe euch gesagt, ich werde euch mal ein bisschen mehr teilhaben lassen aus dem Leben von Ranger. Ne? Das Leben des Ranger. Bitteschön, das sind die Dinge, die ich euch über das Leben des Ranger sagen kann. Nun, ja. Das haben wir uns alle anders vorgestellt. So, okay. Wir wollen dann nochmal einen Mülleimer hier reinpacken. So. Dann einmal das Grüne hier hin. Und dann geht's einmal. So. Und eine Stehlampe. Stehlampen sind gut. Was ist danach passiert? Ich bin sehr rot geworden.
Ich werde normalerweise nie rot, aber in der Situation bin ich ein bisschen errötet. Ja. Wie du darauf gekommen bist, so etwas zu suchen. Computerbasiertes Training. CBT. Das ist innerhalb meines Studiums gewesen. CBT. Wetterbericht. Es sind vereinzelte Wolken und ein Shadowhunter, grüß dich. Leben zu erwarten. Das ist die Fortsetzung des Lebens, Brian, ja. In meiner Ausbildung wollte mein Sozialkundelehrer uns eine Doku über seinen Laptop zeigen. Leider hat er vergessen, seinen Browserverlauf zu löschen. War sehr aufschlussreich, was ich da öffnete. Oh, das ist halt auch immer so, ne? Ah. Da sind Sachen abgefallen. Kann ich hier mal die Erläuterung schreiben, was das bedeutet? Für welche Sache? Also wenn du jetzt die Praktik meinst, dann geht das nicht, weil das gegen die Terms of Service verstößt. Wenn du computerbasiertes Training meinst, go for it. Lieber Schweinkram, genau. So, dann haben wir uns jetzt hier drüben unser Weiterbildungszimmer gebaut. Das heißt, wir können jetzt wieder mal zu unseren Mitarbeitern rübergehen. Mitarbeiter, Hausmeister, und dann können wir den hier verbessern. Dann werden wir den einmal schnappen. Wir können die auch so in die Pause schicken. Und werden den jetzt hier mal erhöhen. Weiterbildung starten. Der macht sich dann auf den Weg. Bin mal jetzt gespannt. Den folgen wir mal kurz. Ich will mal sehen, wie die Weiterbildung aussieht bei dem. Also, der geht dann hier rein. Wie läuft das jetzt? Ah, sehr schön. Jawohl! So muss das sein. Das ist Weiterbildung. So muss... Verbessert die Industrie! Goku, grüß dich. Verbessert die Industrie. Genau so muss Weiterbildung der Zukunft aussehen. Ja, jetzt sind wir endlich in meinen Studieninhalten. Bitte, lasst uns auf Stühle setzen und dann einfach reinprojizieren in unseren Kopf, was passiert. Indoktrination. Du musst dem Unternehmen dienen. Das Unternehmen steht an erster Stelle. Oh, hat wohl... Price the Absolute. Wie lange wird er denn weitergebildet? Okay, dauert wohl ein bisschen. Gut, das ändert sich ja nicht daran, also von dem her. Ein Elder Brain, D&D lässt grüßen. Ich habe Dungeons and Dragons nie gespielt. Außer Baldur's Gate. Und ich habe den Film gesehen. Der Balken läuft durch. Ja, der füllt sich hier unten. Der da. Das wäre meinen Arbeitgebern zu Arbeitgeber freundlich. Ist das hier ein Platz? Ja, kommt nur drauf an welches, ne? Ich hoffe nicht, dass was jetzt Universitätseigentum ist. Ich überlege, welcher Film? Der neueste. Der neueste von Dungeons and Dragons. Ist doch Dungeons and Dragons, oder vertue ich mich da jetzt? Ah, schaut mal an. Guck mal, dann können wir den jetzt nämlich hier hinsetzen. Das war jetzt ein absoluter Zufall, dass das aufgeploppt ist in dem Moment. Tatsächlich hätten wir was ganz anderes gehabt. Prüfungsnotendurchschnitt. 4 Leute sind durchgefallen. Ehre unter Dieben. Also ich kenne nur den neuesten tatsächlich. Also der jetzt vor kurzem ins Kino gekommen ist, vor ein paar Monaten. Ja, das ist jetzt irgendwie... Ein bisschen Schwund ist immer. Ja, gut. So können wir das natürlich auch machen. Ein bisschen Schwund ist immer. Aber jetzt, wo wir... Durchfall-Uni. Jetzt, wo wir ein bisschen vorankommen, da macht das schon Sinn, ne? Hat sich schon der belesene Ranger ausgezahlt. Huch, wo bist du denn hingeflogen, mein Freund? Hat sich schon der belesene Ranger auf jeden Fall ausgezahlt. Wir können den Raum nochmal nehmen und könnten, so intelligent wie wir sind, auch hier nochmal ein Stückchen weitergehen. So. Wir schauen uns das Ganze mal jetzt hier an. Das sieht aus wie ein Wohnzimmer. Wir bauen nochmal ein paar Objekte da rein. Das Objekt der Begierde. Zum Beispiel das hier hinten. Ja, so. Und dann können wir zum Beispiel auch nochmal einen Tisch hier hinsetzen. Hoppala. So.
Tisch hier hinsetzen. Dann nehmen wir uns nochmal ein paar Sesselchen. Das Studienjahr beginnt bald. Ich finde, ich mag Fenster, die in den Raum reingehen. Ich glaube, da bin ich wirklich durch meine Uni ein bisschen vorbelastet. bei mir gibt es das jetzt absolut als Content. Hoppala. So, den verkaufen wir einmal. Dann gehen wir wieder zu den Objekten rüber. Und wisst ihr was? Wir holen uns hier einfach mal so ein... Hier. Gibt es keinen Kaffeeautomaten? Eine Dartscheibe. Gibt es keinen Kaffeeautomaten? Jetzt mal ganz ehrlich. Frühjahrsgericht. Genauso frisch wie die Saison. Nee, es gibt keinen Kaffee. Was ist denn das für ein Lehrerzimmer, in dem es keinen Kaffee gibt? Kaffee aus Automaten ist das allerletzte. Ja, besser als gar kein Kaffee, ne? Besser als gar kein Kaffee. Boah, da weiß ich auch noch. Der hat an meiner Uni, hat der widerlich geschmeckt, hoch 100. Der war wirklich furchtbar. Dann lasst uns... Wobei, den hätten wir hinsetzen können. Ja, wir verschieben den nochmal. Wir verschieben den hier oben hin. Und dann werden wir diese Dartscheibe, die wir gerade gesehen haben, packen wir uns dann hier hinten hin. Ja, okay. Den nehmen wir dann auch. Packen den woanders hin. Zum Beispiel. Ja, komm. Dann lass den da stehen. Und dann platzieren wir die Dartscheibe hier hinten. Können die alle ein bisschen glücklicher werden. Sehr schön. Vielleicht können wir davon nochmal einen zweiten da hinsetzen. Ja, können wir. Na, guck mal. Das sieht doch gut aus. Ist der Campus keine öffentliche Toilette. Das sieht doch gut aus. Genauso muss es sein. Oh. Jawohl! Ich meine, die Frage muss ich wahrscheinlich nicht stellen, ne? Aber, hey, die Frage muss ich nicht stellen. Das wissen wahrscheinlich die meisten Personen. Was ist die beste Wertung, die ihr drauf werfen könnt? Auf einer Dartscheibe? Dreimal die Mitte oder gibt's was anderes? Suggestivfrage. Da schreiben sie schon. Ganz, ganz viele. 180! Triple 20. Funny Red Eye, grüß dich. Hat ein Bullseye geworfen. Ja, aber hier, hier 20, ne? Triple 20, boah, ich habe jetzt schon ein paar Monate kein Dart mehr gespielt. Ja. Wenn etwas müffelt, für was? Ja, gut. Ja, gut. Raven, grüß dich. Okay, zwei Studierende benötigen folgendes Objekt. Bücherregal der virtuellen Normalität. Studenten anzeigen. Gut, wir brauchen noch ein Sportzentrum. Schule des Denkens Dozent, virtuelle Normalität Dozent. Holen wir uns nochmal. Virtuelle Normalität. Ach guck mal, hier haben wir einen, der kann sogar mehrere Sachen. Oh, der kann beides. Dann holen wir uns nochmal den. Wenn wir davon jetzt nochmal einen reinholen könnten, das wäre natürlich optimal. Das wäre natürlich optimal. Wir nehmen den hier auch nochmal. Hausmeister im Weiterbildungszimmer benötigt. Wenn du dreimal den Ansager triffst, gibt es dann auch Punkte? Wie schreit er dann? Ja, dann gibt es Punkte im eigenen Gesicht wahrscheinlich. Aber damit haben wir das jetzt hier schon mal gut erweitert. Das hier sieht meiner Meinung nach ganz passend aus. Auch das da passt, meiner Meinung nach. Jetzt brauchen wir noch ein Sportzentrum. Wie sieht es denn hier hinten aus? Wir brauchen 30 Studenten auf dem Campus, damit wir das erfüllen können. Und dann könnten wir nach hier hinten noch ein bisschen weitergehen. Dann können wir nämlich auch mal mit diesem Kasernenleben fast schon aufhören. Ich glaube, denen ist es egal, ob sie alleine schlafen oder mit anderen, ne? Ob sie alleine im Zimmer schlafen oder mit anderen im Zimmer schlafen. So meine ich das natürlich, bevor ihr hier schon wieder irgendeinen Unsinn daraus macht. Bernadotte, wunderschönen guten Morgen, hallo. Clubs, Beziehung, persönliche Ziele, Unterkunft. Weil ich weiß nicht, ob es ganz egal ist. Wir haben das Folgejahr noch nicht gestartet. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das nicht passiert.
Ah, der hör mir auf. Ja gut, dann machen wir jetzt nochmal Folgendes. Dann gehen wir jetzt mal ein Stückchen weiter und wir gehen auf Finanz, nee, Internetgeschichte. Internetgeschichte, gehen wir auch noch drauf. So, das bestätigen wir dann. Ist der Campus keine öffentliche Toilette. Die Stuben in der Kaserne scheinen auch nicht gut anzukommen. Wir machen da keinen Unsinn draus. Wer hat hier CBT-Studien? So, warum wärst du die Studiengänge nicht auf? Weil ich das die ganze Zeit immer vergesse. Das ist der einzige Grund, warum ich die nicht aufwerte. Weil ich die tatsächlich vergesse. Aber wir können jetzt nochmal da reingehen. Fynvarium, Dankeschön für deinen Raid. Wunderschönen guten Tag an euch. Hallo, ich hoffe, euch allen geht's gut. Was gab's Schönes bei euch? Was gab's Schönes bei euch? Ah, hiermit können wir das nochmal schön erhöhen. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So. Vario, moin. Elder Scrolls Online haben wir gespielt. Wie ist es? Macht das Spaß? Ja, wahrscheinlich, ne? Sonst hätte das wahrscheinlich nicht gespielt, ne? Da will ich auch tatsächlich gerne mal reinschauen. 8 Stunden Bolognese genießen. 8 Stunden Bolognese. Lässt du die 8 Stunden köcheln? Ein erfolgreicher Sonntag. Das hört sich doch super an. Das hört sich doch spitze an. Hey, herzlich willkommen bei uns. Wir spielen Two Point Campus. Schauen uns das mal an, nachdem wir es noch nie angeguckt haben. Doch, ich glaube, wir haben mal einen Mini-Stream dazu gemacht. Oh, sehr geil, Valima. Sehr geil. Achso, du genießt die. Ah, du hast die jetzt über Nacht köcheln lassen. Oh, sehr cool. Wirklich, wirklich gut. Es geht nichts über langsam gekochtes Essen. Ganz ehrlich. Wir starten das jetzt mal. So, auch wenn wir jetzt die Internetgeschichte noch brauchen. Kann man nicht lang genug kochen. Ja, Bollo Jawollo lässt grüßen, ne? Bollo Jawollo lässt grüßen. Wir holen uns dann jetzt mal einen Internet... Nee, brauchen wir gar nicht. Internetgeschichte holen wir uns einen Dozenten für. Den hier. Und dann einmal Schule des Denkens brauchen wir noch einen. Schule des Denkens. Schule des Denkens. Das können wir. Randolph Stahl! Ja, wen könnten wir denn besser für die Geschichte des Internets einstellen als einen Deutschen? Die Digitalisierung perfekt vorangeschritten. Bilde einen Mitarbeiter weiter. Haben wir doch gemacht. Wir können den ja auch mal weiterbilden. Ups, nee, das ist der Kalender. Weiterbilden. Allgemeinwissen machen wir mal Stufe 2. Verbessern den mal. Randolph Stahl lässt auch keine abweichende Meinung zu. Das denke ich wohl auch. So, das heißt, wir haben jetzt das mit dem VR hier. Lass uns mal die Statistiken kurz ein bisschen wälzen. Also hier haben wir die, hier konnten wir die Studiengänge upgraden. Das haben wir ja gemacht. Lehrkräfte benötigt, Campusanforderungen fürs nächste Jahr. Räumlichkeit benötigt, Sportzentrum. Okay, die steigt also immer weiter an, je weiter wir voranschreiten. Tranquility of Mind, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und wir brauchen einen Computerraum. So, dann haben wir unser Personal, das relativ unzufrieden ist. Ja. Wie es sich so gehört, ne? Weiterbildung abbrechen. Und wir haben... Ah, hier können wir auch priorisieren. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, alles klar. Wir machen mal ganz kurz ein Päuschen eben. Ich gehe einmal ums Eck und bin sofort wieder da. Wenn ihr neu hier seid und Strategiespiele mögt, lasst doch sehr gerne einen Follow da. Bei uns gibt's alles von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Ja, aus der Welt der Strategiespiele. Gerne ein Follow da lassen, uns bei der Mission 13.000 Follower helfen. Ist unten drunter, ist kostenlos komplett, wenn ihr möchtet. Und so sieht zum Beispiel der Programmplan für die nächste Woche aus. Morgen geprägt ein bisschen von Action, von Z wie Zerstörung. Wir werden die neue Kampagne von Warno reinschauen morgen um 17 Uhr. Dienstag eine Preview zum Terminator-Strategiespiel. Samstag gibt es den Release-Stream zu Solium Infernum, 4X-Spiel in der Hölle, bei dem wir um den Thron des Lucifer kämpfen. Ja. Den vom Thron schubsen wollen. Und Sonntag gibt es einen 12-Stunden-Megastream mit Farthest Frontier und Rastalot am Abend. Wenn euch sowas zusagt,
gerne ein Follow hier lassen und ich bin sofort zurück. Bis sofort. Bevor wir jetzt aber weitermachen, bevor die Werbung jetzt hier endet, bevor das jetzt weitergeht, einmal nochmal ganz kurz zu meinem Sponsoren, liebe Leute. Wir wollen heute nochmal, ne? Dann müssen wir das jetzt nicht währenddessen machen. Oder wollen das nicht währenddessen machen. Also schaut doch gerne mal bei meinem Sponsoren Waterdrop rein. Waterdrop kriegt ihr nämlich... Wassertropfen bekommt ihr nämlich 10%. Wenn ihr Bock darauf habt und euch mal ein bisschen euer Wasser pimpen wollt, gibt es zum Beispiel jetzt die 30 Days Hydration Set für 30€ und da bekommt ihr nochmal 10% Rabatt drauf. Falls ihr Bock darauf habt, könnt ihr dann einfach hierfür nutzen. Das hier ist quasi einfach so, als wenn ihr euch eine Zitrone in... Na, geiler ist es schon. Also Zitrone im Wasser bin ich nicht so der Fan von, aber das hier mag ich halt sehr gerne. Guckt euch das gerne mal an, kriegt ihr auch diese Starter-Set Mikrodrink, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und es gibt eine neue Sorte, nämlich Berry. Die Berry habe ich hier stehen, die habe ich aber noch nicht probiert, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Die gibt es auch neu, die ist nagelneu dazugekommen. Und ich glaube Tropical Fusion ist auch relativ neu, die habe ich aber auch noch nicht probiert. Und das, was ich vorhin getrunken habe, war Waterdrop Cola. Mit ein bisschen Sprudelwasser drin, super. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, checkt das gerne mal aus. Aber die haben, es gibt Energy-Varianten davon, das ist allerdings mit Cola-Nuss und ähnliches, weil es keine Energy an sich gibt, trinke ich jetzt einen Energy-Drink. So, okay. Hermann Josef, mach's gut, schön, dass du da gewesen bist. Erstmal ein kühles Blondes, genau. Das Spiel ist der Hammer. Gestern gekauft, 8 Stunden, 30 Minuten. Von gestern von 22 über 36 gespielt. Oh Gott. Ja, so ungefähr geht's mir auch. Bürosauerei gemacht, als ich einen Waterdrop im Sprudel geworfen habe und die Flasche nicht schnell genug wieder zubekommen habe. Oh, das habe ich auch schon mal gehabt. Das war aber schon, bevor die Sponsor bei mir waren, habe ich eine 1,5 Liter Flasche genommen und die da reingeschmissen. Auf einmal, psch. Dann habe ich mit meiner geistigen Abwesenheit versucht, mit dem Mund da drüber zu gehen. Was passiert natürlich bei einer Reaktion, bei der es blubbert, ne? Psch. 3 Packungen zum B-Day geschenkt. Bin mal gespannt, was sie dazu sagen wird. Das Hospital des Grauens. Rauschebartwurstfinger, grüß dich. Das hier ist bei uns ein Campus. Das ist dieses Mal bei uns die Universität. Also, wir spielen Two Point Campus und setzen uns damit ein bisschen zusammen. Vielleicht ein Zitat lustigen Onkel aus Papas Computer. Weiterschauen. Gefragt, ob Ranger was singen soll. Antwort war, er ging von alleine ins Bett und innerhalb von 2 Sekunden war er weg. Muss Kinder einfach lieben. Ich wette mit dir, dass der zweite Satz stimmt nicht. Der wollte bestimmt, dass ich singe. Aber es ist schön, dass ich der lustige Onkel aus dem Computer bin. Das ist ja auch der Grund, warum ich im besten Fall versuche, ihr wisst ja, ich versuche meine Witze, meine kleinen schweinischen Witze, sage ich mal, ein bisschen eher an den 30, 40, 50-jährigen Humor anzupassen, anstatt einfach salopp rauszuhauen, weil halt viele tatsächlich auch mit ihren Kindern gucken, ne, oder mit ihrer Familie gucken. Vielleicht auch das mal so als kleine Sache zwischendrin, würde mich nämlich auch mal interessieren, während hier die Zeit abläuft und ich mal gucken muss, was das ist. Wer von euch, liebe Leute, schaut denn mit seiner Familie, vielleicht mit Partner, mit Partnerin, mit Kindern, wer mal eine 1 in den Chat, wenn ihr mit mehreren hier zuschaut und dass ich dann grüßen soll. Falls ihr mit mehreren zuguckt. Ach, guck mal, sind doch einige. Schau mit mir, moin. Rubbel die Katz, du bist nie mit dir, nur wir sind immer alle gemeinsam hier. Ach, ja, doch super. Zählen Teddys als Familie? Natürlich, klar. Definitiv. Zählt auch me, myself and I? Ja. Schau mit meinen Katzen, auch die zählen. Mit Mann und Kindern, 8 und 1 Jahr. Kinder, ich dachte jetzt gerade, du meinst Mann 8 Jahre, Kind 1 Jahr. Der Kopf, sonntags morgens ist der Kopf, muss manchmal erstmal auf Touren kommen. Namili, vielen lieben Dank für dein Follow. So, Leute, wollen wir mal gucken? Wollen wir mal weiter uns hier durchschustern? Liebe Grüße an alle, die gerade mit mir gucken, aber auch liebe Grüße, falls ihr alleine unterwegs seid. Ihr seid alle herzlichst willkommen bei uns. Nur haben wir hier gerade ein kleines Problemchen. Bücherregal der virtuellen Normalität benötigt. Wir müssen also jetzt erstmal ein Bücherregal der virtuellen Normalität holen. Wir bauen insgesamt mal so ein bisschen den Raum um, würde ich fast schon sagen. Wir gehen mal hier rein. Und setzen uns diese Dinger mal... Das Problem ist halt, die sind so gigantisch groß, diese Sachen, dass ich hier gar nicht weiß, wie ich die genau hin platzieren muss, kann, möchte.
Aber wartet mal, nochmal reingucken. Bücherregal der virtuellen Normalität. Ja, ist das Bücherregal der virtuellen Normalität? Kriegen wir das im in der Bibliothek oder hier? Was soll das denn, Markus? Nur weil ich hier nicht ordentlich baue? Das ist ein therapeutischer Stream. Aha, ja. Da sieht man die wahren Fans und die Erfolgsfans. Ja. Und die Erfolgsfans. Ich glaube, Markus ist auch schon lang genug dabei, dass er definitiv kein Erfolgsfan ist. Ich weiß nicht, wo wir das mit der virtuellen Realität herbekommen, dieses Bücherregal. Ist das hier vielleicht bei? Jau, da ist es. Da ist es. Bücherregal der Archäologie, der Zauberei, der Rittersport. Bücherregal der Rittersportwissenschaften. Kommt mir mal auf die Betonung an, ne? Bücherregal der Rittersportwissenschaften. Lecker. Charlie und die Schokoladenfabrik freut das. Wo haben wir das denn? Da. Da ist es. Aber das ist ja gut zu wissen, weil das kriegen wir ja hin. Das, also die packen wir auf jeden Fall hier so irgendwo zwischen. Zum Beispiel. Verstecktes Placement. Ja, stimmt. Wer weiß, wer für die Entwicklung zuständig war, ne? Wer da so ein bisschen unterstützt hat bei den Entwicklungen. Die Rittersportwissenschaften. So, wir brauchen aber auch noch ein paar mehr. Zum Beispiel. Den werden wir auch nochmal verkaufen. Wir brauchen auch nochmal... Gehen wir nochmal hier drauf. Gehen wir nochmal hier hin. Und einmal runter. Erfolgsfilm. Ihr Prison-Architekt, denke ich, ist das ein dehnbarer Begriff. Ja. Ist nicht jeder hat eine Glanzleistung zu jeder Zeit. Hier ist es. So. Bücherregal... Bücherregal der Wumms-Therapie? Bücherregal der höheren Ritterschule. Bücherregal der Psychiatrie, Kopfklinik, Mondmolkerei. Das sind aber nicht alle die wir jetzt hier suchen die ganze Zeit, ne? Ah, hier haben wir sie. Bücherregal der, was suchen wir jetzt nochmal? Bücherregal der virtuellen Realität haben wir. Das heißt, Bücherregal der... Der benötigten VR-Projektor. Ist das einer der Studenten? Nee, das ist ein Lehrer, ne? Der hier braucht Lesekabine benötigt. Puh, jetzt ist die Frage... Ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, wir bauen hier draußen mal eine Bibliothek auf. Ich gehe einmal ganz kurz auf den Bereich Campusgelände. Nee, Campusgelände war es nicht. Wo war's? Wir bauen uns mal Wege. Die gab es ja hier irgendwo. Nee. Wo waren die Wege? Waren die hier drin? Bist du dir sicher, dass es eine Uni ist und nicht Hogwarts? Es könnte in Richtung Hogwarts gehen. Anna, grüß dich. Wieder am Fuschen? Nee, wir fuschen hier nichts. Mit dem Hammer? Mm-mm. Bauminus, grüß dich. Hallo. Zauberkunst ist ein mögliches Studienfach. Genau. Gibt auch dunkle Künste. Wo war denn jetzt nochmal das... Ach... Wenn man weiß, man hat's gesehen, ne? Genau, ist Campus. Ist Campus. Aber da kann ich auch Doctor Ranger sein, ne? Mauern? Hammer und dann ganz unten Campusgebäude. War das hierbei? Nee, ich suche Wege. Ich suche Wege. Ich suche jetzt nicht dieses Campusgebäude. Preach, grüß dich, hallo.
Ich suche gerade die Möglichkeit, um Wege zu zeichnen. Das ging auch, aber ich... Da oben! Ah, da ist es. Hier, genau. Die habe ich gesucht, um mal ein bisschen, um ein paar Wege zeichnen zu können. So. Da können wir das nämlich hier größer machen. Was haben wir denn hier? Ah, und was ist, wenn wir das jetzt hier so machen? Ah, okay. Damit können wir die Größe der Wege einstellen. Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. So, okay. Wird das denn dann größer? Nee, wird's nicht. Außer wir bauen es nach hier hinten hin. Da müssten wir uns aber fast schon diesen Bereich dazu kaufen. Für 50.000 würde gehen. Mit Gebäude. Wir werden uns den leer kaufen. Wir werden uns den leer kaufen. Wir holen uns dieses Gelände dazu und dann werden wir hier eine große Uni hinbauen. Eine große Bibliothek hinbauen. Das wird jetzt unseres werden. Ich finde es tatsächlich sehr cool, wie man hier vorankommt. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Vielleicht auch nochmal eine weitere Frage an euch, liebe Leute, die sich gerade da draußen entspannen. Anfragen an die Verwaltung. Dafür haben wir eine ganz besondere Schublade. Definitiv. Was mögt ihr lieber? Two Point Hospital oder Two Point Campus? Eins für Two Point Hospital, zwei für Two Point Campus. Wie sieht's da bei euch aus? Eins Two Point Hospital, zwei Two Point Campus. Ist tatsächlich ein bisschen gemischt, ne? Ist tatsächlich ein bisschen gemischt. Es sind drei. Egal. Muss noch testen, okay. Wegen der bekloppten Krankheiten. Gerade gekauft. Das Spiel gibt es bei Steam im Moment im Sale, ne? Also ist hier kein Placement, keine Werbung oder ähnliches. Falls ihr nur Interesse habt, erwähne ich das mal. Ich kenne bisher nur Campus. Das wäre doch die sinnvolle Weiterentwicklung des Prinzips. Okay. Okay. Ja, das Spiel hier wurde, glaube ich, damals, als es rausgekommen ist, ein bisschen promoted bei verschiedenen, dass man irgendwie nicht frei bauen kann. Doch, du kannst relativ frei bauen, du musst dich halt nur hier lang erweitern. Also es geht schon. Es wurde, glaube ich, damals recht stark promoted, wenn ich mich richtig erinnere. Bei uns noch nicht, weil wir da noch ein recht kleiner Stream gewesen sind. Ja, wisst ihr was? Wir gehen mal hier rüber. Aber ich glaube, die ein oder andere Person hat es da vielleicht schon mal gesehen. So, und hier kommt jetzt ein riesengroßes Bibliothek rein. So, bau das mal, das Gebäude. Ihr könnt ja hier drin dann ja auch quasi die Ärzte ausbilden, ne? Übrigens vorhin wollte ich nochmal das ein oder andere sagen, als hier der Serious Ranger da gewesen ist. Weil ihn natürlich viele von euch aus Spaß geschrieben haben, ja, den fanden wir viel besser und weiß ich nicht was alles. Aber ich natürlich auch weiß, den können wir nicht ganz da reinpacken, oder? Was passiert, wenn wir den jetzt so da reinziehen? Ah, es geht nicht. Aber vielleicht auch manche dann gedacht haben, das ist jetzt die Chance. Jetzt kann ich dem Ranger sagen, dass ich ihn, dass ich hier nur zocken sehen möchte. Keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Konzept, was wir haben. Und ich glaube auch, da muss ich das so sagen, ich glaube auch, dass der Erfolg mir ein bisschen Recht in der Hinsicht gibt, dass wir genau die richtige Mischung aus Spielen haben und aus Vorankommen haben. Also aus Spielen haben und aus Witz haben. Ich glaube nämlich, bei mir bekommt ihr in den Videos einen guten Einblick bis ins Midgame rein. Klar, manche würden natürlich gerne noch weiter sehen, manche würden nur aufs Spiel fokussiert sehen, aber ich glaube, wir haben trotzdem die richtige Mischung an Humor ebenfalls mit dabei. Das will ich an der Stelle auf jeden Fall mal gesagt haben. Da bin ich, glaube ich, ja, das finde ich, jetzt nehmen wir hier wieder raus. Das finde ich einfach genauso die richtige Ergänzung zu YouTube.
Genau. Und jetzt bin ich hier. Jetzt ist Ranger im Konzentrationsmodus hier. Und versetzt nicht die erste. Ich baue zwei Bibliotheken. Ich baue hier eine hin und ich baue die andere dahin. Und dann werden wir die versetzen. Zur Erinnerung, man ist, was man ist. So. Wer also Müll in sich reinschaufelt. Wow. Okay. Erstmal. Ja. Gut. Auf jeden Fall, ich werde definitiv das Konzept so weiter beibehalten. Ne? Das möchte ich nur an der Stelle dazu gesagt haben. Weil ich finde das für mich persönlich ganz wichtig. Ich meine, es gibt ganz. Hundertprozentig werde ich sowieso nie alle abholen können, die hier sind am Wochenende und dann sagen, sobald ein anderer Creator online geht und ähnliches. Das will ich auch gar nicht, weil jeder weiß, was er dann bei mir bekommt und jeder braucht halt irgendwie so sein USP als Content Creator und mein USP ist halt einfach auch so in der Strategielandschaft betrachtet und ähnliches, bisschen Dummschwätzerei. Das ist ja auch das, was viel bei Events zum Beispiel ausmacht von mir, dass ich halt auch gerne mal ein bisschen dummschwätze. Aber trotzdem kommen wir meiner Meinung nach immer einigermaßen zum Ziel. Deswegen vielleicht als Kleinigkeit nochmal mit angebracht, weil das zum Thema passte. Ja, genau. Dass ihr da wisst, wo ihr beim Ranger dran seid. Nur mal so erwähnt. Ich werde mich da in der Hinsicht wahrscheinlich nie verändern, weil wenn ich mich nämlich verändern würde, dann würde ich nicht mehr ich selber sein. Und das ist mir persönlich ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr einen realen, authentischen Stream bekommt. Von jemandem, der einfach Bock auf Games hat, aber auch von jemandem, der einfach Spaß daran hat, wenn Leute lachen. Wenn Leute lachen, wenn Leute ein bisschen Späßchen haben, weil das Leben, die Realität, die ist sowieso schon manchmal schlimm genug, sagen wir es mal so. So, genau. Das war das Wort zum Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes. Wie hier gibt's Humor? Was? Funny Red Eye! Gary Grigsby's Ultimate Campus Simulator. Nee, das gibt's nicht. Ich hab einen anderen Soundtrack im Hintergrund angemacht, als der im Spiel ist. Ah, die ist moin, grüß dich. Wird das ein Gerichtssaal? Das sieht doch voll gut aus. Ich würde dich gerne mal mit vielleicht Ecke oder besser deinen Mods bei Helldiver sehen. Ich weiß nicht, ob Ecke Lust auf Helldivers hat. Das kann ich noch nicht sagen. Jetzt sieht der wirklich aus wie ein Gerichtssaal. Warte mal, ich muss jetzt ein bisschen. Hier muss ich mal ein bisschen dran rumtüfteln. Es ist natürlich immer. Tempo wieder weg. Ranger bleibt sich treu. Wieso wisst ihr, wie ein Gerichtssaal ausschaut? Ja, da ist die richtige Frage. Pascal, die richtige Frage, genau. Wir holen uns in der Zeit mal neue Bücherregale. Da muss ein Mistkübel mitten in den Raum, damit alle direkt sehen, was. Guck mal, der hat sich schon wieder in die Tüte Chips hier reingepfiffen. Also wie gesagt, ich hätte auch Lust drauf. Ich habe da auch Lust drauf, mit euch gemeinsam ein bisschen mehr in andere Genres reinzugucken. YouTube kommt ja Gott sei Dank schon in den Geschmack. Läuft übrigens echt gut. Also andere Genres bei YouTube laufen super. Es gibt keinen Unterschied zwischen Strategie-Content und anderem Content auf YouTube. Auf Twitch ist das ein bisschen schwieriger, deswegen will ich das mal versuchen. Also wir werden heute mal reinschauen in Deep Rock Galactic, aber ihr wisst ja, wie es ist, habt ihr ja bestimmt auch schon bei anderen Content-Creatern ohne Ende mitbekommen. Genrewechsel sind das Schlimmste und da kann es auch durchaus sein, dass jemand, der mal 500 Zuschauer hat, auf einmal nur noch 100 Zuschauer hat. Wir brauchen jetzt die virtuelle Realität?
Stell doch mal Colony Shop vor, schönes Taktik-RPG. Pack das mal bitte in den Discord, falls du da drauf bist, dann übersehe ich das nicht. Pink Spider, guten Tag, hallo. Es gibt hier auch die, der Synchronsprecher, also zumindest in Two Point Campus, in Two Point Hospital weiß ich nicht mehr, aber hier ist auch der Synchronsprecher von, Mann, wie heißt der? Aus Scrubs, der Chefarzt. Nicht Kelso, also nicht der, Dr. Cox, genau, Dr. Cox. Genau, der Synchronsprecher ist auch hier drin, von Dr. Cox. Bob Kelso ist ja der Krankenhausleiter, also Leiter medizinischer Abteilung, glaube ich. Oder wie man das im Krankenhaus nennt. Mintberry, moin, grüß dich. Ich habe einen Kredit aufgenommen, deswegen habe ich, glaube ich, so viel Geld jetzt gerade. Genau, so sieht's aus, Krischitine. So sieht's aus. Jetzt habe ich vergessen, was wir hier noch brauchen. Also wir haben virtuelle Realität, wir haben Computerwissenschaften. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Schule des Denkens, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Die Schule des Denkens. Wir bauen mal immer so zwei Regale davon hin. Dann der Internetgeschichte brauchen wir auch. Schule des Allgemeinwissens. So, setzen wir nochmal die beiden hier hin. Dann brauchen wir die Schule des der Internetgeschichte. Da. Das passt nicht. Nehmen wir die beiden. Warum passt das denn jetzt nicht? Das ist ja ärgerlich. Na gut, dann müssen wir da ein bisschen rausnehmen. Daher kommt der tolle Kontostand tatsächlich. Viperpaus, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Aber ich glaube, so geht es jedem Selbstständigen hier auch im... hier kommt der The Hallway to Hell. Ich glaube, so geht es jedem Selbstständigen, wenn man seinen Geschäftsbereich mal so ein bisschen erweitern möchte. Die Angst ist natürlich da, dass dann in dem Moment die Leute dann kein Interesse mehr daran haben. Was ich auch verstehen kann. Ich meine, die Leute schalten hier ein, weil sie Strategiespiele sehen. Ich habe sehr viele, die immer positiv hervorheben. Ranger, ich finde es mega, dass du die Strategiespiele zeigst, dass du so viele verschiedene Strategiespiele zeigst. Aber um langfristig als Content Creator meiner Meinung nach erfolgreich zu sein, ist es halt notwendig, dass man auch mal in andere Genres reinguckt. Weil es halt im Strategiebereich schon die etablierten Leute alle gibt. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Wobei ich da auch wieder sagen muss, also mal ganz ehrlich, beschweren können wir uns nicht. Beschweren, ich würde sogar schon so weit gehen und sagen, ich glaube, wenn man Strategiespiele auf dem Schirm hat, dann hat man schon mal irgendwann von unserem Kanal gehört irgendwo. Ich glaube, dafür haben wir mittlerweile einfach auch sehr viele Leute, die diesen Stream hier immer konsumieren. So, dann holen wir mal... Ist das egal, wen wir hier reinpacken? Oder... Ich glaube ja, ne? Ja, der arbeitet jetzt da. Hausmeister bei den Bitsys benötigt. Würde ich auch zu den etablierten Leuten zählen. Das freut mich zu hören. Das ist tatsächlich recht wichtig für mich gewesen da auch, dass ich dann irgendwann mal dazu schaffe. Hamburg Conti, moin. Wo bin ich hier? Big Ben, vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Subs. Mal bitte den salutierenden Ranger für den lieben Big Ben rein. Strategieexperte. Wir werden jetzt aber auch den hier nochmal nehmen und den werden wir auch überpacken. Wer soll dieser Ranger sein? Wissen wir alle nicht. Wissen wir alle nicht. Och Mann, jetzt ist schon wieder hier ein Unbeben. Erdbeben. Erdbeeren. Reven, dankeschön für deinen Sub, für den verschenkten. Was ist denn das, Meteoritenschauer? Was ist denn jetzt los?
Stellung! Zur Erinnerung. Durch Retro-Anno. Was man isst. Oh ja, das war eine schöne Serie. Müll in sich reinschaufelt. Uiuiui. So. So. Okay. Warum brennt der Regen? Wir wissen es alle nicht, ne? Wir wissen es alle nicht. Ach, guck mal, das. Ja, den müssen wir hinterher noch ein bisschen verschönern. Aber im Moment geht's ja noch. Ne? Im Moment geht's ja noch. Was haben wir denn jetzt hier noch alles für Probleme? Es gibt noch so viel mehr. Ja, ihr müsst natürlich jetzt rüberlaufen, ne? Ja, Anayu, das dauert noch. Das dauert noch. Ich muss nämlich einarbeiten, das gesamte Spiel. Im Moment drücke ich mich ein bisschen davor. Weil es halt wirklich sehr komplex ist. Naja, aber wenn wir schon so in der Laberphase sind, ich meine, man muss ja auch ein bisschen schauen, während wir hier unsere Sachen bauen, dass wir da mal so hingucken können. Können wir uns das? Das können wir uns auch mittlerweile holen. Sehr schön. Dann holen wir uns das auch nochmal dazu. Bonix, mach's gut. Ciao. Tschüss. Für mich ist es auch weiterhin immer noch nicht normal, dass zum Beispiel ein Steinwallen oder ein Maurice mit mir Lust haben, Dinge zu unternehmen, weil ich immer noch das Gefühl halt habe, dass ich der kleine Content-Creator von nebenan bin. Wie die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ne? Wie die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Also irgendwie kann mich an die Zahlen, die wir haben, nicht gewöhnen. Oder nicht gewöhnt schon, nicht realisieren, welche Größe das eigentlich ist. Ich glaube, das ist so das größte Problem. Ist einfach so meine persönliche Attitüde. Ich bin immer einer der Personen, die, wenn er ein Ziel erreicht hat, dann bin ich keine von den Personen, die sagt, geil, Ziel erreicht, sondern eine der Personen, die sagt, ah, hätte noch ein bisschen mehr sein können. Was unfassbar schlimm ist, ja, das muss man auch dazu sagen. Das ist keine Attitüde, die man sich aneignen sollte. Das ist nichts, wo man sagen sollte, yo, das, dann schafft man einfach immer mehr. Wir machen mal hier ein Sportzentrum. Sondern das ist eher etwas Negatives. So. Und jetzt alle mal raus, damit Ranger sich wieder wohlfühlt. Ja, ja, klar. Hinweis. Der Campus hat sich gerade vergrößert. Aber das macht ihn nicht besser. Da hast du recht, Viper Post. Was meint ihr denn mit Alter? Ich hab nichts mit Alter jetzt hier gesagt hier. Zumindest nicht auf euch bezogen. Wir sind nur gerade 20 Leute hier. Ja, also wenn nur 20 Leute nur noch hier wären, dann wäre das Schlimmste für mich. Das kommt halt damit, mit dem Hauptberuf dazu. Naja, okay. Ja, nur so ein bisschen als Laberei nebenbei, weil wir müssen ja sowieso hier Sachen aufbauen, ne? Wir müssen ja hier sowieso gerade Sachen aufbauen. Wir haben ja jetzt gerade nichts anderes, was wir hier tun können. Das wären aber die besten 20 Leute. Das stimmt allerdings. Ah, so haben wir es. Zwei. Hausmeister bei den WCs benötigt. Zwei. So, okay. Dann können wir nämlich jetzt diesen Bereich hier größer machen. Weil hier wird ja unser, ne? Okay. Ja, passt. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Weil wir brauchen ja auch auf jeden Fall eine Sporthalle. Die können wir noch mit da reinpacken und was weiß ich nicht was. Und dann können wir das notfalls noch hier nach unten erweitern. Wir bauen das jetzt mal. Ich wirst du nicht mehr los. Ich bin ja hier auch festgekettet. Ja, Maurice hat mir gesagt, ich soll die Moderatorin und Moderatoren von ihm soll ich bitte im Auge behalten, wenn er nicht da ist, damit die keinen Unsinn machen. Hat er mir gesagt. Das ist der Grund, warum hier manche von euch sind. Es tut mir leid. Oh, sorry, not sorry. Ich muss halt auch meine Aufgaben machen für meinen älteren Bruder. Das ist halt so, ne? Ein neuer Zellentrakt. Nee, wir machen jetzt schöne Wohnung hier rein. Schönen Schlafsaal. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Lass uns erstmal einen Sport... Wie nennt man das mit Sport? Wo macht man Sport drin?
Ich war mal sehr sportlich. So, Sportzentrum. Genau, das ist es. Auf Dreamkiller. Ein Civilization, ne? Ich glaube, ich hab sie da infiziert, als wir das Event gemacht haben. Irgendwas hat sie da, glaube ich, gesagt gerade. Kommt drauf an, ob sie ihren Computer noch angeschlossen bekommt, ne? Turnhalle, ja, genau. Welche Strafe? So. Bauen wir mal einen großen Bereich rein. Setzen wir uns eine Tür hier in die Mitte. Also die Musikplaylist, die ist ja eigentlich ganz cool, aber da sind halt nur 5 Lieder drin. Nach 5 Lieder muss ich jedes Mal wieder neu reinpacken. Außer ich mach... Warte mal, wir können die auch einfach runterladen. So. Nur schnell. Eine Sekunde. Lass mich mal eben kurz hier... Okay, jetzt haben wir es im dauerhaften Loop. Das heißt, jetzt muss ich das nicht wieder jedes Mal ausmachen. Das passt. Lass mir moin, grüß dich, hi. Ist ein bisschen zu laut. Ich mach mal ein Stück. So ungefähr müsste es jetzt, glaube ich, gehen. Okay. Für 500 Mann, das wird kuschelig. Ne, das ist jetzt hier unser Sport... Ups, das ist jetzt hier unser Sportding. Unser Sport... unser Sportzentrum, unser Sportding, Mann. Ja, wie gesagt, ne, schon länger haben wir keinen... Wir waren schon länger nicht mehr sportlich aktiv. Wir packen hier mal in die Mitte so ein Basketball-Ding rein. Dann... Oh, ein Kletterturm. Der ist natürlich auch noch super. Den packen wir uns hier hinten hin. Kommen da keine Matten unten drunter? Ich frage für einen Freund. Ich meine ja nur. Die guten alten Turnhallenbänke. Ja, geil. Zum Völkerball in die Mitte packen. Oh, ich habe direkt den Geruch in der Nase von der Turnhalle, ne? Direkt. Ich habe mal eine ganze Zeit lang Handball gespielt. Ja. Wie Völkerball. Hühnerball vielleicht auch. Borsti, moin, grüß dich. Da wo man die Kugel durch die Löcher werfen muss. So. Nicht auf dem Mattenwagen fahren. So, damit wir auch ein bisschen mehr, ne? Hochsprung. Boah, springen ist das Schlimmste, ey. Hier nochmal. Ah, jetzt kommen wir langsam zu den Sportarten, die ich mag. Ein bisschen Hantelbank. Mm, oh yeah. Lasst uns die Muskeln aufpumpen. Jawohl, Kurzhanteltraining. Kurzhantel ist viel besser als jede Langhantel. Ist so. Change my mind. Kurzhantel beste. Kurzhantel beste. Da kannst du alles mitmachen von der Langhantel und noch mehr. Jetzt noch Schmerzen, wenn ich am Bock springen denke. Jawohl, schön für Kreuzheben. Rumänisches Rudern. Ja, gib mir noch mehr. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch? Mit der SpongeBob-Handel vor. Der Kraft- und Kampfsport war mein Hauptsport, bevor ich mich verletzt habe. Also Kraft- und Kampfsport ist tatsächlich eines von den Sachen, die ich mit denen ich mich auskenne. Ich würd jetzt mittlerweile nicht mehr sagen auskennen. Ist jetzt halt auch ein paar Tage her. Aber, boah, ist das... So. Vielleicht sollten wir das Reck nicht da dran stellen. Stellen wir das mal hier hin.
Caught an arrow to the knee. Ja, fast zwei Schrauben im Ellbogen, ne? Es muss schon sehr lange her sein, als Ranger das gemacht hat. Meint ihr, was ich für ein Hämpfling da gewesen sein soll? So. Ich war sehr, sehr sportlich. Ich habe einen Trainerschein für Krav Maga. Ich habe einen Übungsleiterschein für deutsch-olympische Sportabzeichen. Ich habe angefangen, so ein bisschen Richtung Trainer zu gehen, Richtung Handball zum Beispiel. Und selber Sportarten habe ich halt sehr viel Kraftsport gemacht. Eine lange Zeit mal habe ich mich am Laufen versucht, das war aber irgendwie kein Sport für mich. Und Kampfsport habe ich halt, Krav Maga ist ja Selbstverteidigung, da habe ich dann beim Kampfsport BJJ zum Beispiel gemacht, Grappling. Bin dann auch in Richtung MMA gegangen. Und ich habe mal Kickboxen versucht, aber ich bin nicht so gut im Treten, deswegen war ich dann eher Richtung Boxen noch unterwegs. Ja. Krav Maga, wird klingonisch, also das ist israelisch. Zugucker, das ist kein klingonisch. Zimmer neben der Turnhalle, was gibt's Schöneres? Ja, da ist eine verstärkte Wand hier zwischen. Doofe Frage, wie alt bist du denn? 21, 5, 6? Hebräisch. So, dann haben wir jetzt hier die Turnhalle. Wohl verdient. Hausmeister zum Putzen gebraucht. Danke. Mr. Seraphim, wunderschönen guten Tag, hallo. So, mittlerweile der Standard-Selbstverteidigungskurs für alle Spezialkräfte geworden. Ja, Krav Maga orientiert sich halt an den gängigsten und einfachsten Methoden, um sich schnell selbst verteidigen zu können. Ne? Deswegen, also meistens ist es halt nochmal was Spezielles. Ach so, Ausbilder für militärischen Nahkampf war ich auch. Stimmt. Das habe ich auch gemacht, weil es halt einfach relativ eng zusammen war mit Krav Maga. Ja. Dann irgendwann Sportunfall gehabt, beide Arme gleichzeitig gebrochen. Wir gehen mal in das zum Duschraum. Beide Arme gleichzeitig gebrochen. Über Monate hinweg musste operiert werden. Hab jetzt Schrauben im Arm. Und Anfragen an die Verwaltung. Dafür haben das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Ne? Laro, grüß dich. Hi, wunderschönen guten Tag. Ist doch kein Hindernis. Nee, natürlich nicht. Stoffellos, mach's gut. Ciao. Ich überlege, ob wir hier einfach Voltaren drauf, das hilft. Ich habe Voltaren bekommen, um das auf meinem Bruch drauf zu schmieren. Seitdem. So. Die Schrauben bleiben drin. Kann Kampfsport und eine Familienpizza alleine essen. Das kann ich heutzutage auch. Ja, das kann ich heutzutage auch. Ich finde die Musik irgendwie sehr laut. Ich weiß nicht, ob man die so noch hört, aber sonst ist die einfach zu laut für mich. Ich überlege jetzt wirklich, ob wir die Duschen jetzt einfach insgesamt hier hinten hinpacken, um ehrlich zu sein. Der Campus bietet den Studierenden medizinische Versorgung, zumindest theoretisch. Okay, wir gehen mal hier hin. Schön viele Duschen rein. Bei dir bekommt der Spruch, du hast eine Schraube locker, eine ganz andere Bedeutung. Ich hoffe nicht, dass die Schraube jemals locker wird. Aber ja, du hast recht. Du hast recht. Dann setzen wir nochmal so Handtuchhalter hin. Dann kommen hier nochmal Waschbecken hin, weil Waschbecken gehören ja auch irgendwie dazu.
So. Setzen wir die beiden. Fehler beheben? Ach so, das ist zu nah dran. Assistent wird in die Bibliothek gebeten. So, sehr schön. Ja, war auch ein klassischer Bundeswehrarzt. Deswegen bin ich nicht mehr so der Fan von, verständlicherweise vielleicht. Von den Sanitätswesen. So, dann wollen wir unsere Toiletten, bauen wir dann auch nochmal hier oben hin, damit die jetzt alles, damit es hier alles ein bisschen besser wird. Badezimmer. Ne? Los Hausos del Scheißos. Das ist Spanisch gewesen. Für diejenigen, die es nicht gewusst haben. Ah, jetzt kommen wir langsam wirklich hier zu den Bundeswehr-Toiletten hin. Ja, jetzt, das sieht aus wie die Toiletten, wie das Badezimmer in meiner Grundausbildung. Da haben wir es. Da haben wir es. Das sieht aus wie in meiner Grundausbildung der Toilettenraum. Ah, schön. Back to the roots. Jawohl. Da hast du morgens, morgens, wenn es Frühstück gab und alle danach nochmal eine kurze Zeit hatten, waren alle Klos besetzt und du hast kollektiv überall nur gehört. Jawohl. Ist vielleicht jetzt nicht das, was jeder von euch vorstellen möchte, aber ja, so ist es. So ist es. Zeiten, die man nicht vergessen möchte. Die man vergessen möchte. Ja. Eieiei, Butterbrot, dankeschön für dein Follow. Was, ihr hattet Wände? Ja, das war aber Mindeste. Das Unisex, ja, die gehen ja da alle rein, ne? Also von dem her. Keine Pissoirs, die waren in einem separaten Raum daneben. Du bist quasi... Oh, jetzt muss ich mal... Du bist hier in den Raum reingegangen, dann konntest du links hoch zu diesen... Ne? Und wenn du dann ein Stück weiter gegangen bist... Dann waren hier die Pissoirs. Boah, das ist halt schon so lange her, ne? Fällt mir gerade mal ein in dem Zusammenhang. Aber so müsste es ungefähr gewesen sein. Und dann, ja, also dann war hier zwischen so ein Flur und dann auf der anderen Seite waren die Duschen. Sehr schön, das Jahr ist vorbei. Bin ich eh nicht mit solchen Toiletten. Ja, ja. The good old times. Soldat sein heißt auch allen Ansprüchen aus modernen Leben abzuschwören. Ja, tatsächlich ist es so, ja. Zumindest in deiner Anfangszeit. Boah. Durchgefallen 14 Abbrecher 1. Na gut, wir bauen gerade alles ab. Um, ne? Tatsächlich ist das so. Weswegen ich ein sehr großer Freund von Luxus heutzutage bin. So, okay. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Als ich mal auf Ausgrabung in Kroatien war, bin ich morgens völlig verschlafen und ohne nachzudenken auf das einzige Badezimmer in unserem Grabungshaus ausgiebig duschen gegangen, das eine Toilette besaß. Als ich erfrischt aus der Dusche trat, saßen da 10 ziemlich angepisst und sehr verkniffen aussehende Archäologen, die alle dringend auf Toilette mussten. Oh Gott! Die Hölle! Aber das ist ja auch cool. Ausgrabung in Kroatien. Was war das denn für eine Ausgrabung? Kannst du eine Frage über ein anderes Spiel stellen, ja? Kannst du eine Frage über ein anderes Spiel stellen? So, wir können mal das hier verkaufen. Ein venezianisches Handelsschiff. Oh, das ist ja mega. Das ist ja richtig interessant. Cool. Aus dem 16. Jahrhundert. Krass. Das ist wirklich cool. Oh, und dann wollen wir mal gucken, was können wir denn... Wir könnten noch die Fressmeile hier oben hinpacken. Ja, immerhin haben sie ein bisschen mehr Platz. Bei Toiletten und Bundeswehr muss ich an den Film Kein Bund fürs Leben denken. Den habe ich nur einmal gesehen, da weiß ich leider nicht, was da passiert. Also, wir brauchen noch einen Computerraum. Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen. Sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Den setzen wir mal hier oben hin. Ah ne, wir müssen ja da reinklicken.
So. Und dann werden wir den hier einmal kopieren. Haben wir. Einmal reinsetzen. Dann brauchen wir noch mehr VR-Labore. Dann werden wir mal ein VR-Labor werden wir mal richtig einrichten hier. VR-Labor. Aber dass die auch so viel Zeit fressen, diese VR-Labore, ne? Das ist ja die Hölle. Könnten wir es noch erweitern. Das wird noch gehen. Okay. Dann setzen wir mal eine Tür hier hin. Egal wie groß der Druck auch sein mag, dann setzen wir einen hier hin. Dahin. Dahin. Wir haben halt wenig Sachen, die wir hier reinpacken können. Ne? Was haben wir denn da? VR-Projektor. Nehmen wir nochmal einen VR-Projektor mit rein. Das setzen wir dann dorthin. Die Räume müssen hinterher wahrscheinlich sowieso alle größer werden. Den Raum verkaufen wir einmal. Und dann werden wir stattdessen den hier einmal kopieren. Wir werden den hier drüben hinpacken. So. Dann werden wir den einmal spiegelverkehrt aufbauen. Einmal. Hoppala, jetzt ist aber mal gut hier. Gib mir den mal. So. Sag mal. Dann setzen wir den dorthin. Den setzen wir dahin. Und dann einmal den dahin. Und eine Tür hier rein. Sehr schön. Spiel sieht recht interessant aus. Wenn du auf die alten Tycoon-Spiele stehst, also Theme Hospital zum Beispiel, dann ist dieses Spiel wahrscheinlich definitiv was für dich, weil Two Point Hospital, das Vorgängerspiel, ist zum Beispiel genau eine Hommage oder eine Neuauflage, könnte man eigentlich eher sagen, an diese Reihe gewesen. Deswegen finde ich es, ich finde es auch wirklich sehr spannend. Und je weiter man voranschreitet im Spiel, desto interessanter wird es auch. Also das hier ist auf jeden Fall kein schlechtes Aufbauspiel. Und vor allem fummelt man sich hier drin nicht tot, sondern kann wirklich recht schnell auch Sachen aufbauen. Finde ich wirklich cool. Finde ich wirklich cool. Sturmruppler, wunderschönen guten Tag. Hallo. Nettilein, mach's gut. Ciao. Kam noch die Frage zum anderen Spiel an, Ayo, oder habe ich die übersehen? So, wir werden dann nochmal hier ein bisschen das erweitern. Ah, nee. Askanon, Dankeschön für deinen Sub auf Stufe 3. 8. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Danke dir vielmals. Dankeschön für deine Unterstützung. So, bauen wir das mal dahin. Wir werden die Räume nochmal einen nach vorne bewegen, weil wir können ja hier die engen Gänge lassen. Muss ja jetzt hier nicht so detailreich sein. Oh, auch da nochmal nach vorne. Den hier packen wir dann hier hin. Wie viel schlucken die denn hier? Dass man Bayern in den Bund bekommt, das hat sich ja ein bisschen geändert. Das kann ich dir gar nicht mehr zu 100% sagen. Das kann ich dir gar nicht mehr zu 100%. Da müsste ich mich jetzt erstmal selber nochmal einspielen. Zwingen mit Waffengewalt. Wir brauchen nochmal einen Dozenten für virtuelle Normalität. Oh, der hat sogar Stufe 2 hier schon. Dann nehmen wir uns den mal. Hausmeister zum Reinigen verstopfte, packen den hier rein. Und wir brauchen noch einen Dozenten für Internetgeschichte. Den haben wir hier. Und da nehmen wir mal Daisy Mania. Die packen wir auch hier rein. So.
Folgejahr starten nicht vergessen. Ja, diesmal habe ich es ausnahmsweise noch so gelassen. Aber jetzt können wir eigentlich starten. Hast du recht? Warte mal, ich gucke nochmal vorher kurz hier rein. Virtuelle Normalität werden wir mal mit reinnehmen. So, und wir brauchen noch einen Dozenten für Internetgeschichte. Folgejahr starten. Los geht's! Sehr cool. Damit wächst doch schon mal alles hier an. Das wächst doch alles schon mal super. Seit wann ist Internet kein Neuland mehr für Geschichte, um Geschichte geschrieben zu werden? Haben? Was? Ich habe an meiner Uni. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also eine zweistellige Zahl, als ich das hatte. Habe ich die Geschichte des Computers gehabt. Als ein Seminar. Da hast du mir ganze Räume versetzt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das in Two-Point Hospital gab. Aber hier drin ist es auf jeden Fall cool, dass wir auch alles... Ich weiß gar nicht mehr, ob das da drin war, dass wir hier alles zubauen können. Wir können hier wirklich bis nach oben zubauen und das erweitert sich immer weiter voran. Konrad Zuse. Ich glaube, wir haben sogar in der Antike angefangen. Frag mich nicht mehr, was da gewesen ist. Ich glaube... Ich kann es nicht mehr sagen. Das war ein relativ uninteressantes Seminar. Vor allem war dieses Seminar zusammen mit den Historikern und also mit richtigen Personen, mit Personen, die die Geschichte studieren. Ne? Und ich bin halt dort reingeworfen worden. Nix gegen Historiker. Nee. Warte, das kommt jetzt gleich, warum ich das sage. Ich bin halt da reingeworfen worden als, das war so ein an der Uni gab es diese Querverschiebung. Interdisziplinare Studienanteile hieß das. Das heißt, man hat auch mal immer wieder Studiengänge gesehen, die nichts mit dem eigenen Studiengang zu tun hatten, um den Horizont zu erweitern, um quasi über den Tellerrand hinauszuschauen. Das heißt, ich habe auch schon zum Beispiel BWL gehabt. Ich habe humanitäres Völkerrecht. Das war die schlimmste Entscheidung, dass ich da reingehe. Hatte ich ein Seminar. Das war furchtbar. Das war furchtbar trocken und langweilig. Und ich habe halt Geschichte gehabt. Und da saß ich dann mit den Personen drin. Und dadurch, dass wir in der Antike angefangen haben, war einer der ersten Texte, die wir lesen mussten, einer aus Griechenland. Der war aber auf Altgriechisch. Und der sollte dann auf Altgriechisch gelesen werden. Und dann kam die Dozentin, ging rum und hat gesagt, so, hier diesen Text bitte einmal lesen, der ist auf Altgriechisch, das sollten Sie ja alle können. Und da habe ich gesagt, ich bin kein richtiger Historiker, ich sitze jetzt hier nur in dem Kurs drin, ich kann kein Altgriechisch, ich habe das nicht gelernt, ich brauche das nicht, es gibt's für mich nicht. Und da hat die Dozentin allen Ernstes gesagt, das ist dann Pech für sie. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Gut, war jetzt nur für ein Seminar, habe ich dann logischerweise auch nicht gelesen. Ich fange jetzt hier nicht an, altgriechischen Computer einzutippen, aber das war, ja. Das war sehr, sehr seltsam. Ja, Pech für sie, sagt die. Tibul, Mahlzeit, grüß dich. Wunderschönen guten Tag auch an dich. So, damit haben wir diesen Bereich jetzt auch erweitert. Wir haben hier unten nochmal ein paar Ziele bekommen. Ist ja echt cool, schätze ich. Neon-Gitarre. Nehmen wir das mal mit. Wollen wir mal platzieren. Ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Dass du für ein Seminar Altgriechisch lernst. Ja klar, warum nicht, ne? Aldemar, Mahlzeit, grüß dich. Hör mal, dank dir für deinen Sub. Vielen lieben Dank. Hoffe, dir geht's gut. Hättest du mal eben lernen können. Ja, ja klar, hätte ich. Hätte ich. Hoppala. Uns geht's auch gut. So, Bildungsministerium möchte schon mal wieder, dass wir ein paar Erfahrungen sammeln. Belohnung einfordern. Verdiene 1 Million. Nehmen wir mit. Was haben wir denn jetzt hier? Ich hatte meine Vorbereitung eines Referats nur spanische Quellen und Sekundärliteratur gefunden und nichts auf Deutsch. Meine Dozentin meinte dann in der Sprechstunde zu mir, wenn ich den Kalender richtig lese, habe ich nur noch 2 Wochen Zeit, um Spanisch zu lernen. Wow. Wie, du kannst kein Altgriechisch? Du bist aber sehr enttäuscht. Das kann doch jeder. Rein theoretisch kann das tatsächlich jeder. Ja. Eigentlich schon. Wir fordern mal ein paar Belohnungen ein. Lasse 100 Schule des Denkensstudenten aufsteigen. Belohnung einfordern. Da bekommen wir nämlich diese Währung, mit der wir dann wieder neue Sachen freischalten können. Das heißt, wir fordern jetzt mal ein bisschen von der Belohnung hier ein. Genau.
auch. An einem Wochenende haben sie die Grundlagen griechisch drauf. Sie haben also genug Zeit, um bis nächste Woche den Text gelesen zu haben. Captain Ventress, mach's gut. Ciao. Bis morgen. Schön, dass du da gewesen bist. So, wir werden jetzt... Den hier wollten wir auch noch kaufen. So. Kommen wir mal dahin. So. Okay, was haben wir noch? Den Invasionsbericht. Oh Gott. Tag der offenen Tür. Nehmen wir auch an. So. Karriereziel erreicht. Und einfordern. Wir haben noch ein bisschen mehr. Digitale Konsole benötigt Computerraum. Ja, komm, dann lass uns den mal im Computerraum mit reinbringen. Setzen wir die mal hier in die Ecke. Ja, ich würde sagen, das ist individuell von der Person abhängig. Grimson. Es gibt auch sehr, sehr coole Lehrer. Wir haben ja auch ein paar Lehrer und Lehrerinnen hier im Chat, beziehungsweise bei uns in der Community tatsächlich, die auch dann teilweise sagen, nee, sowas geht überhaupt nicht, sowas sollte man auf jeden Fall nicht machen und ähnliches. Deswegen, das ist halt wirklich so ein individuelles Ding. Ne? Das gibt's wie in jedem anderen Berufsstand, gibt's das auch. Da gibt's halt Menschen, die laufen ein bisschen am Leben vorbei, sagen wir es mal so. Und ja. So, den können wir auch rausnehmen. Wunsch nach Studierendenzimmer. Nee, Studierendenzentrum. Invasionsbericht nehmen wir auch nochmal raus. Lesekabine benötigt. Ein Leben ohne Duschen. Sollen wir auch nochmal machen. Ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Setzen wir mal hier hin. So, Ramenkiosk. Oh. Wunsch nach Gemüsekiosk, nach Studierendenzimmer, nach Liebestunnel, nach Crazy Taxiautomat, Ergebnis des Besucherberichts der Bürgermeisterin, Haxenhexerautomat. Jo, der hört sich doch gut an. Wir wollen mal den Haxenhexerautomat. Achso, das ist eine Spielekonsole. Na gut. Dann lasst uns das. Vor die Toilette bauen wir das hier. So. CBT-Seminar. Jetzt habe ich euch was gesagt, ne? Wir erwarten Froschregen auf dem Campus. Können wir eigentlich unseren Kredit zurückbezahlen? Ja, Kredit zurückzahlen. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. Regnet das in unser Gebäude rein? Die Frösche sollen nicht gegessen werden. Habt ihr gehört? Keine Frösche essen, Leute. Keine Frösche essen. Keine Frösche essen. Legenden erzählen von guten Lehrern. Jetzt geht's hier aber los. So. Wollen wir das mal mit dem Liebestunnel machen? Oha! Ja, warum nicht, ne? Liebestunnel an der Uni. Was soll schief gehen, Leute? Was soll schief gehen, wenn wir einen Liebestunnel hier in die Uni bauen? Ich meine, ne? Was soll schief gehen mit dem Liebestunnel? Nun gut, nun gut. Benolord, mach's gut. Dozenten stellen sich an. Vielleicht. Nach 9 Monaten wissen wir es. So, ein Rahmenkiosk. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Wir können ja hier so eine kleine Fressmeile hinbauen. Wisst ihr? Ich baue die mal hier hin. Ich setze die mal einfach hier rein. Wir bauen jetzt mal... In der Voraussicht, die wir haben, bauen wir mal ein paar Grünflächen hier rein. So, und zwar... Gott, warum ist denn da so eine Umrandung bei? Das sieht ja furchtbar aus. Ich will das ohne Umrandung haben. Oder wird hier die Computersprache gelernt? Da wird tatsächlich die Computersprache gelernt. Private medizinische Weiterbildung.
Die laufen über die Grünfläche. Wenn der Dienstherr gewollt hätte, dass sie über die Grünfläche laufen, hätte er die Stufen Terwig anlegen lassen. Wir gehen mal dann... Pass mal auf, wir machen es mal so. So. Also, wir gehen jetzt hier weiter. Und dann geht es einmal hier entlang. Entschuldigung, da soll nicht gelaufen werden. Ja gut, dann lauf doch da lang. So, da arbeitet keiner. Assistent benötigt. Dann wollen wir mal jemanden neuen dafür einstellen. Gibt ja recht wenige bei uns. Oh, hier. Benötigt Behebung von Seelsorgenprobleme. Jetzt mal ganz ehrlich, die Person hört sich doch perfekt danach an, in einem Rahmenladen zu arbeiten. Ich meine, gerade beim Essen, da schüttet man noch mal sein Herz aus. Staubi, wunderschönen guten Tag. Wolltest du nicht deinen Bot bearbeiten, dass er nicht alles gleichzeitig rausballert? Habe ich. Ja, gut, zwei Sachen sind immer noch gleich. Also eine Nachricht ist weniger davon jetzt. Hat also noch nicht ganz geklappt. Muss ich mir nochmal anschauen. So, dann haben wir das jetzt. Ich wollte nochmal reinschauen, ob wir hier noch einen anderen Gemüsekiosk. Den nehmen wir auch nochmal mit. Dann lassen wir das hier auch nochmal drehen. Assistent in die Bibliothek, bitte. Danke. So, okay. Dann holen wir nochmal einen Assistenten. Ah, da jemand mit Sozialkompetenz. Den packen wir dann da rein. Schön mit der Aubergine spielen. Ein Entenstrauch. Ein Entenstrauch ist doch perfekt für Coppelius. Ciro Smith, ich grüße dich. Hi, wunderschönen guten Tag. So, und Thomas von Geeking, wunderschönen guten Tag auch an dich. Falls ihr übrigens neu hier seid und zufälligerweise über Two Point Campus hier hingestolpert seid oder weiß ich nicht was, lasst doch sehr gerne ein Follow hier. Bei uns gibt's alles aus der Welt der Strategiespiele, von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung, ist alles mit dabei. Lasst dann gerne einen kostenlosen Follow hier und macht den Ranger damit glücklich. So sieht zum Beispiel im Programmplan bei uns aus. Für nächste Woche, Montag, morgen, also morgen um 17 Uhr. Neue Kampagne in Warno. Da ist eine komplett neue Kampagne rausgekommen. Da ist ein Update rausgekommen. Es gibt ein Singleplayer-Spiel. Das ist Set wie Zerstörung dann in dem Fall. Da werden wir die Bundeswehr spielen. Was in einem Spiel? Das hört sich sehr interessant an, ne? Gucken wir uns morgen an. Dienstag gibt es eine Preview zum Strategiespiel von Terminator. Terminator Dark Fate Defiance heißt das Spiel. Da werden wir uns in die Welt von Terminator begeben und ein bisschen so an den Anfängen der als Skynet übernimmt spielen. Also alle Fans werden hier auf jeden Fall abgeholt, der alten Terminator-Filme. Nächste Woche Samstag Release-Stream. Also das Spiel released schon vorher, aber wir gucken uns den Release an. Von Solium Infernum. Ein 4X-Spiel, also so ähnlich wie Civilization in der Hölle. Da werden wir allerdings als einer der Dämonen um den Thron des Teufels kämpfen, weil der Teufel verstorben ist und irgendjemand die neue Hölle übernehmen muss. Und Sonntag, Megastream, da wahrscheinlich 12 Stunden Megastream. Wir werden Father's Frontier spielen, vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Giveaway. Eine lange Session am #Aufbausonntag und am Abend ab 18 Uhr rübergehen zu Rustalot. Da beginnt nämlich Rustalot das Roleplay-Event im Mittelalter mit ganz, ganz vielen tollen Content-Creatorinnen und Content-Creatern, ausgerichtet von Chagas zum Beispiel. Und wir sind im Hause von Weberlichingen. Rangerius von Weberlichingen. Das bin ich. Es gibt ein Spiel von meinem Arbeitsplatz. Also gerne, wenn euch das zusagt, ein Follow hier lassen, würde ich mich sehr freuen. Und ihr unterstützt bei der Mission 13.000 Follower. Zum Beispiel wie Erpel des Verderbens. Vielen lieben Dank für dein Follow. Oder auch Guni. Dankeschön für dein Follow. Vielen lieben Dank an für euch beide, an die Follows. Freut mich immer sehr. Ich denke, das wird wahrscheinlich... Da haben wir ja letzte Wochenende schon drüber gesprochen. Ich denke, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Ich freue mich so tierisch, wenn ein Follow reinkommt. Ich freue mich fast genauso sehr darüber wie beim Sub. Das ist unfassbar, der Endorphin-Kick dabei. Aber ist auch schön. Wenn es so bleibt, ne, mal gucken. Vielleicht endet es auch irgendwann, wenn man 100.000 Follower erreicht hat. Oder 20.000 oder 30.000, keine Ahnung. So, Prestige-Labor Level 7.
Ja, das dauert aber noch. Wir haben die gerade mal auf Level 3. Dafür müssen wir die wahrscheinlich auch größer bauen. Wenn der Teufel stirbt, wo kommt er dann hin? Zurück in den Himmel? Wie ist das Spiel, wo die Bundeswehr gespielt wird? In Broken Arrow? Broken Arrow? Weiß ich gar nicht, ob die Bundeswehr dabei ist. Aber Warno. Wir müssen versuchen, alles mit Mangel zu erreichen. Ja. Der Teufel kommt ja jeder nach dem drauf an. Ist ja auch ein gefallener Engel, ne? So, entferne 5 Eindringlinge machen wir auch noch. Ein Smoothie werden wir... können wir uns gerade nicht leisten. Ein Hortensienblütenkübel, den können wir uns aber leisten. So. Und so. Wobei, mal gucken. So. Nee, ist zu nah dran. So. Perfekt. Wohl bei mir gebracht, wenn wir die Bundeswehr... Hoppala. Es ist weggesprungen. Vor 36 Jahren wurde mir beigebracht, wenn wir die Bundeswehr am Freitag nach 17 Uhr besuchen kommen, können wir den Laden übernehmen, weil außer der Objektwache niemand da ist. Deswegen spielen wir das ja am Montag um 17 Uhr. Dann sind noch ein paar Leute da, die Überstunden machen. Schon interessant, wie Ranger nahezu fester Bestandteil meines Morgensprogramms am Wochenende geworden ist, auch wenn ich fast nie was schreibe. Sepp Heinzson, es freut mich sehr, wirklich sehr zu hören. Vielen, vielen lieben Dank dafür und entspann dich in Ruhe. Entspann dich in Ruhe, genieß einfach das Programm. Schön, dass es dir gefällt. Vielen lieben Dank. Die Bundeswehr, oder wir werden tatsächlich gegen die NVA spielen. Also die Bundeswehr gegen die NVA, das ist so ein fiktives kalte Kriegssetting tatsächlich. Ich bin so alt. Eigentlich bin ich nicht alt. Aber ich bin alt genug, dass ich noch einen Ausbilder aus der NVA gehabt habe. Genauer gesagt, einen Spieß aus der NVA. So alt bin ich. Er wird jetzt wahrscheinlich schon in Pension sein, aber... ohne. Scrollsauer, nein, ohne. Aber, Studenten mit seelischen Problemen sollen die Studienberatung aussuchen? Ja, jetzt geht's aber los. Aber nicht bei mir, Leute. Aber nicht bei mir. Ich helfe euch da nicht. Das ist ein ganz anderer Schlagmensch gewesen. Aber die NVA, das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt. So, den nehmen wir auch mal weg. Karriereziel erreicht. Belohnung wollen wir einfordern. Und, am Ende. Genau, NVA steht für Nationale Volksarmee. Das wird die Armee in der DDR. Also die andere deutsche Armee, wenn man so möchte. Ein Leben ohne Duschen ist so, endlich mal Kaffee. Setzen wir auch nochmal hier hin. Und dafür stellen wir auch nochmal eine Person ein. Und zwar, wen stellen wir dafür ein? Er arbeitet hier schneller. Das heißt, dich stellen wir dafür ein. So. Tatsächlich rede ich ja echt, ich muss sagen, ich rede tatsächlich über meine militärische Vergangenheit im Stream recht ungerne. Der Grund ist einfach nicht irgendwie, weil ich mich dafür schämen würde oder ähnliches, das überhaupt nicht. Ich bin sehr froh, diese Zeit gehabt zu haben, aber dann klingt der Stream so militärisch und ihr wisst ja, ich bin ja einer, der sehr auf Entspannung setzt, sehr darauf setzt, dass wir gemeinsam hier Spaß haben und ähnliches, aber irgendwie... Dann wird es irgendwie so militärisch. Das ist irgendwie... Ja. Sondern weil es schrecklich langweilig ist, genau. Meine Zeit war nicht schrecklich langweilig. Meine Zeit war alles andere als schrecklich langweilig. Aber... nochmal... alles durchleben wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen...
Da hätte ich nicht so Lust drauf. So, hier nochmal so ein Schallplattenteppich, wenn wir jetzt schon die Mission reinbekommen. Und hier ein Hotdog-Stand. Spaß in der... Genau das meine ich so. Auch wenn ich das Wort ZTV höre. Boah, da kriege ich direkt Gänsehaut. Ich gehe direkt die ganze Entspannung von meinem Stream hier flöten. Wir brauchen Studienzimmer. Studierendenzimmer. ZDV, zentrale Dienstvorschrift. Hausmeister zum Müllsammeln gebraucht. Grüne Halk, moin, grüß dich. Ding ich auch. So. Das müssen wir wirklich bauen. Aber die Frage ist, wohin? Na, hoffentlich wird in der ZTV auch ordentlich auf andere Vorschriften verwiesen, umgekehrt. Oh ja, am Anfang gibt es einmal komplette Seiten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten, je nachdem, in denen die Querverweise stehen. Alle. Ausführlich. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So. Giesemann, hallo, grüß dich. Ich will einen Hotdog, aber da arbeitet niemand. Ich habe Hunger. Beim Hotdog? Doch, da arbeitet jemand. Hier. Die haben eine zu lange Warteschlange. Da wollen's. Guck mal, wie viele Leute hier Kaffee wollen. Typisch Studenten. So, wir gucken mal weiter. Hier rein. Moment, lassen wir das auf doppelter? Nee, das läuft auf normalen Geschwindigkeit. Kuh des Untergangs, vielen lieben Dank für dein Follow. Sehr lieb. Schöner Name. $50 für einen Kaffee. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen nach oben schrauben. Ne? Man muss ja auch mal ein bisschen nach oben schrauben. Ich weiß aber nicht, wo ich diesen Studierendenzimmer hinbekommen möchte, um ehrlich zu sein. Wie groß muss das denn sein? Und... Oh, Linchen, auch an dich Dankeschön für dein Follow. Auch ein sehr cooler Name. Dankeschön. Studierendenzentrum. Jetzt wäre die Frage. Ja, der Boden ist klebrig. Das soll so sein. Aha. Wir brauchen mehr Bespaßung. Dafür holen wir uns das. 3x4. Da kommt eine Bar rein. In Barbaras Rhabarber-Barbaren-Bar. Kann das sein? Rhabarbas, Barbaras, Rhabarbar. Wir wollen uns nochmal ein Campusgebäude holen. Ich überlege gerade, wo ich das Campusgebäude am besten hinsetze. Wisst ihr was? Wir packen das hier hin. Starte 5 Events. Ja, nun. Wir bekommen wirklich sehr schnell sehr viel Geld. Also das ist, die Problematik ist hier wirklich nicht. Am Hungertuch nagen sie definitiv nicht. Schlafsaal klingt wichtig, aber Schlafsaal haben wir hier. Kaserniert sind die, ne? Wie gesagt, kaserniert. Ich würde es gerne hier hinbauen, ne? Aber dafür brauchen wir 5 Events. Und Events starten wir über den Kalender. Unrealistisch, eine Uni, die Profit macht. Das stimmt natürlich. Neues Event erstellen. Komödie. Ah, eine Komödie. Dann machen wir einen Horrorfilm. So, Eventplan. Event buchen. Können wir noch ein anderes Event planen? Zum Beispiel, halt, stopp. Da gab es doch hier dieses, da gab es doch hier, Wunsch nach Science-Fiction-Film. Science-Fiction, Eventplan, Eventbuch, das haben wir.
Dann gab es doch noch einen Wunsch nach Horrorfilm. Er ist schon weg. In den USA und Großbritannien machen Unis immer Gewinn. Ja. Sammeln gebraucht. Mein Beileid. Jetzt arbeitet hier wieder keiner mehr. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Person mehr. So. Okay, jetzt ist die Frage, wo wir das mit den Studien hinpacken. Wie gesagt, ich will dieses Studierendenzimmer eigentlich bauen. Anfragen an die Verwaltung. Vielleicht bauen wir das wirklich hier unten hin. Ich meine, das da oben... Ich muss noch mal kurz in den Eventkalender schauen. Also, wir haben... 1, 2, wir wollen natürlich noch mal ein paar mehr machen. Deswegen gibt es auch einen romantischen Film. 3. Eine Komödie. 4. Und einen Actionfilm. 5. So, dann haben wir jetzt 5 Events damit gebucht. Ist natürlich jetzt nicht verteilt, aber ich will diesen hier in der Mitte haben. Der ist wichtig für meinen Seelenfrieden. Dann können wir nämlich hier dieses Studierendenzentrum inbauen. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall da schon mal eine gute Abdeckung mit, dass die alle zentral ihren Spaß da drin haben können. So, ihren Spaß. So, wir machen mal in der Zeit, können wir Wege auch hier drin bauen? Nee, können wir tatsächlich nur draußen bauen. Das zählt schon als Weg, oder? Okay, Wege können wir nicht drinnen bauen. Schade eigentlich. Ich hätte nämlich gerne auch hier drinnen Wege, um ehrlich zu sein. Wollte eigentlich die Battle Brothers weiterspielen gleich, aber auf einmal richtig Bock auf Theme Hospital bekommen. Ich glaube, die legendäre Rüstung zu finden muss warten. Du hast es bestimmt schon gesagt, aber warst du auch Theme Hospital Fan? Ja, damals war ich auch Theme Hospital Fan. Ich bin allgemein ein großer Tycoon-Fan. Also abseits von Theme Hospital habe ich zum Beispiel auch sehr gerne Planet Zoo, Zoo Tycoon gespielt. Zoo Tycoon fand ich tatsächlich klasse. Die 2D-Grafik in Zoo Tycoon, beste überhaupt. Ich habe Rollercoaster mal ein bisschen gespielt, aber ich bin kein Fan von Achterbahn, von Freizeitparks. Ich habe aber auch Tycoon-Spiele gespielt, wie zum Beispiel Hotel Gigant. Kennt ihr noch Hotel Gigant? Oh, das war gut. Das war gut. Hotel Gigant und irgendwas. Industrie Gigant? Ja, Industrie Gigant 1. Und Kaplokutos, hi, grüß dich. Und, was war es denn noch? So ein Pizzeria-Tycoon, aber das war jetzt nicht dieses Pizzasyndikat oder wie es heißt. Ach, wie hieß es nochmal? Komm ich gerade nicht drauf. Irgendwas mit Pizza. Noch in deiner Steam-Bibliothek. Oh, gibt es Hotel Gigant auf Steam? Pizza. Ich glaube, es war nicht Pizza Connection. Es war, glaube ich, ein anderes Spiel. Es war, glaube ich, nicht Pizza Connection. Wie hieß es denn? Weiß ich gar nicht. Janni, moin. Cranston Project Hospital war eigentlich für letzte bzw. vorletzte Woche geplant. Ich habe die Probleme davon auch in den Griff bekommen, muss ich sagen. Aber ich habe ein bisschen... Das ist ja ein realistisches Krankenhausspiel, Project Hospital. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Sorge dafür, dass ein Hypochonder in mir durchkickt, wenn wir Project Hospital spielen. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich bin so ein kleiner Hypochonder. Es gibt ja wirklich Hotel Gigant. Wie sieht's denn bei euch aus? Würdet ihr gerne mal Project Hospital sehen? Also Project Hospital ist quasi ein Theme Hospital mit realistischem Bezug. Also da muss man wirklich Krankheiten diagnostizieren und sein ganzes Krankenhaus aufbauen und Krankenhaus managen. Schreibt mal eine 1 rein, wenn ihr sagt, das wäre was für euch.
Okay. Ist ein bisschen hin und her gemixt, weil genau das denke ich nämlich auch, gerade diese Diagnosen. Also wie gesagt, ich bin wirklich ein Hypochonder, was das angeht. Das kann an den jeweiligen Publishern liegen. Nordlicht. So, 5 Events müssen immer noch durchgezogen werden, aber die haben noch nicht stattgefunden, komischerweise, ne? Doch, müssen doch eigentlich. Oder muss das ja erst vergehen? Das Studienjahr nähert sich dem Ende. Lass uns mal schauen. Wir haben eine Liebesgrotte, ja, einen Liebestunnel haben wir hier drin. Let's do this! Die Finger über der Bettdecke lassen, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie die da rauskommen werden. Zu dritt. Na, wer hat sich denn da verliebt ineinander? Sebastian Juncker und, Jeanette Heuler. Ja. SimTower kenne ich nicht. 91% haben bestanden. Den Rest haben wir einfach durchfallen lassen. Gut. Haben wir jetzt die 5 Events? Nee, das hat nicht gezählt. Na gut, dann müssen wir das hier hinbauen. Dann gucken wir mal, dass wir das hier... Kurga, dankeschön für dein Raid. Vielen lieben Dank dafür. Wunderschönen guten Tag. Was gab's Cooles bei euch? Einen wunderschönen guten Morgen an euch. Hallo? Oder beziehungsweise guten Mittag, sagt man ja schon. True Tobi, hallo, grüß dich. Tetri, Grüße. Schöne Grüße und schönen Sonntag euch. Dir auch. Vielen lieben Dank für den Raid. Sehr, sehr lieb. Entspanntes Foundation. Oh, Foundation, ein super geiles Spiel. Haben wir auch vor kurzem hier gespielt. Foundation ist richtig, richtig super. Mag ich sehr gerne, das Spiel. Mag ich sehr gerne. Ja, herzlich willkommen. Wir spielen heute Two Point Hospital bei uns. Wir spielen heute Two Point Campus. Nicht Two Point Hospital. Two Point Campus gibt es heute bei uns zu sehen. Mal gucken, ob das wirklich so gut ist, wie immer gesagt wird. Ne? Notfallplan. Hallo, ich grüße dich. Wunderschönen guten Tag. Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. Wir gehen mal. Alle Studierenden müssen den Campus räumen, weil hier wird nämlich niemand übrig gelassen. Nur damit er da mal feststeht. So. Okay. Und dann werden wir diesen Raum auch noch mal ein bisschen weiter nach hinten bauen. Ich glaube, da kommt sowieso keiner mehr durch, oder? Nee, ich glaube nicht, dass da noch jemand durchkommt. Oh, Gottes Willen, das ist natürlich nicht so schön. Wir gehen nochmal auf die Wege und den setzen wir dann hier in den Weg. So. Und jetzt werden wir das Studierendenzimmer da reinbauen. Studierendenzimmer? Studierendenzentrum, nicht Studierendenzimmer. Mich stört das, dass ich nicht den kompletten Bereich hier einfach nutzen kann dafür. So. Sehr schön. Dann wollen wir hier nochmal so ein kleines Dingchen hinsetzen. So. Die Jukebox kommt hier ebenfalls hin. Kriegt einmal nach da vorne. Genauso wie das Ding hier. Dann haben wir hier noch ein paar... Gibt's eine Bühne hinterher? Gibt's eine Bühne hinterher? Das würde mich ja noch interessieren. Wenn eine Bühne hier ist, gibt ein paar Clubstände. Besenständer. Es gibt eine Bühne hinterher. Okay, das heißt, wenn wir eine Bühne hinterher haben, dann wollen wir natürlich, dann bauen wir die Dinger hier hin. Dann setzen wir den hier auch dahin. So, bau das Ding hier. Und dann holen wir uns nochmal ein Badezimmer.
Setzen uns das hier hin. Und dann wird hier nochmal ein bisschen... Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bruder Gasto, dankeschön für deinen Sub im dritten Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr, 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 sehr lieb von dir. Vielen Dank. Dank dir vielmals. Dann holen wir uns nochmal einen Assistenten. Und Bibliotheksverwaltung. Ah, gut, dann will ich natürlich hier nochmal Bibliotheksverwaltung und dann soll jemand anders hier hingehen. Wir können die auch hinterher fest zuweisen. So, ein besserer Name anstatt Bar. Ja, so schaut's aus. So schaut's nämlich aus. Ich glaube, wir müssen hier wirklich mal sagen, dass wir hier, ne? Hoppala! Sag ich dazu nur. Ups, eine Sekunde. Einmal hier. Ich hab mich verdrückt, Leute. Ich hab mich verdrückt. Mir einmal eine Sekunde hier eben was schauen. Ein Finger ist keine Zahnbürste. Ein Finger ist eine Zahnbürste, so gut man möchte. Ja. Ich frage mich, ob die hier auch durchgehen, um dann hier hinten hinzukommen. Das wäre jetzt natürlich eine Frage, die müsste man schon irgendwie klären, ne? So. Was haltet ihr denn davon, wenn wir hinterher nochmal Deep Rock Galactic Survivor spielen? Und lass mich mal eben kurz eine Sache nachschauen. Vielleicht machen wir noch ein Giveaway. Vielleicht machen wir zwei Giveaways. Ich meine, der Steam Key ist ja im Moment relativ günstig zu haben für Deep Rock Galactic. Vielleicht machen wir einfach nochmal Giveaways dazu, zwei Stück. Was haltet ihr davon? Ja gut, ihr werdet wahrscheinlich sagen, ja klar, mach, hau auf jeden Fall rein. Hau raus den Mist hier. Lass uns das gewinnen. Frogenstone. Ja, vielleicht. Ach nein, lieber nicht, genau, Heiliger, ne? Wenn du unbedingt möchtest. Wurde da aber influenced bei einem anderen Streamer? Mit Deep Rock Galactic nicht. Mit Deep Rock Galactic Survivor nicht. Mit Helldivers 2 wurde ich geinfluenced. Gar keinen Bock auf zwei Keys. Gibt nämlich auch für eine Person gibt es dann die beiden Keys. Das ist nämlich die Besonderheit dabei. Muss das sein? Das ist schlimm, ne? Es ist einfach schlimm. Was sagt ihr denn? Sollen wir jetzt rüber wechseln zu Deep Rock Galactic oder wollt ihr um 14 Uhr erst rüber wechseln? Wenn der Mond im Schatten des Saturn steht und die Morgenröte den Nebel küsst. Taranta grüßt dich, hi. Wohin? Deep Rock Galactic. Survivor. Bin noch für ein Folgejahr spielen. Lass uns noch ein Folgejahr spielen. Wir machen noch ein Folgejahr. Gehen nochmal auf Studiengänge. So. Lasst uns aber nochmal was Besonderes dazu nehmen, nämlich Astrologonomie. Ja, da hätte ich Lust drauf. Studiengang starten. Den nehmen wir mit dazu. Astrologonomie, Antigravitationszentrum müssen wir dafür bauen. Ein Antigravitationszentrum. Können wir mit dem hier nochmal irgendwie... Nee. Wir wollen Rittersportwissenschaften. Ja, stimmt. Wir können auch Rittersportwissenschaften noch dazu nehmen. Ritterschule... Da, Rittersportwissenschaften. Geht nicht! Können wir leider nicht wählen. Wir haben das Maximum erreicht an Studiengängen momentan. Oder können wir den hier wieder rausnehmen? Nee, das geht leider nicht. Naja. Gibt keine Rittersportwissenschaft für euch. Nur damit ihr es jetzt schon mal gehört habt. Rittersport ist raus. Ist aus. Gibt's nicht mehr.
Dachte ich auch, da dachten wir auch zuerst an die Schokolade. Wisst ihr was? Wir werden die hier verkaufen. Das bringt uns hier eh nichts. Wir gehen lieber einmal hier drauf und holen uns dann eine Antigravitationskammer. Antigravitationskammer. 6x9. Jo, gut, da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge an Platz, die wir auch noch benötigen. Bossi, Dankeschön für deinen Sub im zweiten Monat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen lieben Dank. So, und dann setzen wir hier hinten nochmal was rein. Zack. Dann setzen wir einmal den da hin. Und... Oh, den müssen wir jetzt querstellen, ne? Nee. So rum. Nein! Okay, haben wir dann da reingepackt. Gibt es hier noch weitere Sachen, die wir da dran bauen müssen? Nee, das ist tatsächlich das Einzige. Also packen wir den einmal da rein. Dann Astrologiedozent. Wo haben wir ihn? Astrologonomie-Dozent. Oh, der könnte auch Nachhilfe noch geben. Das passt. Den setzen wir also auch da rein. Dann brauchen wir nochmal einen Dozenten für Internetgeschichte. Wir nehmen der hier auch inspirierende Reden halten kann. Mein Geld ist ja nicht das Problem. Wir brauchen noch einen Vorlesungssaal und wir brauchen noch ein VR-Labor. Das heißt, also diese VR-Labore, ne, die sind ein bisschen, die sind ja ein bisschen sehr einnehmend, sage ich mal. Die sind ja ein bisschen sehr einnehmend. Jetzt haben wir hier Rainman, mach's gut. Jetzt haben wir hier das Problem. Jetzt haben wir dieses Ding hier noch. Ja, wo packen wir das denn jetzt hin? Das war der Ranger Brunftschrei. Wir verkaufen das hier unten einfach. So. Dann gehen wir einmal hier drauf. Niemand sagt, wir müssen so bleiben. Ein Finger ist keine Zahnbürste. So. Dann können wir nämlich den hier wählen. Dann können wir den hier einmal drehen. Setzen. Dann können wir jetzt schon mal das Folgejahr starten. Und dann werden wir den hier einmal kopieren. Und da dran setzen. So, VR-Labor steht. Jetzt wäre nur noch die Sache des Vorlesungssaals, den wir irgendwo hinpacken müssen. Der Vorlesungssaal. Wir uns denn den hin? Ah, wenn wir den hier rübersetzen. Hoppala. Wenn wir den hier hinsetzen, sollte eigentlich das funktionieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Und dann kopieren wir den. Und setzen uns den hier hin. Jetzt passt der genau nicht um ein Feld. Vermaledeit noch eins. Was ist denn, wenn wir das hier nehmen und einfach hier hinpacken? Oder wir benutzen einfach gar keine Türen. Was soll schon daran scheitern? Wir benutzen einfach keine Türen. Fertig. Problem gelöst. Wir können leider nicht einfach so Türen da hinsetzen. Ist doch eh nichts. Ja, ja, ja. Ja, das würde gehen. So.
Aber jetzt haben wir das so gebaut. Jetzt können wir das auch so benutzen. Setzen wir uns dann dahin. Ja, das sieht leider überhaupt nicht gut aus, was hier passiert. Hier hinten haben wir jetzt nämlich unnützen Platz. Ach komm schon. Also die Steuerung manchmal ist ein bisschen, gerade so im Baubereich, ist schon manchmal ein bisschen kritisch. So, dass wir halt dazwischen kommen und das dann hier einen rüber bewegen. Also wie ihr hier hin. Kein Druck, Leute. Kein Druck. Und dann einmal hier hin. Ob Ranger wohl schon durch Wände glitschen lassen erforscht hat? Nee, hier müssen ja keine Wände hin. Hier haben wir ja alles. Hier haben wir alles super duper geregelt. Dann können wir das nämlich wegmachen. Und dann sieht das wieder einigermaßen passend aus, ne? So. Alles klar. Dann haben wir das. Studierendenbitten werden oft gehört, aber nur selten erhört. Ja, dafür sind die Studierenden ja auch nicht da. Dann können wir hier hinten den Bereich auch wieder rausnehmen. Und uns dann Gedanken darum machen, dass das so ja recht gut geregelt ist. Wenn wir den jetzt hier auch noch rüber verschieben, da hätten wir noch mehr Platz sparen können. Aber wofür wollen wir Platz sparen, ne? Ich würde da nicht studieren wollen. Wer würde da nicht studieren wollen? Ich. Ja, wir würden dich auch nicht aufnehmen. Wir nehmen nur gute Leute auf. Die Studenten sind dazu da, um uns Geld einzubringen. So sieht's aus, ne? Genau dadurch sollen die sich auszeichnen, dass sie uns mal ein bisschen Money in the Bank geben. Während die hier fahren, hier immer die gleichen Personen. Hör mal, ihr müsst euch ja richtig Spaß machen in der Liebeshöhle, ne? Hopsi Mauser, grüß dich, hi. Hallo. Ich finde, das sieht ja gut aus. Gut, der Raum hier ist ein bisschen blöd, aber sonst. Wurde eigentlich schon die Grafik bewertet? Hashtag stimmig. Mhm. Gibt es bei dir Steuerrecht zu studieren? Falls nein, bringt mir deine Uni nichts. Nee, aber du kannst virtuelle Realität studieren. Wenn das für dich in Ordnung ist, kannst du das auch mal. Da kannst du bestimmt auch Steuerrecht reinbringen. Also das mit den Starte 5 Events habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Weil das mit den Events funktioniert noch nicht. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Warum geht das nicht? Finde deinen Weg durch Teleportation. Ja, irgendwie. Irgendwie ist das noch nicht so das Wahre. Irgendwie ist das noch nicht so das Wahre. Da müssen wir uns noch mal ein paar Gedanken drum machen. Wobei wir halt schon die Aufenthaltsparty benötigt Aufenthaltsraum. Ich dachte, wir haben den Das ist doch ein Aufenthaltsraum. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Kaffeestand. Der würde uns auf jeden Fall ein bisschen helfen. Kaffeestand. So. Nochmal eine zweite Person reinpacken. Und Durchführung von Marketingkampagnen. Ja, perfekt. Ali hopp, se levante. Verkaufen mal ein bisschen was. Aber jetzt gibt es noch einen separaten Aufenthaltsraum, nur für die Studierenden. Hier. 3x3 muss der groß sein.
Und dann können wir den Aufenthaltsraum können wir ja hier reinpacken. So, hier hinsetzen. Können wir ja hier. Oh, mit Mikrowelle. Sehr gut. Spüle noch. Und nochmal eine Küchenzeile. Kühlschrank. Eine Dartscheibe, damit man auch immer, wenn einer reinkommt, direkt im Weg steht. Nochmal was zum Spielen. Und wir brauchen einen Fernseher. Wo gibt's denn hier den Fernseher? Also ich habe hier den Fernseher, haben wir ja schon gesehen. Ja, haben wir keine Punkte für. Dann hat sich das sowieso erledigt. Dann bauen. Hui, die werden rausgeschmissen direkt. Die können auf eine Wand starren. Stellen Sie sich vor, Annahme üb, da ist ein Fernseher vor Ihnen an der Wand. Voila, gucken Sie sich das mal an. Das ist der Fernseher, meine werten Damen und Herren. Hier, der kann sich da schon direkt, der hat schon aus seiner Hand herausgelesen. So toll hat er das gemacht. Ja, also jetzt mal aber hier nicht so, warum sind denn die Duschen, warum sind die Glaskabinen durchsichtig? Erinnerung an alle. Dann hau doch da Bild ein, ja, wir haben auch nicht so viel Geld. Wir haben auch nicht so viel Geld. Hier. Bitteschön. Wenn das nicht atemberaubend ist. Ah, den kann man leider nicht genau bündig reinpacken. Dann bauen wir den hier hin. So. Raufasertapete. Welch ein Erlebnis für meine Sehnerven. Welch ein Erlebnis für meine Sehnerven. So. Ich fange nämlich auch alle an, beim Sehen zu nerven. So. Da ist was kaputt. Wo ist was kaputt? Die wollen Fernseher haben. Was hat der denn jetzt für ein Problem? Digitaler Computer benötigt. VR? Ja, aber da sollte unser Hausmeister sollten da gleich hingehen. Die Toiletten sind kaputt. Überall sind die Toiletten kaputt. Man könnte auch jeder Person nochmal separat eine Toilette geben, ne? Aber einen Wuselfaktor hat das Spiel. Die tümmeln sich alle um Kaffeestand. Sag mal, wofür habe ich euch denn hier einen Aufenthaltsraum gebaut? Ey, Kaffee! Aber auch nur hier der Scheilatte. Finde ich auch, Pink Spider. Ich mag sowas auch immer gerne. Kommt auch mega gut an. Vielleicht noch einen zweiten. Ja. Hot Dogs will keiner. Hot Dogs will keiner. Wir bauen uns dann nochmal einen Gemüsestand. Hausmeister zum Müllsammeln gebraucht. So, Kaffee schwarz wie die Nacht, kann das nachvollziehen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. So, packen wir den auch nochmal hin. Toiletten sind kaputt, das ist aber scheiße. Jo, die tümmeln sich jetzt alle hier. Wofür habe ich denn eine Cafeteria hier reingesetzt? Ihr kleinen Mäuschen hier. Money House, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Ich grüße dich ganz recht herzlich. Super. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Florian, hi. Aber Kaffee ist eine hervorragende Idee. Ich koch mal ein. Du hast halt noch keinen Bierausschank. Selber schuld. Du hast jetzt Kaffee. Haben wir wohl. Hier. Siehst du Scrollzer online? Da ist keiner. Ja? Da ist keiner. Da sind sie wieder, die Studenten. Die verschmähen das Bier. Da wird maximal ein kleiner Prosecco getrunken, ja? Oder vielleicht der erlesene Wein, der 800 Jahre alt ist. Ne? Aber hier mit Kerze sogar auf dem Tisch. Aber und ein Kaffee. Ja, klar. Bei uns gibt's nur den Möd auf dem Tisch. Wir trinken nur Möd. Die Kantine ist zu teuer. Ach, Quatsch. Ich glaube, wir können davon keine Preise einstellen. Ne? Gibt es hier einen Förster? Wir können aber Bäume pflanzen. Aber das geht. Das geht. Berührungsängste darf man an einem Kaffeestand aber auch nicht haben. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie hier wie bei einem Festival auf einmal über den Kaffeestand herfallen. Ich hätte gedacht, da gehen vielleicht ein, zwei Personen hin. Aber nicht, dass die sich dann gegenseitig noch wegdrängen und wegschubsen, damit die da irgendwie hinterherkommen. Ist hier wilder als am Black Friday.
Studenten ohne Bier, unrealistisch. Nee, die trinken nur Möd. Nur den guten Möd. Das ist nämlich eine Rangerbräu. Möd. Erinnerung an alle. Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Doch. Ich muss immer noch gefragt werden, ob ihr auf die Toilette dürft. So einfach ist das. Mich müsst ihr tatsächlich immer noch fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Definitiv. Definitiv. Genitiv ins Wasser, weil Dativ. Auch das ist etwas, das ich euch gerne mal näher bringen möchte. Ich gehe mal eben ganz kurz ums Eck. Beobachtet mal bitte hier, was am Kaffeestand passiert, ja? Ich bin sofort wieder da. Denkt dran, wenn ihr neue Seiten Strategiespiele mögt, lasst gerne ein Follow da. Ich komme sofort zurück.